Und dann können wir ziemlich pünktlich starten und beginnen mit einer offiziellen Begrüßung. Und dann gibt es weitere Informationen zum Ablauf. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie alle heute Nachmittag hier begrüßen im Konzerthaus. Besonders begrüßen möchte ich meinen Bürgermeisterkollegen Ulrich von Kirchbach und auch den Kollegen Stefan Breider, der uns per Video wohl zugeschaltet ist. Zumindest sehe ich ihn nicht im Saal, er wollte aber entweder per Video oder per Saal im Saal dabei sein. Ich darf sehr viele Stadträtinnen und Stadträte begrüßen, die heute da sind. Ich darf Vertreterinnen und Vertreter des Einzelhandels, der Kultur, der Hotellerie in unserer Innenstadt begrüßen, darf Pressevertretungen begrüßen hier. Und ich darf natürlich auch begrüßen sehr viele Amtsleiterinnen und Amtsleiter sowie Geschäftsführer der städtischen Gesellschaften, andere Mitarbeitende der Stadtverwaltung, also all diejenigen, die gemeinsam mit uns dieses Projekt Innenstadt in den nächsten Jahren bearbeiten werden. Ganz besonders begrüßen möchte ich unsere Referenten. Wir haben heute drei Referenten, von denen zwei hier sind. Herr Professor Dr. Tierstein und Herr Nussbaum, die werden sich nachher sehr selber noch mal kurz vorstellen. Aber herzlich willkommen hier in Freiburg. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, schön, dass Sie hier den Weg ins Konzerthaus gefunden haben. Wir haben ja das gemeinsam mit der FWTM heute veranstaltet und die Idee war ja letztendlich auch mal einen Blick von außen zu bekommen, einen Spiegel auch mal, was machen andere Städte, was wird anderswo gedacht und damit über diese Fachvorträge zur Innenstadtentwicklung in die Diskussion zu kommen über weitere Maßnahmen für unsere schöne Innenstadt. Jetzt stehen auf der Einladung, die Sie bekommen haben, zwei Namen, nämlich das eine ist der Oberbürgermeister Martin Horn und das andere ist die Geschäftsführerin der FWTM, die Hanna Böhm. Jetzt werden Sie natürlich sagen, was macht Herr Haag hier? Da möchte ich Ihnen zunächst mal sagen, der Oberbürgermeister lässt sich ganz recht herzlich entschuldigen. Ich habe gerade eben noch mal mit ihm telefoniert. Ich soll Sie grüßen von ihm. Diese Veranstaltung war ihm auch ein ganz besonders großes Anliegen. Er wäre gerne hier gewesen, aber Sie haben es in der Zeitung gelesen. Er ist Corona erkrankt. Er ist auch noch nicht ganz fit. Das hört man, wenn man mit ihm spricht und telefoniert. Und ich glaube, es wäre nicht gut gewesen, wenn er heute hier gewesen wäre. Aber er lässt Sie alle recht herzlich grüßen und wünscht der Veranstaltung einen guten Verlauf. Und das Zweite ist, dass ich auch Hanna Böhme entschuldigen muss, nämlich aus demselben Grunde und für sie gilt eigentlich auch dasselbe. Ich glaube, wir sind uns da einig mit der FWTM, dass das Thema Innenstadt etwas ist, was wir sehr intensiv die nächsten Jahre bearbeiten müssen. Insofern ist das der Grund, warum ich hier heute hier bin und ich werde mir Mühe geben, sowohl Frau Böhme als auch den Oberbürgermeister, so gut es eben geht, zu ersetzen. Das können Sie dann am Ende selber beurteilen, wie mir das gelungen ist. Ja, meine Damen und Herren, ich bin gebeten worden, ein paar Sätze zur Einleitung zu sagen und da geht es erstmal darum, ins Thema etwas auch einzuführen, nämlich das Thema heißt eigentlich die Belebung der Freiburger Innenstadt und wie geht es mit der Innenstadt generell weiter, das ist ja auch kein neues Thema und Stadt und FWTM haben das eigentlich schon zum Gegenstand seit Jahren und es gab immer wieder Diskussionen, es gab Konzepte, es gab Planungen. Ich will nur noch mal die wichtigsten nennen. Wir hatten ein Märkte- und Zentren-Konzept, das sehr, sehr alt ist, aber 2018 noch mal aktualisiert worden ist. Wir haben ein Tourismuskonzept entwickelt, wir haben Stadtteilleitlinien, Innenstadt entwickelt und so weiter und so fort. Aber es gibt natürlich auch Anlässe, warum wir uns heute treffen. Und ein ganz wichtiger Anlass ist das Thema Corona. Denn mit Corona hat sich die Situation in den Innenstädten nochmals dramatisch verändert. Es sind sicher Prozesse, die nicht komplett neu sind, aber die sich dadurch erheblich beschleunigt haben. Es waren Geschäfte geschlossen. Es gab einen enormen Zuwachs des Onlinehandels. Der hatte sich die letzten Jahre angedeutet, aber der wurde auch nochmal beschleunigt. Und ich glaube auch, dass eine Erkenntnis, die wir jetzt schon haben aus dem Thema Corona, ist, dass wir im Zusammenspiel von Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistung, Kultur und auch das, was wir als Stadtverwaltung machen, dass das alles zusammenwirken muss, damit die Innenstadt lebendig ist und damit sie auch attraktiv wird, dass viele Leute herkommen. Zugleich hat eben das auch nochmal gezeigt, dass wir uns noch enger zusammenschließen müssen und das, was wir heute machen, ist ja der Auftakt zu mehr. Es soll ja nicht die letzte Veranstaltung sein in diesem Rahmen, sondern wir wollen damit ja mit Ihnen ins Gespräch kommen. Ich werde am Ende nochmal etwas dazu sagen, wie es dann ganz konkret weitergeht.
Die Innenstädte waren historisch gesehen schon immer die Treffpunkte, die Mittelpunkte. Es war schon immer das Herz der Stadt, wo sich Bürgerinnen und Bürger getroffen haben, wo es eben Handel gibt, wo es Beherbergung gibt, wo es Arbeiten gibt. Es wird aber auch gewohnt. Es gibt Kulturorte, Orte der Geschichte, Orte der Zukunft. Also all das, was so eine Stadt ausmacht, fokussiert sich auf die Innenstadt. Und diese Innenstadt war schon immer einem großen Strukturwandel unterworfen. Und die Innenstadt von vor 50 Jahren ist nicht die Innenstadt, die wir heute kennen. Aber es geht eben auch darum, wie schaffen wir es, diesen attraktiven Mix, den Freiburg auch heute, glaube ich, noch ausmacht, den auch zu erhalten, zu modifizieren und auch zu gestalten. Und da erwarten wir uns ja auch Anregungen gleich. Ja, wenn man sich die Stadt anguckt nochmal, da muss man sagen, dass wir in Freiburg natürlich in der Situation sind, wo wir als Oberzentrum natürlich einen gewachsenen Einzugsbereich haben, die Landkreise Emmendingen, die Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald, aber wir haben auch einen erweiterten Kreis, der geht bis in den Schwarzwald-Baar-Kreis, hoch in die Ortenau und vor allen Dingen natürlich auch durch die Nähe von Frankreich und durch die Nähe zur Schweiz, eben auch in unsere europäischen Nachbarländer. Und es ist natürlich auch ein interessanter Spot Freiburg für diese Einkaufstouristen. Und dennoch müssen wir auch konstatieren, dass die Besucherfrequenz zurückgeht. Wir haben bereits vor Corona einen leichten Rückgang gehabt und wir haben den durch Corona nochmal beschleunigt, auch wenn jetzt die letzten Samstage wieder sehr, sehr viele Menschen hier in Freiburg waren. Warum ist das so? Teilweise ist natürlich Bequemlichkeit, Dinge online zu kaufen, sei bequemer, wird von vielen in Umfragen gesagt. Und besonders betroffen ist davon natürlich der Textileinzelhandel. Er belegt sehr viele Flächen und er hat aber auch eine unheimlich starke Konkurrenz in der Online-Szene. Und das zeigt einfach auch die Erhebung des Statistischen Bundesamts, dass gerade der Textileinzelhandelsbereich tatsächlich derjenige ist, der unter dem Onlinehandel am meisten leidet. Am Anfang waren es die Bücher, jetzt ist es Textil und da hat sich tatsächlich auch eine ganze Menge Richtung Online verändert. Wo liegen die Lösungen? Ich habe sie jetzt noch nicht, die Lösungen. Ich will einfach noch mal sagen, was wir denken. Die Lösungen sind, glaube ich, in einem gemeinsamen Miteinander zu finden. Das wollen wir heute auch miteinander den Anfang machen. Wir müssen die Innenstadt attraktiv halten. Da wird es auch keine einfache Grundlösung geben, wo wir sagen, jetzt machen wir das und dann ist alles gut, sondern uns ist klar, wir sind alle gefordert. Wir als Stadt sind gefordert, die FETM ist gefordert, die ist ja heute auch da mit Frau Pankow. Und Sie sind aber auch alle gefordert und wir müssen uns alle miteinander zusammenschließen, damit das funktioniert. Und was machen wir ganz konkret? Auch dazu nochmal zwei, drei Sätze. Wir haben eine ganze Reihe von Themen schon gemacht. Wir haben uns mit Ihnen gemeinsam auf das Thema Bild der Innenstadt, auch das Thema Sitzmöbel, auch das Thema, wie können wir attraktiver werden durch Schatten, durch Möglichkeiten zum Sitzen, haben wir uns dem angenommen. Wir wollen jetzt dieses Jahr auch Stühle auf verschiedenen Plätzen der Innenstadt platzieren, die ähnlich wie im Château de Luxembourg in Paris dann einfach auch verstellt werden können, die man dann frei benutzen kann. Es gibt Mikro-Events, die, wie das Bächle-Picknick oder lange Museumsabende. Und wir haben bei der FETM einen Innenstadtkoordinator, den Herrn Schäfers, der eben auch als ein Ansprechpartner, als ein zentraler Ansprechpartner für alle Innenstadtakteure da ist und der Sie auch bei vielfältigen Aktionen unterstützt. Weitere Maßnahmen wollen wir umsetzen und dazu laufen derzeit auch zwei Förderanträge beim Bund und beim Land. Und ich kann Ihnen sagen, dass wir glauben, dass wir da auch erfolgreich sind. Und wir wollen mit diesen Fördermitteln mehrere Dinge tun. Wir wollen ein Gesamtkonzept für die Belebung der Innenstadt entwickeln, indem wir erstmal analysieren, wo stehen wir. Wir möchten daraus ein Strategiekonzept weiterentwickeln, wo wir ganz gezielt sagen, auf welchen Handlungsfeldern wollen wir die nächsten Jahre tätig werden. Auch das gemeinsam mit den Akteuren, mit Ihnen. Und dann wollen wir auch ein Aufenthalts- und ein Begrünungskonzept machen mit Maßnahmen in der Stadt, um eben auch die Attraktivität da zu erhalten. Und das Ganze, ich habe es jetzt mehrfach betont, ist nicht eine Schreibtischarbeit des Stadtplanungsamtes oder der FWTM, sondern das Ganze ist ein Dialog mit den Akteuren der Innenstadt, mit Ihnen. Und wir wollen da eben auch lernen von Best-Practice-Beispielen. Und damit bin ich auch beim heutigen Nachmittag.
Denn dieser heutige Nachmittag war ja genau so angelegt, dass wir sagen, wir wollen uns nicht immer nur sozusagen im eigenen Saft wälzen und überlegen, was gut und was schlecht läuft und daraus überlegen, was wir machen können, sondern lass uns mal den Blick nach außen nehmen, lass uns den Blick von außen reinholen. Und deshalb freue ich mich, dass wir heute, glaube ich, drei spannende Referate haben, die uns einfach mal zeigen, was läuft andernorts, was läuft da gut, was läuft nicht so gut und dass wir dann über diese Beispiele gut miteinander ins Gespräch kommen und dass wir dann einfach auch unser Konzept für unsere Freiburger Innenstadt, das vielleicht Elemente von anderen Städten hat, aber das bestimmt nicht abschreibbar ist, dass wir das miteinander entwickeln können. Und deshalb bedanke ich mich, dass Sie mir bis dahin so aufmerksam zugehört haben. Ich freue mich auf einen spannenden Nachmittag, auf einen spannenden Abend. Schön, dass Sie alle da sind. Und jetzt geht's los. Vielen herzlichen Dank. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte da anschließen. Die Idee des Kolloquiums, wie wir es heute durchführen, abzuhalten, diese Idee kam uns bereits vor der Pandemie 2019. Also es ist, Sie sehen, es ist nicht, es hat nicht unbedingt nur damit was zu tun. Wir haben die Notwendigkeit oder die Idee kam schon bereits vorher auf. Unser Anliegen war damals zu sagen, wir müssen mal abseits der altbekannten Innenstadtbelebungsmechanismen schauen mit externen Experten, welche innovativen und zukunftsfähigen Strukturen muss denn eine Freiburger Innenstadt künftig aufweisen? Und genau das wollten wir den Diskurs antreten. Und ich glaube, das wird heute Nachmittag genau in der Form geschehen. Bevor das passiert, möchte ich Sie noch kurz mitnehmen. Wir haben uns auseinandergesetzt mit dem Thema der Innenstadt in den letzten zwei Jahren. Bei einer Delegationsreise nach Münster das war auch vor Corona, im Januar 2020 mit Herr Oberbürgermeister Horn, Vertretern des ansässigen Handels, der FETM, aber eben auch den Leitungen städtischer Ämter, haben wir gemeinsam erlebt, wie sich eine Stadtverwaltung wirklich vorbildlich im Schulterschluss mit dem Handel aufgestellt hat. Das war nicht nur ein Aufstellen, das war vor allen Dingen inhaltlich, strategisch und organisatorisch ein interessanter Ansatz, den uns die Münsteraner vorgestellt haben. Und durch diese Aufstellung haben sich zahlreiche Synergien ergeben in der Zusammenarbeit, also zwischen den Aktivitäten der Stadt und des Handels. Und ich glaube, auch deshalb tut es gut, an diese Reise nochmal anzuknüpfen. Ja, nach dieser Fahrt kam dann tatsächlich die Pandemie. Und die hat ja sozusagen, und das hat ja gerade auch Haag ausgeführt, nochmal deutlich gemacht, dass es die gemeinsame Aufstellung von Stadt und Handel in den letzten beiden Jahren, also dass diese gemeinsame Aufstellung notwendiger denn je ist. Und wenn man sich dann mal anschaut, was passiert in anderen Städten, so haben wir das genau vor einem Jahr diskutiert im Deutschen Städtetag, in der Fachkommission Stadtplanung und Städtebau, genau gesagt letztes Jahr im März. Viele der 26 Städte haben sich bereits auf den Weg gemacht, um ihre Stärken und Schwächen zu analysieren und in der Folge mit auf die Örtlichkeit bezogenen Konzepten ihr Innenstadtprofil zu stärken. Oftmals mit mutigen Entscheidungen. Die Ansätze reichen dabei vom Ankauf von Liegenschaften, ehemals großer Warenhäuser, durch die Stadt, wie zum Beispiel in Lübeck, oder über Überlegungen, welche Nutzungen künftig in der Innenstadt ergänzt werden sollen. Hier möchte ich das Bochumer Beispiel benennen. Das Stichpunkte sind Bildung, Wohnen und stadtverträgliche Produktion. Bis hin zu der Frage, die sich die Stadt Dortmund gestellt hat, welche Nachfragebedürfnis hat eigentlich die nachfolgende Generation? Wie unterscheidet sich diese von den heutigen Angebotsstrukturen? Also passen unsere heutigen Angebotsstrukturen in die Zukunft? Kurz gesagt, mit welchem Angebot kann die Generation Internet künftig in die Innenstadt gelockt werden? Also es sind alles Fragestellungen, die bei dieser Fachkommission aufkamen. Ich kann Ihnen sagen, als Stadtplaner sehe ich tatsächlich die Notwendigkeit, dass wir die künftige Nutzungsstruktur der Freiburger Innenstadt gemeinsam überdenken. Dabei geht es auch um die kritische Frage, welche Angebote werden künftig von Handel, Gastronomie, Kultur und dem öffentlichen Raum erwartet? Also haben wir die richtigen Rezepte?
weil natürlich unsere Erfahrungswerte immer in der Vergangenheit liegen und wir vielleicht das eine oder andere auch ausprobieren müssen. Wenn man sich dann anschaut in der Literatur und in den Veröffentlichungen, dann ist oft zu hören von dem Begriff, wir müssen hybride Räume schaffen und hybride Strukturen. Ja, was heißt das denn konkret? Wir haben das Thema urbane Produktion, welches wir bereits in den Zukunftsforen zum Flächennutzungsplan diskutiert haben, wird dabei sicherlich eine Rolle spielen, wie die Frage, ob die Innenstadt nicht auch als Bildungsstandort geeignet ist, warum eigentlich nicht, und auch die Frage, mit welchen Formen des Wohnens die Innenstadt künftig stärken können. Also ich glaube, wir haben da auch noch, da gibt es noch Luft nach oben und diese Ansätze sollten diskutiert werden. Ja, und ich glaube, auch der Hinweis kam eben schon, außerdem sollten wir das Zusammenspiel von Gastronomie, Kultur und Handel reflektieren und uns fragen, mit welchen spezifischen Angeboten und mit welchen spezifischen Kooperationen können wir die Innenstadtentwicklung wirklich stärken. Ich glaube, auch da gibt es noch Möglichkeiten, in dieser Kooperation weiterzugehen. Wichtig ist mir abschließend nochmals zu betonen, bei jeder dieser Konzeptionen wird deutlich, dass die Stadt alleine nicht über die Mittel und die Werkzeuge verfügt, diese Ziele zu erreichen, sondern dass alle Teile der Stadtgesellschaft notwendig sind, um dabei mitzuarbeiten. Aber ganz maßgeblich sind natürlich die Grundstückseigentümer. Auch das sollte man nicht aus den Augen verlieren, denn das Eigentum in den Innenstädten ist natürlich mitentscheidend darüber, welche Konzeption wir fahren können. Mein Fazit ist, es braucht eine gemeinsame, getragene Strategie von allen Akteuren, die letztlich eine Basis für die Entwicklung der Innenstadt oder einer zukunftsfähigen Innenstadt darstellt. Ich freue mich daher sehr, dass das bereits letztes Jahr eingeladene Innenstadtkolloquium heute stattfinden kann und wünsche uns natürlich allen neue Erkenntnisse. Mein Anliegen wäre es, dass der Austausch heute mit einigen Faziten oder zumindest mit einigen Tendenzen endet und wir zusammen feststellen, was uns denn heute besonders aufgefallen ist an neuen Ansätzen oder auch Hinweisen, die wir für unseren Weg mitnehmen sollten. Ja, und damit übergebe ich gerne jetzt an die Moderatorin Frau Oldenburg, die uns durch das Kolloquium führen wird. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank. Damit haben Sie, Herr Jerusalem, auch Sie, Herr Haag, ja schon einige Punkte genannt, die wir vielleicht später in der Diskussion wieder aufgreifen können. Es wurde gerade gesagt, mein Name ist Christina Oldenburg. Ich selbst bin Stadtplanerin und Prozessbegleiterin. Begleite unter anderem auch Post-Corona-Innenstadt-Projekte, unter anderem in Ludwigsburg. Und da startet der Diskurs auch immer genau mit den Fragestellungen, die hier jetzt schon angesprochen wurden. Aber ich denke, durch die Vorträge, die wir im ersten Teil bekommen, werden wir noch viele Gedanken in unsere Köpfe bekommen oder Fragen, die wir dann hier zumindest in diesem Rahmen bis 20 Uhr soweit besprechen können, wie das eben in dieser Zeit möglich ist. Deswegen noch ganz kurz der Hinweis, wie der Aufbau der Veranstaltung ist. Sie kennen das Programm. Wir haben zunächst 3 Fachvorträge vorgesehen, die wirklich mit dem Ziel, erstmal umfassend dieses Thema zu beleuchten, was da alles so drinsteckt und vor allen Dingen auch der Blick von außen, also nicht nur bezogen auf Freiburg, sondern insbesondere bezogen auf die grundsätzlichen Fragestellungen, Beobachtungen und Trends, die wichtig sind für die Diskussion, die erstmal Grundlage vielleicht auch für die Diskussion sind. Nach den 3 Vorträgen haben wir jeweils circa 10 Minuten, hört sich jetzt wenig an, aber sonst sprengen wir zeitlich den Rahmen für 2, 3 Fragestellungen, die an der Stelle direkt nach dem Vortrag gut passen aus Ihrer Sicht, dass wir die miteinander besprechen können und dann zum nächsten Vortrag kommen und dann auch wieder im Anschluss des Vortrages einen kleinen Platz für Fragen haben. Wir wollen nach einer Pause, die dann circa 18 Uhr sein wird,
nochmal zusammenkommen und dann wirklich mit den Referenten, mit Herrn Haag zusammen, mit Frau Pankow zusammen in die Diskussion einsteigen und mit Ihnen. Das machen wir dann hier auf der Bühne, weil das Ganze ja auch live gestreamt wird und dann eben auch die Möglichkeit besteht, das gut zu verfolgen. Und hier wird es dann einen Stuhl geben, den Sie dann jeweils, wenn Sie Interesse haben, sich einzubringen, besetzen können für ein paar Minuten. Und dann kommen wir hoffentlich mit vielseitigen Gesprächsbeiträgen hier zu einem interessanten Ergebnis. Wie Herr Jerusalem gerade sagte, vielleicht gelingt es uns, den einen oder anderen Satz zu formulieren, den wir als Ergebnis hier mitnehmen. Das wäre so zum Ablauf des heutigen Nachmittags. Und der erste Vortrag ist uns auch digital zugeschaltet. Ich gehe einfach mal davon aus, dass die Technik perfekt funktioniert und möchte Ihnen kurz sagen, um was es geht. Der Vortrag Retail in Transition, Verkaufswelten im Umbruch, sagt schon sehr viel. Der Umbruch heißt, dass der klassische stationäre Einzelhandel als ein Modell hier betrachtet wird, was ins Wanken geraten ist. Und die rasanten Veränderungen auch von Menschen in ihrem Leben, in ihrem Kaufverhalten sich natürlich auswirken, Dynamik auslösen und damit sich auswirken auf Städte, auf Architektur und Bauwelt, auf Aufenthaltsqualitäten und so weiter. Diesen ersten Fachvortrag wird Herr Schmitz-Moorkramer halten. Er richtet seinen Blick auf das Verstehen dieser rasanten Veränderungen im deutschen Einzelhandel. Und ich möchte Ihnen ganz kurz vorstellen, wer Herr Schmitz-Moorkramer ist. Er ist in erster Linie Architekt. Er studierte Architektur an der RWTH Aachen und an der TU Berlin und hat sehr früh schon Interesse an Kunst und Architektur gehabt, Architekturkurse belegt in New York, klassisches Zeichnen gelernt in Florenz, erste Erfahrungen gesammelt in Chicago bei Murphy Jahn, bei Renzo Piano in Genua und dann in deutschen Landen sein Büro gegründet. Es ist in Köln ansässig, zunächst als Büropartnerschaft, später als Architekturstudio Kasper, als das es auch heute erfolgreich arbeitet mit Preisen und Auszeichnungen, zum Beispiel zweifach mit den MIPIM Awards für ein Projekt Abtei Michaelsberg. Und wer mehr noch über das Büro kennenlernen möchte, es ist natürlich auch im Internet zu finden, aber so viel vielleicht zu ihm als Person, der sich auch der Forschung widmet und eben zu diesem Retail in Transition auch eine Publikation zu diesem Forschungsprojekt erzeugt hat. Und das ist ein Kaleidoskop der aktuellen Entwicklungen, wie ein Brennglas, sage ich mal, auf das, was um uns herum geschieht. Und ich freue mich sehr, dass er jetzt hier gleich auf dem Bildschirm wahrscheinlich startet. Gehen wir mal davon aus. Ah, hier ist ja sogar auch das, was ich hier oben sehe. Guck mal zur Technik. Kann man mich schon hören? Ah ja, wunderbar. So, jetzt kann man mich sehen, kann man mich auch schon hören? Ah, eine ganz, jetzt kommt ein Bild. Eben haben wir Sie sehr leise gehört, aber das lässt sich sicherlich auch noch nach oben regeln. Das ist, glaube ich, die Technik. Wunderbar. Jetzt, hört man mich gut? Wir sehen Sie und wir hören Sie und freuen uns auf Ihren Beitrag. Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich an diesem spannenden Diskurs heute leider nur digital teilnehmen kann. Ich habe mich sehr darauf gefreut, nach Freiburg zu kommen. Ich muss sagen, ich habe Freiburg ist mir in bester Erinnerung. Ich habe im Schwarzwald bin ich eine Zeit lang zur Schule gegangen und insofern natürlich auch immer wieder Zeit in Freiburg verbracht, was mir in bester Erinnerung ist. Ich muss zugeben, ich war jetzt nun länger nicht mehr da. Insofern hatte ich mich sehr darauf gefreut und hatte mich eigentlich auch darauf gefreut, sozusagen heute Morgen mich eher mal mit der Freiburger Innenstadt noch mal intensiver vor meinem Vortrag zu beschäftigen. Das ist mir jetzt natürlich leider nicht gelungen, denn der Grund, warum ich in digital zugeschaltet bin, ist ja der gleiche wie bei Ihrem hochverehrten Oberbürgermeister. Auch mich hat es leider mit Corona erwischt. Zum Glück sozusagen habe ich einen sehr milden Verlauf gehabt, aber gestern und heute eben leider noch zwei Striche auf meinem Test gehabt und insofern kann ich eben heute sozusagen hier von zu Hause aus dabei sein. Was ich sehr, sehr schade finde, freue mich aber sehr, weil ich das Thema eines ist, was uns als Büro sehr, sehr am Herzen liegt. Natürlich
sagen wir mal, ist es weniger die Frage des Handels, die uns interessiert, als sagen wir mal die Auswirkungen, die das Ganze hat. Sie hatten das ja in der Anmoderation auch schon gesagt. Wir haben dieses Buch herausgegeben, Retail in Transition. Die Frage ist ja, warum schreibt ein Architekt überhaupt ein Buch über Retail in Transition? Und da möchte ich gerne sozusagen kurz vielleicht nochmal was zu der Motivation zeigen, warum wir das getan haben. Ich selber arbeite jetzt seit 2004 in Köln, wo meine Familie auch ursprünglich herkommt. War noch nicht aufgewachsen, ich selber, aber immer sozusagen einen starken Bezug hingehabt. Und in Köln gibt es natürlich sozusagen die wahrscheinlich vielen bekannte Hohe Straße, die ja, sagen wir mal, als Handelsstraße eine sehr, sehr hohe Bedeutung hat und nach wie vor Schildergasse und Hohe Straße unter den Top 10 frequentiertesten Straßen in ganz Europa. Also insofern eine sehr, sehr spannende, interessante Einzelhandelslandschaft, aber wenn man diese historischen Bilder sieht, dann kann man diesen Straßen ja was abgewinnen, sowohl, sagen wir mal, hier in der wilhelminischen Zeit als auch in der Nachkriegszeit, wo man schon sieht, dass die Straße natürlich sehr stark sozusagen vom Wiederaufbau gekennzeichnet ist. Und dann möchte ich Ihnen noch ein Bild von 2017 zeigen. Und das ist natürlich tatsächlich ein Bild, wo wir als Architekten und Städteplaner uns dann vielleicht schon ein bisschen schwerer tun. Wer mal in Köln in der Weihnachtszeit war, weiß, was in der Hohen Straße passiert. Die ist so voll, dass sie nur in eine Richtung laufen dürfen. Da werden dann Pfeile aufgehängt, damit sie die Seitenstraßen sehen können. Das sind dann sozusagen die Fluchtwege, aus denen sie im Notfall dann eben herausfliegen können, wenn was passiert. Und das Ganze hat natürlich eine Atmosphärik, die sehr stark durch eine Nutzung, nämlich durch den Handel bestimmt ist und, sagen wir mal, vielleicht weniger was sozusagen wirklich mit einer Qualität an Stadt zu tun hat. Und es ist immerhin die Verbindungsachse vom Hauptbahnhof in die Innenstadt von Köln hinein und insofern doch schon ein Ort, der eine erhebliche Relevanz für uns Kölner hat. Im Februar 2017 bin ich dann mal sonntags dort entlang gelaufen. Da sieht das Ganze dann so aus. Und dann fragt man sich natürlich, gerade wenn man in Köln lebt und arbeitet in einer Stadt, in der im Umkreis oder im 800 Meter Umkreis vom Dom 100.000 Menschen leben und in der das Besondere an Köln vielleicht weniger die Schönheit ist als der Flair. Und der Flair wird eben ausgemacht durch eine besondere Lebendigkeit, die die Stadt hat und an der an sich sozusagen meistfrequentiertesten Stelle gibt es sozusagen Uhrzeiten, wo gar nichts mehr passiert, nämlich einfach, wenn der Laden geschlossen ist. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, ist das denn überhaupt richtig, was da mit unserer Stadt passiert? Und gleichzeitig als Architekten waren wir natürlich auch mit mehreren verschiedenen innerstädtischen Projekten beschäftigt und das Thema Einzelhandel ist eines, was viele unserer Projekte natürlich immer wieder begleitet. Und wir stellten, sagen wir mal so, in dieser Zeit zwischen 2013 und 2017 fest, dass im Endeffekt, sagen wir mal, sich die Welt ein Stück weit gedreht hat. Während das früher so war, dass, sagen wir mal, ein Immobilieneigentümer, wenn er eine Handelsfläche hatte, 10 Einzelhandelsmieter hatte, die gerne bei ihm angemietet hätten, war es auf einmal so, dass wenn man eine Einzelhandelsfläche hatte, sich mit 10 anderen Immobilien darum streiten musste, wer den einen Einzelhändler, der den anmieten möchte und auch die richtige Miete zahlt, bekommt. Und das hat uns so ein bisschen zum Nachdenken verursacht. Und bei diesem Bild hat es mich vor allen Dingen zum Nachdenken verursacht, ob das überhaupt die Stadt ist, die wir haben wollen. Ist das denn überhaupt der richtige Weg, auf dem wir da unterwegs sind? Oder hat die Stadt sozusagen eh schon etwas gemacht, was vielleicht gar nicht mehr so richtig ist? Und ist denn vielleicht sozusagen dieses Thema der Digitalisierung und Retail in Transition steckt da vielleicht auch eine Chance drin? Dafür sind wir sozusagen einmal so ein Stück weit zurückgegangen in die Grundlagenforschung, haben uns nochmal mit den Fragen beschäftigt, was ist denn eigentlich in der Stadtentwicklung passiert? Und ich glaube, wenn wir sozusagen auf diese zweite Spalte gucken, die moderne Stadt, dann ist das, sagen wir mal, ein Thema, wo im Endeffekt, sagen wir mal, der Städtebau, sagen wir mal, im Namen der Charta von Athen auf einmal sozusagen sehr stark auf die Trennung der verschiedenen Nutzungen gesetzt hat.
Heißt also, hier findet Handel statt, dort findet Büro statt, dort wird gewohnt, aber auch ganz wichtig, natürlich immer die Frage des Verkehrs und das sieht man ja dann sozusagen im Zeitalter des Automobils, wo, sagen wir mal, die Städte eben sehr stark auf einmal nach dem Auto geplant wurden und weniger nach den Menschen. Und eigentlich, sagen wir mal, hat das Ganze, sagen wir mal, so eine Wandlung in den 70er und dann sozusagen eigentlich wieder ab den 90er Jahren genommen, dass der Mensch auch wieder in den Mittelpunkt der Stadtplanung gerückt ist, was natürlich für uns sozusagen, wir als Büro haben sozusagen das Motto Maßstab Mensch, natürlich ein ganz wesentlicher Aspekt ist, mit dem wir uns beschäftigen. Und der natürlich für uns auch wichtig ist. Und die europäische Stadt, so wie wir sie verstehen, hat für uns immer, sagen wir mal, den Reiz, dass unterschiedlichste Nutzungen zusammenkommen und dadurch, sagen wir mal, eine Lebendigkeit entsteht, dass ein Austausch entsteht. Und es ist eben nicht das eine oder das andere, sondern es ist der Mix aus dem Vielen, der die Stadt attraktiv und interessant macht. Und insofern ja, können Sie sich schon fast vorstellen, sozusagen, was wir denken an dieser Stelle. Es ist eben nicht, sind nicht die Stadtzentren, die aus unserer Sicht sterben, sondern es stirbt im Endeffekt, wenn man mal aus unserer Sicht, eher ein Geschäftsmodell, das die europäische Stadt zuvor untergraben hat. Oder wo wir vielleicht auch sagen müssen, wir haben sie auch untergraben lassen. Was nicht bedeutet, das möchte ich auch ganz klar sagen, dass Handel und Innenstadt nicht miteinander funktionieren. Das ist natürlich Blödsinn. Handel ist nach wie vor die wichtigste und essentiellste Form sozusagen für die Innenstadt. Also das vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Die Frage ist natürlich, warum ist das denn passiert? Im Endeffekt haben wir für uns sozusagen vier unterschiedliche Themen ausfindig gemacht. Es ist einmal die Digitalisierung. Es sind starre Geschäftsmodelle für uns doch schon, auch im Handel. Ich habe es ja auch nachgelesen, auch Sie haben in Freiburg den ein oder anderen tradierten Händler leider verlieren müssen. Das ist uns in Köln und in anderen Städten natürlich auch passiert. Fairerweise muss man natürlich auch dazu sagen, dass viele dieser Händler auch dann eben nicht mehr mit der Zeit mitgegangen sind und natürlich einfach auch neue Geschäftsmodelle aufgekommen sind. Es ist aber auch für uns, sagen wir mal, das Thema der monotonen Einkaufsstraßen. Wir sehen eben tatsächlich auch einen starken Bezug zwischen der Attraktivität einer Stadt, dem Erlebnis, was man eben dort haben kann und eben nicht mehr so stark sozusagen das reine Thema des Konsums. Das war sicherlich, sagen wir mal, eine starke Tendenz in den 60er bis 90er Jahren. Ich glaube, da hat sich einiges gewandelt. Herr Professor Haag hat es, glaube ich, vorhin auch schon mal gesagt, dass natürlich gerade der Textilhandel besonders gelitten hat. Interessant ist, wenn man sich dort die Zahlen auch anguckt, dass es beim Textilhandel tatsächlich auch so ist, dass wenn man den mal inflationsbereinigt sich anguckt, sowohl den Onlinehandel als auch den stationären Handel, dass er überhaupt nicht mehr gewachsen ist. Also sprich, die Leute geben sozusagen eigentlich heutzutage weniger Geld für Textil aus und sie geben mehr Geld für andere Themen aus. Und jetzt muss man natürlich dazu sagen, der Lockdown, Corona, das war natürlich, sagen wir mal, dann im Endeffekt, sagen wir mal, das letzte bisschen, der letzte Tropfen, der das Fass eben dann zum Überlaufen gebracht hat der natürlich, sagen wir mal, die Probleme, die strukturellen Probleme, die es ja schon vorher in unserer Meinung nach gab. Also wir haben das erste Buch von Retail Transition 2019 veröffentlicht, damals noch in englischer Sprache und 2021 dann unsere deutschsprachige Ausgabe. Im Endeffekt, sagen wir mal, alle Themen, die dort angerissen waren, wurden auf einmal ersichtlich. Nicht, weil wir da so unheimlich klug waren, sondern das konnte man eigentlich, wenn man aufmerksam geguckt hat, schon an vielen anderen Stellen sehen. Vielleicht ein paar Fakten, um das nochmal zu untermauern. Knapp ein Fünftel des gesamten deutschen Umsatzes im Einzelhandel wird heute im Onlinehandel gemacht und 2020 und 2021 waren natürlich, sagen wir mal, Riesenwachstumsjahre für den Onlinehandel. Die Zahl lag vorher, sagen wir mal, in Deutschland bei knapp 11%, ist dann auf 16% gesprungen. Das sind schon erhebliche Themen und vor allen Dingen, wenn man sich das dann branchenspezifisch nochmal anguckt, dann wird einem nochmal klar, was das für die eine oder andere Branche tatsächlich bedeutet. Auch nochmal ganz interessant, dass der stationäre Einzelhandel von seinen 544 Milliarden Euro Umsatz, die er jährlich erwirtschaftet, mittlerweile auch schon 11% über den Onlinehandel, über seinen eigenen Onlinehandel erwirtschaftet. Also sprich,
auch der stationäre Handel funktioniert heute sozusagen nicht mehr ohne den Onlinehandel. Also dieses Omnichannel-Thema ist allgegenwärtig. Dann eine Zahl, die uns unheimlich große Sorgen bereitet. Wir haben in Europa 2020 220 Milliarden Pakete ausgeliefert. Die Prognosen für 2026 sind 262 Milliarden Pakete. Wahrscheinlich kommt es noch viel schlimmer. Das bedeutet natürlich, sagen wir mal, für unsere Städte auch logistisch gesehen, ein Riesenthema. Auch darauf müssen sich die Städte einstellen, wie sie denn überhaupt mit dieser Logistik noch zurechtkommen, die sich eben durch diesen Pakethandel, durch den Onlinehandel ergeben hat. Das sind ja Themen, die sozusagen an anderer Stelle gelöst werden müssen, als dort, wo sie verursacht werden. Aber es ist ein Thema, was wir sozusagen mit vielen, vielen Städten diskutieren. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es sozusagen auch bei Ihnen in Freiburg ein mehr als präsentes Thema ist. Die katastrophalen Folgen sozusagen, die das natürlich auch für Verpackungsmüll etc. hat, also auch im Sinne der Nachhaltigkeit, wollen wir natürlich hier gar nicht außen vor lassen, sind gigantische Zahlen. Und auch diese Zahl hat uns, sagen wir mal, leicht schockiert. Wir sehen sozusagen hier, 46,2 Millionen Deutsche haben 2020 bei Amazon geshoppt. Das sind 53% des gesamten deutschen Onlinehandels und es sind 94% aller Online-Shopper in Deutschland, die auch bei Amazon gekauft haben. Also das finde ich einfach eine unglaubliche Zahl, wenn man sich einfach nochmal dieser Marktmacht von Amazon dort bewusst wird. Wir haben hier noch eine Zahl, um das einfach mal zu gegenwärtigen. Das ist die Wahlbeteiligung 2017. Wir haben die 2021-Zahl noch nicht ergänzt, ist aber genau die gleiche. Also die Wahlbeteiligung war ungefähr die gleiche, 100.000 hoch und runter. Wir hatten 47 Millionen Wähler und 46,2 Millionen Shopper bei Amazon. Also nur, um das sozusagen auch nochmal ins Verhältnis zu setzen, welche Größenordnungen das sind und wie groß dieser Markt ist und wie mächtig dieser Markt auch ist, mit dem wir hier lernen müssen, eben umzugehen. Wichtig natürlich generell für die Verkaufswelt im Umbruch, für unsere Innenstädte, aber natürlich auch für die Attraktivität unserer Städte, ist das, was wir, sagen wir mal, aus dem Englischen heraus immer den Plinth nennen. Das heißt, das ist diese im Endeffekt sozusagen hier auf der Karte blau markierte Zone. Das ist im Endeffekt die Erdgeschosszone und das öffentliche Leben, was eben im Erdgeschoss existiert, was den Eindruck der Stadt ausmacht. Das heißt, sagen wir mal, wenn Sie als Besucher in eine Stadt kommen, dann werden Sie sozusagen optisch sich in erster Linie mit dieser Zone beschäftigen und nicht immer den Blick sozusagen in die oberen Etagen hineinheben. Das heißt, Attraktivität wird mal zum Großteil genau in dieser Zone ausgemacht. Und genau darum geht es, dort die Menschen abzuholen, dort die Menschen eben auch positiv zu beeinflussen. Und für uns natürlich auch ganz wichtig zu überlegen, wie kriegen wir es denn auch bei Planungen oder Umplanungen hin, dass sozusagen einerseits Attraktivität, aber eben auch eine Öffentlichkeit an dieser Stelle gegeben wird. Also sprich, sagen wir mal, dass die Stadt eben auch wirklich für ihren Besucher aufgemacht wird. Und hier sozusagen mal zwei Extrembeispiele, sozusagen auf der linken Seite, wie es vielleicht nicht so gut funktioniert, wie wir uns nicht die Stadt wünschen, und auf der rechten Seite, sagen wir mal, sicherlich ein Bild, wo wir sehen, sozusagen eine Atmosphäre sehen, die wir uns sicherlich alle, also sozusagen, in der wir alle schon gerne mal draußen im Café gesessen haben und die wir sehr genießen. Vorhin, ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr genau, ob es Professor Haag war oder Herr Jerusalem, hatte Jan Gehl zitiert, der immer sagt, also first life, also als erstes das Leben, dann im Endeffekt der Raum und dann ist es im Endeffekt als letztes sozusagen die Architektur. Und er sagt immer, andersherum geht es nicht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig bei allen Überlegungen, auch über die Innenstadt, dass wir uns immer sozusagen darüber klar werden müssen, dass wir natürlich sozusagen innerhalb der Gebäude einiges tun müssen, aber im Endeffekt, sagen wir mal, der öffentliche Raum und die Attraktivität des öffentlichen Raums
eine ganz, ganz große Rolle dafür spielt, ob eine Stadt eben sozusagen als attraktiv angesehen wird oder nicht. Wenn wir uns mit dem Einzelhandel beschäftigen, dann sehen wir hier sozusagen unterschiedliche Konzepte, wo wir gesagt haben, also was sind denn Themen sozusagen, was sind denn Trends, die wir im Einzelhandel beobachten? Und ich möchte da mal einfach vier unterschiedliche Beispiele zeigen. Hier zum Beispiel der Fragment Store von Selfridges in London, wo eben wirklich sozusagen das Geschäft als Medium umgewandelt wird, wo es eben darum geht, nicht sozusagen Waren schlicht einfach auszulegen, sondern sozusagen ein Erlebnis zu produzieren. Das sind natürlich genau die Themen, wo man sagt, das geht halt dann online nicht mehr so richtig gut. Das zweite ein Thema, hier ein Beispiel aus Sydney, ein Brillenladen als Ort der Co-Produktion. Der Kunde ist sozusagen mit dabei, kann sein Produkt mitproduzieren. Das kennen Sie auch schon vielfältig, egal ob Sportschuhe oder andere Themen sozusagen. Der Ort, der Einkaufsort wird eben auch zum Erlebnisort. Und natürlich ist das Thema Pop-up ein ganz, ganz wichtiges Thema, sorgt natürlich auch für Abwechslung etc. Es gibt mittlerweile auch viele übergeordnete Konzepte, die sich zur Aufgabe gemacht haben, zum Beispiel auch den sozusagen Marken, die nur online verfügbar sind, sozusagen in den stationären Handel reinzuholen. Spannende und interessante Konzepte, die jetzt auch in Deutschland immer stärker am Kommen sind. Und ein ganz wesentlicher Punkt, auch das Stichwort ist vorhin schon gefallen, Gastronomification. Viele unserer Innenstädte leiden noch nach wie vor darunter, dass sie eine nicht so wahnsinnig attraktive Gastronomie-Szene haben. Und das ist natürlich genau die Nutzung, die es eben, die natürlich auch die Leute zum Verbleiben einlädt, die natürlich auch die Leute sozusagen über die Handelszeiten hinaus dahin einlädt, in der Stadt zu bleiben und da eben mit anderen, mit neuen, mit spannenden Gastronomiekonzepten zu arbeiten. Das ist natürlich sehr, sehr spannend, hier sozusagen mal Bilder von der Italy in Mailand. In München ist sie in die Schrannenhalle eingezogen, auch sehr, sehr attraktiv. Wir kennen aber auch zum Beispiel aus Portugal so ein Thema wie Time Out Market. Also ganz, ganz spannende, viele Themen, die man sozusagen im Sinne der Gastronomie machen kann. Ich kann nur sagen, die meisten Städte, die wir sozusagen bis jetzt untersucht haben, haben immer wieder das Thema, dass sie eigentlich, sagen wir mal, gerade in den Innenstädten über eine sehr unattraktive Gastronomie verfügen. Und da ist sozusagen viel Luft nach oben. Der Wandel der Innenstädte wird aber in unseren Augen immer nur funktionieren, wenn es auch eine stärkere Durchmischung in den Städten gibt. Und zwar vom Einzelhandel, von der Gastronomie, aber eben, sagen wir mal, auch weiteren Nutzungen. Wohnen spielt dort in unseren Augen eine besondere Rolle. Und es ist auch eine Chance, dass sicherlich der Einzelhandel nicht mehr in der Form weiter funktionieren wird, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Also sprich Warenhäuser oder auch Textilhäuser mit 5 oder 6 Geschossen, wie wir sie teilweise noch in Köln vorfinden. Das wird wahrscheinlich eher der Vergangenheit angehören oder eben nur noch in Ausnahmen funktionieren. Anstattdessen wird sich der Handel, sagen wir mal, stärker auf die unteren Geschosse konzentrieren und wird natürlich, und das ist natürlich die Chance für die Stadt, auch Flächen darüber freimachen, in denen was passieren kann. Also in Köln ist es eben zum Beispiel tatsächlich so, dass wenn Sie an der Schildergasse oder wenn Sie an der Hohenstraße sind, dort meistens die Obergeschosse einfach unbesetzt sind, wenn sie nicht durch den Handel genutzt werden. Durch die kleinen Flurstücke, Grundstücke ist es meistens so, dass alleine der Treppenhausgrundriss mit Aufzug mehr Platz einnehmen würde, als die Miete sozusagen oben erwirtschaften kann, im Gegensatz zu der teuren Einzelhandelsmiete. Und das ist natürlich eine Perversion, wenn ich im Endeffekt, sagen wir mal, dann Einheiten habe, die im Erdgeschoss maximal noch im ersten Obergeschoss als Lager genutzt werden und darüber steht es leer. Oder wenn neu gebaut wird, wird auch gleich gar nicht mehr gebaut. Das ist natürlich auch städtebaulich nicht gerade besonders attraktiv. Insofern natürlich das Thema des Wohnens in der Stadt in den verschiedensten Konzepten. Hier nur mal ein Beispiel von WeLive, also sozusagen der Schwestergesellschaft von WeWork, als Co-Housing-Beispiel. Das Stichwort ist heute auch schon gefallen. Hybride Räume, Coworking und natürlich auch urbane Produktion. Der Makerspace in Rotterdam, auch das wird sicherlich nochmal eine interessante Frage und spannende Herausforderung sein. Generell wird das Thema Sharing
eine viel größere Rolle in den Städten spielen. Und da können natürlich gerade, sagen wir mal, solche Themen für urbane Produktion einen sehr, sehr interessanten und spannenden Anlaufpunkt geben. Gibt auch attraktive Beispiele für urbane Landwirtschaftsproduktion, Dachbegrünungen oder auch vertikale Produktionen. Muss man natürlich immer ein bisschen gucken, das hat auch was mit den Flächen zu tun. Rewe hat zum Beispiel ein sehr spannendes Konzept in der Nähe von Wiesbaden umgesetzt, wo sozusagen auf dem Markt auch produziert wird. Das ist natürlich immer auch eine Frage, welche Größen dann sozusagen in der Innenstadt auch funktionieren, aber sozusagen teilweise gibt es ja auch sehr, sehr große Dachflächen. Wirklich wichtig ist die Frage der Zugänglichkeit einer Stadt. Wie komme ich dorthin? Hier dieser Schnitt oder dieses Bild zeigt das neue Transbay Terminal in San Francisco, was in die Stadt hereingebaut wurde. Und Sie sehen, sagen wir mal, das ist eben eine Verknüpfung sozusagen einmal aus dem Bahnverkehr, aus einer Handelszone, aus einer offenen Halle, aus einem Bus-Terminal und dann darüber liegen, das sieht man eigentlich hier so ganz schön, dann nochmal einem öffentlichen Park, der sich dort oben mit reingesetzt hat. Und ich glaube, sagen wir mal, das ist natürlich ein Extrembeispiel und das brauchen wir auch nicht an allen Stellen in dieser Form. Aber ich glaube, die Frage, wie kriegen wir unterschiedliche Verkehre verknüpft, also wie kriegen wir die Bahn zum Beispiel mit dem Fahrrad verknüpft, wie kriegen wir Carsharing sozusagen mit anderen Formen wieder verknüpft, bis wohin komme ich mit dem Auto, ab wohin fahre ich mit der Bahn, wie bequem wird es mir gemacht? Da muss man sich natürlich schon darüber bewusst sein, dass die Frage der Erreichbarkeit und der Zugänglichkeit natürlich auch was damit zu tun hat, für welche Stadt ich mich denn entscheide, wo ich hinfahre. Und insofern ist das natürlich ein ganz wichtiges Thema. Also wir haben das zum Beispiel in Ulm bei den Sedelhöfen, die wir dort bauen durften, sehr intensiv diskutiert. Und die Stadt hat, sagen wir mal, einen sehr interessanten Kranz sozusagen aus unterschiedlichen Parkhäusern geschaffen, um sozusagen eine gute Zugänglichkeit auch in die Stadt hineinzuschaffen, dann das Auto aber auch verschwinden zu lassen und sich dann fußläufig in der Stadt auch bewegen zu können. Aber da hat jede Stadt auch ihren eigenen Weg. Genau, wichtig für uns, der Umbruch, die Rekonfiguration und der Umbau der Stadtzentren hat längst begonnen. Ich glaube, wir diskutieren es zwar heute, aber wir wissen alle, dass wir nicht sozusagen in der Startlinie sind, sondern wir sind alle schon losgelaufen, was auch wichtig ist. Wichtig ist, glaube ich, auch, dass es nicht um die Frage geht, online oder stationär, sondern es ist die Symbiose aus beidem. Und man muss gucken, sozusagen, wie man das Beste von beiden Seiten sozusagen für sich gewinnt. Ganz wichtig, und das hatte ich eingangs gesagt, die Bedürfnisse und Sehnsüchte der Bürgerinnen müssen in den Mittelpunkt gerückt werden. Städte müssen wir für die Zukunft neu kodieren und im Endeffekt geht es darum, den Maßstab Mensch sozusagen in unserer Stadtplanung auch als zentralen Gedanken wieder aufzunehmen. Ich glaube, da sind in der Vergangenheit auch große Fehler gemacht worden und insofern ist es, glaube ich, richtig, sich nicht am Auto oder an der Nutzung zu orientieren, sondern sich an Menschen zu orientieren und dann das Letzte sozusagen, den Umbruch auch wirklich als Chance zu verstehen, zu erleben und zu gestalten. Und wie das sozusagen aussehen kann, will ich Ihnen ganz kurz abschließend an ein paar Perspektiven für deutsche Städte zeigen. Nehmen Sie das bitte nicht zu ernst. Nehmen Sie es mal sozusagen eher als Skizzen, die wir hier gemacht haben, wo wir einfach mal ein bisschen gesponnen haben, wo es gar nicht darum ging, dass wir gesagt haben, so soll die Stadt in Zukunft aussehen, sondern wir haben einfach mal gesagt, welche Möglichkeiten sehen wir denn und sozusagen einfach mal ein bisschen over the top gesponnen. Köln besteht im Übrigen, wie die meisten anderen Städte, immer sozusagen aus einer endlichen Zahl von Typologien, die wir hier einmal analysiert haben. Monofunktionaler Block, monofunktionales Gebäude. Dann gibt es sozusagen diese Dachebenen, viele Parkhäuser zum Beispiel bei uns, die auch auf dem Dach noch stattfinden. Wir haben sozusagen die gemischt genutzten Häuser, wir haben die Baulücken, wir haben den Block mit dem Innenhof und im Endeffekt, sozusagen, wenn man das alles so zusammenfasst, dann ist das eine endliche Zahl von Typologien, die die Stadt ausmacht. Und dann kann man eben gucken, wie man diese einzelnen Häuser jeweils umkodieren kann. Hier im Blick auf die Schildergasse, was im Übrigen ganz attraktiv ist an der Schildergasse, Sie sehen da hinten noch den Turm von der Antoniterkirche, wo jetzt auch ein sehr schönes Quartier entstanden ist, sozusagen in der zweiten Reihe entstanden ist, was einen großen Mehrwert für diese Straße bringt.
weil man einfach auch mal die Chance hat, in unterschiedlichen Geschwindigkeiten zu denken und sozusagen in dieser Stadt, in der viel, oder in diesen Straßen, in der viel Hektik angesagt ist, auch mal zur Ruhe kommen kann. Und hier haben wir einfach nochmal sozusagen ein Bild gezeigt, wie sozusagen solche Städte eben auch in der Zukunft aussehen könnten. Da ging es uns aber mal in erster Linie darum, dass wir eben tatsächlich gesagt haben, mehr Begrünung in die Stadt rein, den öffentlichen Raum vielleicht nochmal mit anders denken, Plätze schaffen, wo sozusagen auch mal man sich aufhalten kann. Aber vor allen Dingen, sagen wir mal, auch das Thema eine Durchmischung der Nutzungen in den Obergeschossen eben herbeiführen. Beispiel hier aus Frankfurt, die Zeil, sicherlich vielen von Ihnen auch geläufig. An sich eine wunderschöne Straße mit einer Breite von fast 55 Metern, also wirklich 48 sind, glaube ich, 48 Meter. Wirklich eine traumhaft schöne Straße, aber irgendwie sehr ungeordnet. Und jetzt fehlt hier das zweite Bild in der Präsentation. Das kommt wahrscheinlich gleich noch. Ich denke, da hat es was ungeordnet. Ich mache mal weiter mit dem Alexanderplatz, der sicherlich vielen von Ihnen geläufig ist. Und da haben wir sozusagen mal eine Vision entwickelt, sozusagen wie nach der Verdichtung, also sind ja unterschiedlichste Hochhäuser um den Alexanderplatz herum schon geplant, wie dann eben sozusagen so ein Platz aussehen kann, wie eben auch Spielorte geschaffen werden können, wie auch, sagen wir mal, so eine Fahrradstraße dort mit rein integriert werden kann, wie eine Markthalle mit rein platziert werden kann. Geht es natürlich gar nicht darum zu sagen, das ist die richtige Lösung für den Alexanderplatz, sondern es geht uns vielmehr darum, einfach mal zu sagen, wie kann man sagen generell, was sind Nutzungen, die sozusagen die Innenstadt attraktiv machen. Und hier kommt sozusagen auch noch die Zeil, Entschuldigung, den kleinen Verrutscher, wir haben vorhin nochmal umgebaut in der Reihenfolge. Und hier sieht man sozusagen eben auch nochmal das Thema, dass wir eben die Mitte sozusagen wieder ein Stück freier gemacht haben, dass wir unterschiedliche Plätze geschaffen haben, dass wir die beiden dass wir die Baumzeilen eben auch dazu nutzen, um drunter Cafés und Außengastronomie mit anzuordnen, aber eben auch die Häuser sozusagen bis in die oberen Geschosse hinein erschließen. Wie gesagt, alles mal sozusagen kleine Visionen. Und damit würde ich dann auch sozusagen mit zwei vielleicht etwas konkreteren Visionen nochmal abschließen wollen. Aus Düsseldorf, der Gustav-Gründgens-Platz, ein sehr spannender und schöner Platz, weil wir dort das Schauspielhaus haben, das Dreischeibenhaus und jetzt eben diesen Köbogen 2 mit 8 Kilometer Buchenhecke. Sicherlich ein spannendes und interessantes Haus, aber in meinen Augen eben sehr, sehr schade, dass im Endeffekt, sagen wir mal, eine Chance verpasst wurde, nämlich einen innerstädtischen Platz. Also man muss dazu sagen, an dieser Seite läuft die Shadowstraße, also unsere große Einkaufsstraße entlang. Und dieser Ort hat eigentlich, sagen wir mal, eine viel höhere Qualität. Und deswegen haben wir gesagt, eigentlich ist es doch schade, dass wir diesen Platz hier so zugemacht haben und dass wir ihm kein Gesicht gegeben haben, wo man sagt, dass man eben hier direkt am Hofgarten, an diesem wunderschönen Theater, an diesem tollen Hochhaus eben sitzen kann, dass man eben diese Räume auch mitnutzt. Und ich glaube, sagen wir mal, wenn man sich viele Städte anguckt, dann muss man sich auch mal diese zweite Reihe angucken, die nicht immer nur sozusagen als Anlieferung sehen, sondern einfach als Potenzial. Wir können uns das nicht leisten, dass wir in den Städten zweite Reihen haben, sondern alles ist erste Reihe. Und das heißt ja nicht, dass alles immer mit der gleichen Nutzung deswegen gespielt werden muss. Und abschließend sagen auch nochmal ein Thema hier aus Düsseldorf, ein schöner Blick über die Königsallee, wo man eben nochmal sehr schön mit der Düssel sozusagen hier das Wasser sieht, wo man dann aber eben auch sieht, dass im Endeffekt das heutige Stadtbild im Endeffekt hier sozusagen von einer Parkreihe, dann zwei Spuren, dann noch eine Parkreihe bestimmt wird, also im Endeffekt auf 17 Metern Breite stelle ich in die schönste Straße, die man sich eigentlich vorstellen kann. Erstmal sozusagen Autos rein, ruhenden Verkehr und am Wochenende werden dann diese wunderbaren Autos, die dann sehr gerne aus dem Ruhrgebiet zu uns kommen, dann fotografiert. Und wäre es denn nicht viel schöner, wir würden die Autos einfach mal auf einer Seite weglassen. Wir würden im Endeffekt, sagen wir mal, die Straße oder diesen öffentlichen Raum runter zum Wasser hin öffnen. Wir würden Platz eben für Außengastronomie, für Cafés, für Straßenfeste und Ähnliches schaffen, um, sagen wir mal, der Stadt ein Stück Aufenthaltsqualität zu geben für die Menschen, die dann eben tatsächlich sich sozusagen auch aufhalten. Die Autos kriegen wir sicherlich auch an anderer Stelle untergebracht. Und damit möchte ich soweit abschließen und sozusagen hier nochmal sozusagen ein kleines Statement. Wichtiger als die Architektur und die Gebäude einer Stadt sind die Erlebnisse, die die Menschen in ihrer Stadt machen. Folgen Sie uns gerne bei Retail in Transition. Wir freuen uns natürlich über Ihre Anmerkungen und ich freue mich heute auch auf die weitere Diskussion. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank. Vom Geschäftsmodell bis hin zu attraktiven Aufenthaltsqualitäten mit und ohne Autos. Jetzt haben wir noch einige Minuten für Sie, für Fragen. Was ist Ihnen vielleicht durch den Kopf gegangen, was Sie noch mal nachfragen möchten, wo Sie sagen, da gibt es einen Punkt jetzt direkt zum Vortrag. Dann sind hier rechts und links Mikrofone für Sie da. Gehen Sie einfach hin und starten Sie. Ja, vielleicht mögen Sie zum Mikrofon kurz gehen. Schön wäre es, wenn Sie kurz Ihren Namen nennen, damit wir eine Orientierung haben. Mein Name ist Hein. Ich möchte einfach den Architekten darauf hinweisen, dass er auf etwas Historisches noch nicht eingegangen ist. Die historische Geschichte der Städte, der Innenstädte, ist die Kommunikation und auch das die Verteilung und das Erreichen der Bedürfnisse. Die Bedürfnisse und die Möglichkeiten des Kaufens der Bedürfnisse. Die Kommunikation hat der Architekt meines Erachtens völlig draußen gelassen. Der zweite Punkt ist, auf das er indirekt drauf eingegangen ist. Wenn ein Mensch bestimmte gute Qualitäten von Gebäuden sieht, kann er sich mit diesem Gebäude oder mit dieser Straße identifizieren. Wenn er von außen kommt und sieht dann das, dann freut er sich, er fühlt sich zu Hause. Dieses Wohlfühlsein ist auch ein wichtiger Punkt. Und das kann alles der Onlinehandel nicht bieten. Und der Onlinehandel tut nicht seine Kosten tragen. Man muss von dem Onlinehandel verlangen, dass er alle Kosten trägt, auch die Klimakosten. Danke. Ja, vielen Dank. Wenn ich das noch mal kurz so zusammenfassen darf, sagen Sie, dass die Wiedererkennbarkeit, die Identifikation mit der räumlichen Atmosphäre, die städtebaulich, die Kulisse, wo Sie wandeln können, etwas auslöst in Ihnen, was Sie auch vielleicht auch glücklich macht und sagt, hier bin ich zu Hause, hier möchte ich auch gerne meinen Bedürfnissen Raum geben und diesen Kontext mit der historischen Innenstadt, mit der Kommunikation. Ich sehe jetzt zwar Herrn Schmitz-Murkramer nicht mehr, aber hört er uns? Ich höre Sie. Perfekt, wir sehen Sie nur gerade nicht mehr, aber wunderbar. Genau. Vielleicht können Sie noch mal da etwas dazu sagen. Nee, auf jeden Fall, also nochmal sehr, sehr gerne. Und Herr Hein war richtig, ist das richtig? Der Name, habe ich das richtig verstanden? Ja, genau, haben Sie richtig verstanden. Okay, genau. Nein, vielen, vielen Dank. Also sagen wir mal, wir haben da gar keinen Dissens, sondern ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre Anmerkung. Also erstmal, ich will vielleicht am Anfang auf die Qualität eingehen. Ich glaube, unser Thema geht ja viel weiter. Also im Endeffekt, das Wichtigste finde ich immer für eine Stadt ist, dass sie ihre eigene DNA hat, dass sie ihre eigenen Wurzeln hat, dass sie ihre eigene Identifikation hat. Und insofern bin ich ganz bei Ihnen, Herr Hein, dass eben, sagen wir mal, auch die Menschen sich mit einer Stadt verbinden. Und ich meine, wir kennen das alle, wenn wir in bestimmte Städte kommen, da gibt es eben auch bestimmte Bauwerke, die wir mit diesen Städten verbinden und die uns sozusagen auch ein Stück Heimat an diesem Ort wiedergeben. Also insofern, gute Qualität hat hundertprozentig auch was mit dem Wohlsein und mit dem Wohlfühlen zu tun. Also insofern bin ich ganz bei Ihnen. Und selbstverständlich, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den Sie dort erwähnt haben, die Kommunikation ist natürlich, sagen wir mal, der absolute Ursprung der Stadt. Wenn wir sozusagen die europäische Stadt auf die griechische Stadt sozusagen auch zurückführen, dann geht es ja eben genau darum, dass bei der Stadtgesellschaft sozusagen auch die Möglichkeit bestand, dass man eben sozusagen gemeinsam miteinander diskutiert hat und Themen auch vorangetrieben hat, dass es eben in der Polis, also sozusagen eben auch durch eben auch Politik betrieben wurde, aber dass natürlich auch die einfache Kommunikation, und das ist eigentlich das Wichtige, was der Stadt eben bringen muss, die einfache Kommunikation sozusagen dort auch stattfindet. Also insofern auch bei dem Punkt bin ich natürlich ganz bei Ihnen. Und ich glaube, sagen wir mal, was das Thema Onlinehandel angeht, ich glaube, wir werden in Zukunft den Onlinehandel nicht mehr separat vom stationären Handel denken können, sondern es wird sozusagen auch dort eine Symbiose zwischen den beiden stattfinden.
Aber ich bin bei Ihnen, gewisse Themen, also so wie zum Beispiel dieses Thema mit den Paketen, auf das wir verwiesen haben, da finde ich auch, müssen wir uns tatsächlich Gedanken darüber machen, ob das denn in Ordnung ist, dass, sagen wir mal, Belastungen für die Allgemeinheit entstehen, die sozusagen an bestimmten Stellen ausgelöst werden. Und da, finde ich, kann man sehr gut drüber diskutieren, ob man nicht auch anders mit der Frage umgehen muss, wie man mit solchen Themen, keine Ahnung, in puncto Steuern oder Kostenverteilung etc. Umgeht. Also insofern bin ich da ganz bei Ihnen und vielen Dank für die tollen Anmerkungen. Spricht ja auch dafür, was Sie sagen oder was Sie beide jetzt gesagt haben, dass es eben besonders wichtig ist, das Stadtmodell, was im Laufe der Geschichte sich verändert hat, genau in den Blick zu nehmen, um daraus auch die richtigen Schlüsse für den Ort, wo man sich befindet, zu finden. Und Sie haben ja so das Thema der Aufenthaltsqualität, aber auch das Thema der Kulisse ja aufgegriffen. Das heißt, es hat auch, die Geschäftsmodelle haben auch ganz viel mit Architektur und Städtebau zu tun. Also es ist nicht ohne das zu denken. Und dann natürlich Einflüsse in Onlinehandel etc. muss man sicherlich diskutieren. Aber das gehört zusammen. Sie haben es ja anhand der Ladengeschäfte wie Van Moof gezeigt, dass da ja auch diese Bezüge neu zu entwickeln sind, was das der physische Raum und der virtuelle Raum dann letztendlich in der Verbindung für neue Modelle bedeuten. Nehmen wir vielleicht auch gerne noch mal so später mit in die Diskussion rein. Ich schaue mal, ob es noch weitere Fragen gibt. Vielleicht können Sie auch kurz ein Mikrofon aufsuchen und dann gehen Sie gerade schon mal gerne darüber. Dann haben wir es auch hier im Raum verteilt. Ich glaube, Sie waren eine Sekunde eher. Mal starten Sie mal erst und dann gehen wir hier rüber auf die rechte Seite. Ja, guten Tag. Mein Name ist Stefan Schupp. Wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie eingangs ja gesagt, dass Sie solche Prozesse auch in anderen Städten begleiten. Und ich stelle mir so einen Prozess gar nicht so einfach vor. Da ist ja es ist der Gemeinderat, der Dinge entscheidet. Da gibt es die Kompetenz in den Ämtern. Dann gibt es natürlich auch noch die Perspektive der Nutzer, also der Gewerbetreibenden, der Bewohner, der Besucher. Gibt es aus Ihrer Sicht eine Best Practice, wie man sowas angeht oder Dinge, die man auf jeden Fall beherzigen sollte? Ja, Sie haben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen und darüber muss man sich im Klaren sein. Tatsächlich ist es bei dem Thema ja so, dass sagen wir mal, die Verwaltung und die Stadt sozusagen einen Teil der Diskussion ausmacht, aber man muss eben gucken, dass man tatsächlich versucht, alle Stakeholder zusammenzubringen. Sprich also sozusagen, man braucht die Händler genauso wie die Immobilieneigentümer, man braucht die Stadt wie die Stadtgesellschaft. Und darin besteht sicherlich, sagen wir mal, die größte Herausforderung, weil natürlich jeder auch mit unterschiedlichen Interessen und Eigeninteressen natürlich auch arbeitet. Und das sozusagen entsprechend zu moderieren und daraus eine Kooperation und einen gemeinsamen Prozess zu machen, wird sicherlich die größte Herausforderung darstellen. Also ein Plädoyer für den interdisziplinären Diskurs, der dann in der Verhandlung von Interessen wahrscheinlich auch die Innovation bringt oder bringen kann, zumindest es ermöglicht, diesen kreativen Raum zu füllen. Aber ich glaube, das war jetzt nochmal ein wichtiger Prozessansatz, den Sie hier formuliert haben. Und jetzt haben wir noch eine weitere Wortmeldung, gerne. Ja, genau. Vielen Dank, Frank Hoher-Landock, Stadtrat hier in Freiburg auch. Ich versuche mal ganz kurz das Mikrofon nach oben zu biegen. Jetzt ist viel besser. Ich glaube, jetzt ist ein bisschen besser. Vielen Dank, ja. Zunächst einmal vielen Dank, Herr Schmitz-Mohr-Kramer nach Köln. Ich hätte mal eine Frage, und zwar eine Frage, die, glaube ich, Freiburg ganz, ganz arg zentral so beschäftigt. Das war auf einer Ihrer letzten Folien vor dem Resümee. Das war natürlich das Thema Mobilität. Jetzt habe ich ja vorhin schon Herrn Bartosch gesehen, Herrn Benz von den örtlichen Verkehrsbetrieben hier. Und da wäre einfach mal meine Frage aus Expertensicht. Wie bewerten Sie das praktisch das Ganze in Freiburg? Ich weiß nicht, ob Sie Einblick in Freiburg haben. Wir investieren aktuell, soviel ich weiß, 16 Millionen Euro in den Fuß- und Radverkehr. Wie wichtig ist die Mobilität für den Einzelhandel, für den Retail-Bereich? Ja? Was für eine Rolle spielt praktisch in diesem Kontext die Erreichbarkeit der Stadt, der Innenstadt? Ich weiß nicht, wie weit Sie drin sind, aber vielleicht können Sie da einfach aus Expertensicht ein bisschen was dazu sagen. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Ich kann es in Freiburg tatsächlich wirklich nicht gut genug beurteilen. Deswegen möchte ich mir da keinen
möchte ich da nicht unvermessen sein und sozusagen drüber reden, aber ich kann es aus anderen Städten sozusagen beurteilen. Also ich glaube, was immer wichtig ist, ist sozusagen die unterschiedlichen Verkehre ausgewogen zu berücksichtigen. Also denn ich sag mal, das, was ich, Freiburg ist ja auch eine Stadt, wenn ich es richtig sehe, die, sagen wir mal, aus unterschiedlichen Besucherströmen zusammensteht. Das sind natürlich die Menschen, die in der Stadt leben, die selbstverständlich und hoffentlich sozusagen auch mit dem Fahrrad kommen, was ja in Freiburg sozusagen so wie in anderen deutschen Städten, zum Beispiel Münster oder Ähnlichem, eben auch sehr stark angenommen wird. In Köln im Übrigen mittlerweile auch sehr, sehr stark. Das ist ganz toll. Dann haben wir aber natürlich Leute, die überregional kommen. Viele auch mit der Bahn, aber eben auch natürlich nach wie vor noch mit dem PKW. Da muss man einfach gucken. Ich glaube, der Trick gilt wirklich darin, sozusagen zu überlegen, wie man die Leute an gewisse Punkte heranbringt. Deswegen haben wir dieses neue Terminal von dem Transbay oder dieses Transbay-Terminal nochmal aus San Francisco gezeigt. Das ist natürlich ein Extrembeispiel. Aber es zeigt eben, wie unterschiedliche Verkehre an einem Punkt verknüpft werden können und wie von dort aus dann eben eine Zugänglichkeit in die Innenstadt hinein stattfindet. Also ich glaube, sagen wir mal so, wie wir es auch in Düsseldorf vorgeschlagen haben, es ist nicht notwendig, immer mit dem Auto sozusagen gerade vorm Laden halten zu können. Aber es ist natürlich schon wichtig, dass man einfach berücksichtigt, dass es eben unterschiedliche Wege gibt, wie man eben in die Stadt hineinkommen kann. Und da spielt der PKW, da spielt die Bahn, da spielt das Fahrrad. Die spielen alle sozusagen eine wichtige Rolle und man muss eben versuchen, dort eine Ausgeglichenheit zu finden und für jede Stadt sozusagen auch herauszufinden, welche Ströme sind denn wichtig. Also wir haben zum Beispiel in Köln ein sehr, sehr großes Thema immer gehabt mit unseren Bussen, die wir über Jahre hinweg nie richtig lösen konnten. Also in der Weihnachtszeit wird Köln überschwemmt von Bustouristen und diese Busse standen über Jahre hinweg sozusagen rund um den Bahnhof und runter an den Rhein. Das hat eigentlich das komplette Stadtbild versaut. Mittlerweile sind dort sozusagen andere Lösungen gefunden worden. Das klappt jetzt auch. Aber das sind eben so Themen, wo man einfach drauf eingehen muss. Man will die Menschen ja nicht verlieren, aber man möchte nicht unbedingt sozusagen deswegen den kompletten Rhein mit Bussen zugeparkt haben. Ja, vielen Dank. Vielleicht, wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken. Muss eigentlich ein bisschen streng sein mit meinem Zeitregiment. Können Sie vielleicht auch ansonsten beim nächsten Vortrag oder ist es speziell an Herrn Mohrkram? Okay, dann machen wir das noch. Ist es auch speziell an ihn oder dann würde ich sagen, nach dem zweiten Vortrag starten wir dann mit Ihnen. Ich merke es mir auch. So. Vielen Dank, mein Name ist Martin Laubi. Ich habe eine Frage an den Architekten. Sie hatten das in Ihrem Vortrag explizit auch erwähnt, dass quasi der Fokus immer stärker auf die Erdgeschosse funktioniert, weil da eben auch die Umsätze gemacht werden und in den oberen Geschossen eben immer größere Probleme entstehen für den Handel überhaupt hier auch erfolgreich zu sein. Wie sehen Sie denn das als Architekt? Wir haben hier in Freiburg auch Beispiele, ein Gebäude, relativ gleichzeitige Innenstadt, zweites, drittes Obergeschoss, nicht mehr nutzbar, nur noch Erdgeschoss, erstes Obergeschoss. Das heißt, wenn Sie jetzt da eine andere Nutzung haben wollen, dann müssen Sie die Erschließungswege komplett erneuern. Das ist das Teuerste an einem Gebäude. Sie müssen im Prinzip, Sie sind da sehr schnell in einem Bereich, wo Sie das Gebäude abreißen müssen, weil der Aufwand so groß ist, für die Erschließungswege zu sorgen, dass Sie im oberen Bereich eine Nutzung hinkriegen. Es gibt auch viele Beispiele, wo nur noch unten die Geschäfte sind, jetzt nicht nur in Freiburg, sondern auch in anderen Städten, und in den Obergeschossen dann quasi Leerstand besteht, weil er nicht mehr genutzt wird. Das kann auch nicht Sinn das Ziel sein, sondern im Prinzip wollen wir ja immer das Gebäude insgesamt komplett nutzen, muss aber jetzt gerade im Sinne von Brandschutz, ganze bautechnischen Auflagen, die ganzen haustechnischen Auflagen mit Kühlung und so weiter und so fort, die eben der Gesetzgeber vorschreibt für den Eigentümer, für den Gewerbetreibenden. Wie sehen Sie das, dass hier gerade in diesen historischen Innenstädten das auch praktisch im Detail auch gut umgesetzt werden kann? Ja, das ist tatsächlich ein Thema, mit dem wir uns intensiv in meinem Büro beschäftigen. Das ist aber was auch einen Großteil unserer Arbeit ausmacht, nämlich dieses Umkodieren, nennen wir das sozusagen, von solchen Häusern. Also insofern ist es vielleicht ein bisschen böse, wenn ich sage, wir sehen das als Architekten total positiv, weil für uns ist das ein super spannendes Feld. Aber tatsächlich merken wir, sagen wir mal, bei uns im Kundenkreis, sagen wir mal, dass dieses Thema massivst angegangen wird, dass die meisten der Immobilieneigentümer, mit denen wir zu tun haben, das Problem erkannt haben und es auch sozusagen aktiv angehen wollen.
und dass eben sozusagen dort auch eine große Chance drin steckt. Und ich glaube, man muss es eben über die Chance definieren, dass man tatsächlich, sagen wir mal, eben diese Nutzungsdurchmischung in den Häusern hinbekommt, dass man auch wieder attraktive Nutzungen in die Obergeschosse hineinbekommt. Sie haben vollkommen recht, das Thema der Erschließung ist ein wichtiges Thema, das Thema des Brandschutzes ist ein wichtiges Thema. Teilweise ist es natürlich auch so, dass wenn wir sozusagen alte Kaufhäuser und Ähnliches umkonzeptionieren, dann funktionieren natürlich auch die Flächengrößen gar nicht, sondern wir müssen eben Lichthöfe etc. schaffen. Aber am Ende des Tages ist das die Chance für die Häuser wieder zu funktionieren und es ist die Chance für die Städte sozusagen wieder Leben in die Städte reinzubekommen. Und es ist eben auch die Chance, also wir reden immer davon, dass wir sagen, die optimale Stadt ist die 24-7-Stadt, also die an 7 Tagen in der Woche eben 24 Stunden sozusagen läuft. Das haben wir sozusagen für uns als Büro ein bisschen ummodifiziert, haben gesagt, naja, das ist vielleicht ein sehr hehres Ziel, aber wenn es von 7 Uhr bis vielleicht 24 Uhr Betrieb in der Stadt gibt, dann ist das auch schon viel. Und das schaffe ich natürlich nur dadurch, dass wir diese Häuser eben auch durchmischen. Wir gucken uns das sehr genau an. Teilweise funktioniert das sozusagen in den Beständen sehr gut. Teilweise ist es tatsächlich auch so, dass wir Gebäude dann eben abreißen müssen und neu bauen. Aber es ist für uns sehr spannend, weil wir eben tatsächlich dieses Thema der Frage, wie kann man eben ein Gebäude auch vertikal erschließen und wie kann man es sozusagen auch vertikal anders nutzen, da sind wir dabei, sozusagen sehr spannende Ansätze mit unseren Kunden zu entwickeln und stoßen sowohl bei den Entwicklern, aber natürlich auch bei den Städten und den Verwaltungen auf sehr, sehr offene Ohren. Ja, vielen Dank. Und spannend heißt, es ist eine Herausforderung, aber es gibt Lösungen. So würde ich es jetzt mal zusammenfassen. Schönen okay, Dank für die Rückfragerunde. Sie sind ja nachher nochmal dabei. Da freue ich mich sehr, dass Sie uns auch nochmal bei der Diskussion mit Ihrer fachlichen Expertise bereichern. Jetzt kommen wir zum zweiten Fachvortrag und hier greifen wir einen Begriff auf, der auch zur Begrüßung schon genannt wurde, nämlich Corona. Corona ist, man hat nicht das Gefühl, es ist vorbei, aber die Frage ist, ja, sind Innenstädte jetzt nach Corona, sind die gerettet? Post-Corona ist ja auch ein Begriff, der ja schon in Förderprogrammen sich manifestiert hat und diese Zeit hat man im Blick und es gibt ja auch viele Gedanken, die dazu schon formuliert wurden. Ich freue mich, dass wir hier diesen Fragen nachgehen mit Alain Thierstein, mit der Frage, was genau heißt das eigentlich Post-Corona für die Innenstadt und auch mit dem Kontext der Kooperation, interdisziplinärer Diskurs ist ja schon angesprochen worden. Und ich darf Ihnen ganz kurz Alain Thierstein vorstellen. Er forscht auf dem Gebiet der Stadt- und Metropolenentwicklung. Und ein Schwerpunkt dabei sind auch die räumlichen Auswirkungen der Wissensökonomie mit dem Fokus auf Visualisierung nicht physischer Firmenbeziehungen, räumliche Interaktion, der Wahl von Wohnort, Arbeitsort und Mobilität. Über Mobilität haben wir ja eben auch schon gesprochen. Und Sie befassen sich auch mit der Rolle von architektonischen Leuchtturmprojekten für die Neupositionierung mittelgroßer Städte. Sie selbst sind Professor für Raumentwicklung an der Fakultät für Architektur der Technischen Universität München und arbeiten auch in der Schweiz. Sie sind ja originär Schweizer, wie ich weiß, und sind auch dort tätig mit EBP zusammen im Bereich der Stadtentwicklung und regionalen Wirtschaftsentwicklung. Und interessant auch, Sie kommen ja aus dem Feld der Wirtschaftswissenschaften, was Sie an der Universität in St. Gallen in der Schweiz studiert haben. Und das ist ja nochmal ein anderer Zugang. Wir haben jetzt den Blickwinkel eines Architekten und mit Ihnen nochmal einen erweiterten Blick auf dieses komplexe Thema und freuen uns auf Ihren Beitrag mit Corona und wie es mit der Innenstadt weitergeht. Ja, danke Frau Oldenburg, dass ich ein Visum bekommen habe, hier nach Freiburg zu kommen. Wenn wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, dann ist es nötig, dass sich alles verändert. Hatte vor langer Zeit Giuseppe Tomasi di Lampedusa in dem Roman Il Gatto Pardo gesagt. Und die Corona-Krise hat uns 2 Jahre lang in Aufruhr versetzt und wir hatten alle gedacht, jetzt hat sich's wirklich verändert und kaum ist sie
als beendet bezeichnet worden, ist jetzt der Krieg von Putin losgetreten worden. Und ich glaube, damit ist es wirklich klar geworden, dass die Dinge einfach anders sind als zuvor. Es wird nie mehr so sein wie vorher. Wir werden weltwirtschaftlich, weltweit eine extreme Veränderung wahrnehmen. Die globale Kommunikation wird nicht mehr so funktionieren. Die Blockbildung kommt zurück. Austausche werden sich im großregionalen Maßstab stärker organisieren. Und damit werden wir auch nicht mehr die Menschen sehen hier, die wir noch vor 2020 gesehen haben. Und dennoch, glaube ich, ist es wichtig, sich zu überlegen, was sind Dinge, die eher so kurzfristig passiert sind, so schockartig, was bleibt tatsächlich an Veränderungen, also Strukturwandel, und was sind Dinge, die vielleicht so ein bisschen zurückkehren, so ein Bouncing Back auf Englisch. Und das ist ja die alte, grundsätzlich alte Frage, die auch die Wirtschaftswissenschaften immer umtreibt, also Strukturwandel oder ist es nur eine konjunkturelle Schwäche? Ja, ich zeige hier ein paar Grafiken zu Beginn, weil Sie erinnern uns an das, was ist und was wir alle erlebt haben. Hier die zwei Kurven in Blau, die Veränderung der Mobilität, also das Nutzungsverhalten von Verkehrsträgern. Jetzt das Ende des 2020-Zyklus hier dargestellt mit den letzten Kalenderwochen und die ersten Kalenderwochen 2021. Und in Grau die Inzidenzzahlen von Covid-19. Und was man hier sehr schön ja sieht, ist im Grunde genommen das, was wir alle erlebt haben. Die Mobilität hat sich hier drastisch verändert, ging zurück. Und damit hat man eigentlich reagiert auf diese steigenden Inzidenzwerte. Also man hat eben gemerkt, dieses Virus überträgt sich durch einen bestimmten Mechanismus und am besten ist eben wenig zu tun, sich nicht zu begegnen und dann wird das dann wieder irgendwie anders werden. Und die Inzidenz geht zurück. Anfangs des Jahres 2021 und die Mobilität, also die Bewegung der Menschen, hat wieder ein bisschen zugenommen. Das sind ja Karten, Kurvenverläufe, die wir gut kennen. Wieso zeige ich das eigentlich? Weil es ganz klar ist, wenn sich weniger Menschen bewegen, weniger Menschen sich begegnen, da ist einfach weniger Umsatz. Punkt. Und wenn wir also nicht mehr uns bewegen, gibt es halt auch permanent wenig Umsatz. Natürlich, der Onlinehandel hat zugenommen, das haben wir gesehen, aber eben sozusagen der direkte Austausch findet an diesen Stellen, diesen Points of Interest, Points of Sale dann in der Fachsprache, einfach viel weniger statt. Hier eine ähnliche Darstellung, die zeigt die Veränderung jeweils der Umsätze im stationären Einzelhandel, das ist die blaue Linie, also alles indexiert, immer in Veränderung zum Vorjahresmonat, also die blaue Linie oszilliert so ein bisschen, ganz wenig um den Durchschnittswert und die rote Linie ist eben die Passantenfrequenz, wie sie gemessen wird für die größeren Städte, das sieht man hier in der Fußzeile. Und was man natürlich sieht, ist tatsächlich, die Passantenfrequenz nimmt dann eben ab in der Zeit, wo die erste Welle stattfindet. Sie nimmt dann wieder ein bisschen zu, Sommer, ein bisschen weniger Pandemie, Panik, dann geht es wieder los. Die Passantenfrequenzen nehmen wieder ab und hier hinten passiert ja etwas ganz Interessantes. Die Passantenfrequenzen nehmen wieder zu, aber der Umsatz im Einzelhandel nimmt nicht zu. Das heißt eigentlich, nach drei Lockdowns muss man tatsächlich sagen, dass sich die Konsumentinnen und Konsumenten weiter verunsichert fühlen. Sie nutzen zwar wieder diese Passantenlagen, aber sie kaufen nicht mehr ein. Sie kaufen nicht mehr ein als vorher, sie kompensieren das Kaufen. Man flaniert ein bisschen oder man schnuppert ängstlich durch die Straßen. Interessant, als ich mich vorbereitet habe auf diesen Vortrag, stoße ich auf diese Medienmitteilung vom 18. März 2020, schon historisch, 18. März, Sie erinnern sich,
Der Lockdown hatte gerade eben begonnen. Da steht, Telekom stellt anonymisierte Daten zur Verfügung. RKI will mit Handydatenmobilität der Bevölkerung prüfen. Und zwar, Sie können selber mal lesen, was der RKI-Präsident Wieler, der ist offenbar immer noch Präsident, das ist interessant, also es gibt auch Beständigkeiten in der Krise. Aber das Letzte ist interessant, der letzte Abschnitt, das Institut, also das RKI, wolle eben faktenbasierte Entscheidungen treffen. Man kann aber keine Angaben dazu machen, ob die bereits gelieferten Daten eben von Telekom Rückschlüsse auf die Mobilität der Deutschen zulasse oder nicht. Die Frage ist, wissen wir es heute? Nee, wir wissen eigentlich überhaupt nichts. Wir wissen praktisch fast nichts, was diese Maßnahmen tatsächlich an den verschiedenen Orten, den potenziellen Inzidenzherden tatsächlich bewirkt. Und das macht ja eigentlich schon ein bisschen betroffen, weil im Grunde sollten wir evidence-based Planung betreiben, wir sollten also faktenbasierte Planung betreiben, wir haben aber nur schwere Vermutungen. Hier haben wir eine ganz schöne Grafik, ich gehe noch ein bisschen weiter mit solchen Darstellungen. Das ist der Flugverkehr. Der Flugverkehr, insbesondere der interkontinentale Verkehr, ist ja die einzige Möglichkeit, tatsächlich die Menschen, die Tätigkeiten außerhalb unseres Europas kennenzulernen, Leute zu empfangen. Das ist eine längere Zeitreihe. Sie sehen hier auch die verschiedenen Krisen, die da dargestellt werden, der Golfkrieg und so weiter. Sie sehen eigentlich relativ wenig Einbrüche, natürlich auch nach der Finanz- und Wirtschaftskrise hatten wir Einbrüche, wir hatten auch nach der SARS- und MERS-Pandemie schon mal Einbrüche, aber wir haben wirklich einen massivsten Einbruch hier mit der Corona-Pandemie, weil es eben auch eine tatsächlich weltweite Pandemie ist. Und was es für die Städte bedeutet, ist extrem. Also es findet ein brutalster Strukturwandel statt für den Städtetourismus. Die Leute kommen nicht mehr her, die Geschäftsreisenden bleiben aus, keine Kongresse, keine Messen, keine Veranstaltungen, keine Kurzurlaube. Und wenn man den Fluggesellschaften glaubt, den Operators, dann hieß es 2024, 2025 kommt das zurück. Jetzt haben wir tatsächlich die Realität, ist die Corona-Krise auch in China, bricht sie richtig aus. Das heißt, das Land ist geschlossen, auch von China her kommen keine Leute zu uns, aus Asien kommen die Leute nicht. Das ist also eine richtige, richtige Katastrophe für den Städtetourismus. Das heißt, all diese Aktivitäten, die angelagerten Wertschöpfungstätigkeiten, die mit diesem Städtetourismus ja einhergehen, ich habe hier nur ein paar angedeutet, Sie mögen darüber lachen, plastische Chirurgie vielleicht, das sind große Geschäftsfelder für bestimmte Städte, das bleibt einfach aus, das bleibt aus. Und das sind Arbeitsplätze, das sind Bewegungen, das ist Belebung im öffentlichen Raum im weitesten Sinne. Das kann man nicht kompensieren. Das heißt, da bleiben Lücken und es wird nicht mehr so sein wie vorher. Ganz interessant, ich war im Februar 2019 eingeladen bei einem Projektentwickler für ein Kolloquium, Retail of the Future hieß es, also Englisch. Und ich hatte dann gesagt, das ist die Originalfolie aus meinem Vortrag damals, und ich habe gesagt, also Shopping Malls, auch Kaufhäuser, werden eigentlich in Zukunft gar keine Kaufhäuser und Shopping Malls im traditionellen monofunktionalen Sinne sein, sondern sie werden eben Urban Services Providers sein. Sie werden zusammen mit anderen Anbietern an diesen zentralen Orten eben tatsächlich eine völlig bunte, unkonventionelle Mischung von Dienstleistungen und anderen Angeboten bereitstellen, damit das überhaupt alles weiter funktioniert. Hier kann man das nachlesen. Also, war ich Hellseher? Nee, bin ich natürlich nicht, aber wir haben natürlich eine gewisse Ahnung, wie der Mensch reagiert und was tatsächlich funktioniert in Zukunft in den Städten. Jetzt die Corona-Krise, 2020, im März ging es los, 16. März, erster Lockdown, und dann ging es ja auch in den Medien tatsächlich los, man muss jetzt raus aus der Stadt, die Stadt ist gefährlich, weil da ist alles so dicht, die Menschen hocken aufeinander. Dann sieht man also viele Blogs und Zeitungsartikel
auch in den elektronischen Medien natürlich, hier Stadtflucht, wieso die Corona-Pandemie uns aufs Land treibt, wurde hier 35 Euro für den Quadratmeter Angebote, also nichts raus aufs Land, natürlich müssen wir das jetzt nutzen, auch in den internationalen Medien, hier sieht man, wie der CEO von Google damals gesagt hat, ihr müsst noch nicht zurückkommen, ihr könnt alle zu Hause arbeiten, weil es ist noch viel zu gefährlich. Sogar die Idee des permanenten Zuhausearbeitens, also Remote Work oder Working from Home, wie das in der Fachsprache heißt, das sollte eigentlich jetzt angesagt sein. Aber es gab dann auch diese Stimme rechts unten, ja, aber wenn ich nur daheim bin, passiert eigentlich an dem Arbeitsort etwas, was ich gar nicht mitkriege. Also da passiert so diese Mikromechanik, das Mikropowerspiel und da sprechen die Leute über etwas und ich kann nicht mitreden und werde dann vielleicht nicht befördert in der nächsten Runde. Also ich verpasse etwas, das möchte ich natürlich auch nicht. Städtebauerinnen und Architekten haben dann begonnen, schon die postpandemische Stadt zu entwerfen. Und natürlich der Inbegriff von dem Startup-Cluster, von der vibrierenden, jungen, dynamischen, technologieorientierten Wirtschaft, das Silicon Valley, wurde schon dem Tode geweiht, weil eben tatsächlich die Menschen nicht mehr zurückkommen. Und vor allem hier, der Untertitel sehr interessant, diese Serendipity nicht mehr funktioniert. Serendipity. Herr Hein hat eine Frage gestellt, hat von Kommunikation gesprochen. Das ist genau das englische Wort dafür, Serendipity. Das heißt, ich bin da, andere sind auch da, man begegnet sich zwangsfrei, zwangsläufig oder unabsichtlich und sieht plötzlich was und spricht jemanden an, da fällt ein Wort, da gibt es ein zweites, ein drittes, ein zehntes Stichwort kommt dazu. Also das unbeabsichtigte, beiläufige, weil Menschen da sind und miteinander kommunizieren. Das passiert da nicht mehr. Und daraus entsteht Innovation und daraus hat immer schon Silicon Valley und natürlich viele andere Situationen haben sich so entwickelt. Immobilienentwickler kommen natürlich und sagen, ja, komm zu uns, aufs Land raus, in die Berge zum Beispiel, nach Laax, in die Graubündner Berge, da kannst du auch noch mit WLAN arbeiten, da brauchst du gar nicht mehr in die Stadt zu kommen. Ja, dennoch gibt es natürlich Entwickler, ich nenne den Namen nicht, das steht auf dem Plakat, der Eigentümer von Galeria. Die sind natürlich nicht doof, die merken trotzdem, dass natürlich die Menschen nicht mehr so sehr in die Stadt kommen, gibt es in jeder Krise eine Chance. Die Chance besteht darin, tatsächlich Grundstücke zu kaufen und daraus das zu machen, was jetzt die Menschen dennoch wollen, nämlich Mixed Use. Auf dem Dach gibt es einen öffentlich zugänglichen Dachgarten, Maria-Hilfer-Straße, schöne Einkaufsstraße, wurde auch transformiert, gegen den Willen erst der Bürgerinnen und Bürger, aber dann durch einen ganz starken Prozess hat man die tatsächlich autofrei gekriegt. Oben ist eben Hotel, Lifestyle, verschiedene Nutzungen, Wohnen kommt dazu, verschiedenes Einkaufen und natürlich ist zu der Firma Signa, oh, jetzt habe ich den Namen schon gesagt, gehört, natürlich auch ganz gute Architektur, also hier baut OMA. Ja, aber es gibt auch andere, natürlich IKEA, wir haben es gehört, IKEA hat die größte Angst, Befürchtung muss man sagen, hatte die Befürchtung, dass die nächste Generation der Kundinnen und Kunden nicht mehr da rausfährt, ja, in diese Prärie draußen, Auto, Stau am Samstag, ein wahnsinniger Stress für den Autofahrer und die anderen haben auch einen Stress, weil es irgendwann dann so langweilig wird, man verliert sich und man kann ja immer nur die billigen Köttbüller essen. Also gehe ich dahin, wo die jungen Leute eigentlich sein wollen, nämlich in der Innenstadt. Wir haben auch für IKEA Immobilien Deutschland eine Machbarkeitsstudie gemacht für einen Standort in der Stadt München. Wir haben drei potenzielle Standorte identifiziert. Und ich habe den Chef der Immobilien IKEA Deutschland gefragt, how low can you go? Also wie viel Quadratmeter können Sie eigentlich ertragen? Dann sagt er, sagen Sie es mir. Wenn der Standort stimmt, dann machen wir das. Hier sehen wir das in Berlin-Pankow. Sehr schönes Beispiel, ja, Hamburg-Altona. Das hat eigentlich IKEA Deutschland überhaupt auf die Laune gebracht, auf die Idee gebracht, tatsächlich dort zu arbeiten. Und das Interessante ist ja, am Tag der Eröffnung in Altona,
war das Parkhaus schon viel zu groß. Also die minimalen Stellplätze, die sie eingebaut haben, die sie einbauen mussten, waren einfach nicht genutzt. Zur Hälfte nicht genutzt, und das hat sich natürlich verbessert, indem Heimlieferdienste organisiert wurden, ÖPNV unmittelbar dazu funktioniert. Also hier sehen wir ziemlich wenig Quadratmeter Angebot. Wir sehen das im Shopping Center, im Shopville-Level, im Hauptbahnhof in Zürich. Hier ist es dann eigentlich nur noch Walk-in, und dann kann man die Dinge angucken, sich konfigurieren lassen. Und das scheint also offensichtlich eine der Optionen zu sein. Die Frage ist also, wir haben es jetzt auch vorher gehört von Herrn Schmitz-Morkramer, die Mischung macht es offensichtlich. Und die Mischung macht es in dem Sinn, dass man sich aber tatsächlich überlegen muss, wie sind eigentlich diese Verhältnisse, wie sind die Bedürfnisse der Menschen, wie verhalten sie sich eigentlich. Und da haben wir schon lang vor der Corona-Krise eine interessante Arbeit gemacht. Mein Kollege Gebhard Wulfhorst von der TU München und ich und viele Mitarbeiterinnen zum Thema, was sind eigentlich die Motive, wenn Menschen einen neuen Wohnstandort gewählt haben, einen neuen Arbeitsplatz gewählt haben und damit auch ihre Mobilitätsverhaltensweisen verändert haben. Also diese drei Dinge, Wohnen, Arbeiten, Mobilität, werden in der Regel simultan miteinander gegeneinander abgewogen. Und wir haben Menschen gefragt, über 7.300 haben mitgemacht bei einer Online-Befragung in der Metropolregion München. Was sind die Gründe, dass sie jetzt anderswo wohnen, wo sie vorher gewohnt haben, dass sie jetzt anderswo arbeiten, wo sie vorher gearbeitet haben? Und wo ist das? Das haben wir alles auf Google Maps, haben die Leute das eingetragen. Wir haben dann schöne Berechnungen gemacht. Und das ist die Animation dazu, also eine der vielen Animationen, nämlich alle Antworten der Menschen, die uns gezeigt haben, wo sie vorher gewohnt haben und wo sie jetzt wohnen. Das sind 4.600 dunkle Punkte. Jeder Punkt ist ein Haushalt. Und wenn Sie das mal ein bisschen gucken, es ist eine Endlosschlaufe, und danke die Technik, dass Sie es hingekriegt haben. Also eine Endlosschlaufe, das heißt, gucken Sie mal auf einen dieser schwarzen Punkte, auf einer dieser Haushalte. Also die beginnt irgendwo, das heißt, dort haben die Leute vorher gewohnt und jetzt sind sie irgendwo anders hingezogen. Was wir hier sehen, ist die Metropolregion München. Das sind circa 770 Kommunen und dahinter gelegt eine Raumtypologie, die wir entwickelt haben, 5 verschiedene Raumtypen, dazu werde ich gleich noch was sagen. Wenn Sie das ein bisschen länger angucken, also es ist wie gesagt eine Endlosschleife, da ist immer diese Motivlage letztlich unterstellt, die Menschen ziehen jetzt irgendwo hin aus bestimmten Gründen, sehen Sie im Wesentlichen zwei im Grunde gegenläufige Bewegungen. Sie sehen einerseits, dass natürlich der größere Teil dieser Haushalte eher so in den zentraleren Raum, unmittelbar um die Stadt München kommen. Aber gleichzeitig sehen Sie auch, dass eine ganze Reihe von Haushalten tatsächlich auch irgendwie sich nach außen bewegt. Aber nicht irgendwie beliebig nach außen, sondern häufig auch in diese hellbraunen, hellroten markierten mittelgroßen Kommunen, die eben als dezentral und urban bezeichnet werden von uns. Das ist jetzt aber eigentlich nur die Gesamtmenge von Menschen, die jetzt den Wohnstandort gewechselt haben. Wir haben eine Clusteranalyse gemacht, wir haben also verschiedene Verhaltenstypen rausgefunden, und das ist jetzt ein Verhaltensmuster, das wir erkennen können. Wer sagt, ich möchte in Zukunft komfortabler wohnen, ich möchte andere Grundrisse haben, weil zum Beispiel jetzt Mann und Frau oder die Partner und die Partnerinnen zu Hause arbeiten, die Kinder auch noch da arbeiten müssen, dann möchte ich komfortabler wohnen, ich möchte vielleicht einen Außenraum haben, ich möchte vielleicht einen Balkon, grün und so weiter. Dann bewege ich mich so im Raum. Und jetzt sieht man das ziemlich eindeutig. Wenn ich also komfortabler wohnen will, andere Wohngrundrisse, mehr Platz brauche, dann bewege ich mich tendenziell natürlich nach außen, und zwar ziemlich weit nach außen.
also über diese Metro, über die eigentliche Agglomeration hier in Dunkelblau, diese Kommunen, auch in diese doch wiederum zentral und dezentral und urban ausgelegten Kommunen. Wir haben gehört, dass Digitalisierung ein großes Thema ist. Aber diese Digitalisierung, meine Damen und Herren, hat natürlich schon lange begonnen, bevor wir von der Corona-Krise überwältigt wurden und gemerkt haben, dass wir da gar nicht gut aufgestellt sind. Also die Digitalisierung durchdringt alles. Aber das Spannende ist eigentlich herauszufinden, einerseits ist der technologische Fortschritt extrem rasch. Wenn Sie morgens auf Ihr Handy gucken, dann sehen Sie rasch, oh, es braucht wieder ein Update von dieser oder jener App. Also diese, das ist fast symbolisch, dass im Tagesrhythmus Dinge sich verändern. Das Handy, der Computer, all diese technischen Dinge brauchen ein neues Betriebssystem. Sie müssen das regelmäßig aufdatieren. Aber ich kenne mittlerweile viele Leute, die sagen, du, ist mir egal, ich mache gar kein Update mehr. Weißt du, da kriegst du nur Probleme und da musst du wieder was Neues lernen. Also wir haben schon eine zweite Schicht, ja, von Geschwindigkeit, nämlich diese selektive Annahme, diese selektive Adaptation, wo viele Menschen, junge wie auch ältere, natürlich sagen, ach, nur nicht so rasch, also ich mache das, was ich gerade brauche, aber ich mache ja nicht alles mit. Aber das Interessante ist eigentlich, dann zu gucken, was passiert im öffentlichen Raum. Also da haben wir noch eine viel größere Verzögerung und Langsamkeit in dem, wie sich der Raum selbst, die Raumnutzung an die Digitalisierung anpasst. Und wenn Sie rausgucken, sofern Sie das können, hier zum Beispiel nach rechts, Sie gucken auf diese Straße raus, ja, Bismarckallee vielleicht. Wenn Sie da rausgucken und nicht wissen, dass heute der 22. März 2022 ist, dann haben Sie keine Ahnung, dass irgendeine digitale Transformation im Gange ist. Da sehen Sie nichts, aber überhaupt, überhaupt gar nichts, dass es anders ist als vor 10 Jahren, vor 20 Jahren. Das heißt also, der ganze gebaute Raum, die ganze gebaute Umwelt sagt uns bis und mit heute nicht, dass wir eigentlich ganz andere Möglichkeiten hätten, dass wir ganz andere Formen auch des Gebrauchs im Raum hätten. Das alles ist noch nicht angekommen. Was heißt das jetzt in Bezug auf den Einzelhandel, die Innenstadt? Hier eine interessante Analyse, die von McKinsey kommt. Die haben eine Befragung gemacht von verschiedensten Ländern in Europa, aber auch UK und US. Man sieht drei Zeitpunkte. Hellblau hier unten, das Ausmaß, wie viele Menschen tatsächlich digitale Angebote nutzen in Prozent. Und auf der vertikalen Achse die Anzahl von Dienstleistungen, also zum Beispiel bei Amazon eine Turnhose zu kaufen oder sowas, das ist ein Kanal, oder eben ganz andere Dinge zu kaufen, also die Anzahl von digitalen Dienstleistungen zu nutzen. Und man sieht hier unten eigentlich, relativ wenig Angebote werden genutzt von zum Teil sehr unterschiedlich vielen Menschen. Dann kommt dunkelblau die Corona-Krise. Ja, Sie sehen das, der Zeitraum, das ist also Juni 2020 nach der ersten großen Lockdown-Krise. Da sehen Sie plötzlich, haben im Prinzip quer durch alle Kulturen hindurch die Menschen einfach begonnen, aus schierer Not heraus sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und es zu nutzen. Jeder nutzt viel mehr als vorher und macht das zu einem ganz großen Prozentsatz. Und dann haben wir einen dritten Zeitraum, wieder für all diese Länder, nämlich das neue Normal, das nächste Normal, April 2021. Also da bewegt sich sozusagen diese Dinge wieder runter. Man denkt, aha, gewisse Routinen behalte ich bei, eben leider vielleicht bei Amazon was zu kaufen. Aber vielleicht kaufe ich doch was bei Amazon, aber dann gehe ich doch wieder zum Einzelhändler um die Ecke oder in die Innenstadt. Also ich beginne sozusagen selektiv zu nutzen, was mir eben von den Möglichkeiten, von der Aufenthaltsqualität, von der Zugänglichkeit, von der Attraktivität, letztlich vom Preis-Leistungs-Verhältnis her am besten passt. Und ich glaube, gerade diese Bewegung hier zeigt eigentlich, da ist Potenzial, das ist keine deterministische Entwicklung, das nur noch online ist, sondern da wird ein neues Gleichgewicht sein. Aber in diesem neuen Gleichgewicht wird es eben Verlierer geben, also nicht jetzt Länder oder einzelne Personen, aber natürlich Anbieterinnen, Anbieter, die so nicht mehr mitkommen.
dann hat uns das tatsächlich auch interessiert, was diese Medien die ganze Zeit berichtet haben. Ich habe ein paar Schlagzeilen angedeutet. Die Menschen ziehen jetzt nach draußen. Die Städte veröden. Und wenn dann die Innenstädte nicht mehr besucht werden, da gibt es eben keinen Einzelhandel mehr, weil die Leute jetzt alle irgendwo draußen wohnen, weil es ja für 35 Euro pro Quadratmeter dann irgendwie Fläche gibt. Und da habe ich habe gesagt zu meinen zwei Mitarbeitern, nee, das stimmt doch nicht. Es gibt keine Gründe, wieso das die Menschen in großen Scharen, also raumstrukturell wirksam tun sollen. Anekdoten, Einzelschicksale natürlich. Und deswegen haben wir eine Studie gemacht im letzten Sommer, wieder für die Metropolregion München. Und wir haben mal versucht abzuschätzen, was ist überhaupt das Verlagerungspotenzial von sozusagen Haushalten, die jetzt rausgehen und anderswo einen Wohnstandort wählen, weil eben die jetzige Situation in der Pandemie als unzureichend betrachtet wurde. Eben die Zuschnitte der Grundrisse passen nicht, die brauchen ein zweites Zimmer, damit man sich nicht auf den Geist geht. Ich brauche vielleicht doch einen Außenraum, ich brauche es ein bisschen so und so. Also nicht diese offenen Grundrisse, sondern wieder kleinere Zimmer. Also das ist sozusagen die Überlegung. Und dann haben wir unterstellt, wie ist in Zukunft das Verhältnis zwischen Arbeit zu Hause, working from home, und tatsächlich wieder Rückkehr zum gewohnten Arbeitsplatz? Und nach Lektüre von allen Studien und allen Aussagen von großen und kleinen Firmen haben wir uns gesagt, die wahrscheinlichste Variante ist halbe-halbe. Also 2-3 Tage zu Hause, 2-3 Tage am Arbeitsplatz. Das nehmen wir an, um damit fällt natürlich die Hälfte auch der Pendlerzeit weg, die Hälfte der Pendlerkosten. Und wir haben einen Index gebildet, den Working from Home Index. Das heißt, es ist ja nicht nur ein Faktor, der entscheidend ist, um jetzt tatsächlich wegzuziehen, sondern ich schmeiße ein paar wichtige Standortentscheidfaktoren mit hinein. Das ist natürlich die Erreichbarkeit, ganz wichtig. Erreichbarkeit für den öffentlichen Verkehr oder Erreichbarkeit auch mit privaten, also motorisiertem Individualverkehr. Dann ist ganz entscheidend Breitband, sonst kann ich von zu Hause gar nicht richtig arbeiten. Also da ist die Minimalschwelle gewesen 50 Mbit/Sekunde Downloadgeschwindigkeit. Wenn das nicht vorhanden ist in einer Kommune, geht da gar niemand hin. Dann natürlich die Wohnkosten für Wohneigentum und für Miete und 15% sind weiche Faktoren wie kulturelles Angebot, schulische Versorgung oder Einzelhandel in der Nähe. Und wenn man das alles quasi mit kommunalen Daten füttert und das ein bisschen schüttelt und rührt und grün aufmalt, gibt es 3 Kategorien. Hohes Potenzial, dunkelgrün, mittleres Potenzial und geringes Potenzial. Was wir hier sehen, ganz kurz, ist vielleicht 4 Lesarten dieser Karte. Wir sehen einerseits, dass die Stadt München und die Umgebung von München durchaus weiterhin Potenzial hat. Es ist also nicht so, dass die Leute aus München weggehen, weil es jetzt einfach nicht mehr erträglich ist. Nee, da ist weiterhin Potenzial. Wir sehen aber auch, dass diese zweiten Städte, Augsburg, Ingolstadt, Rosenheim, vielleicht Kaufbeuren, Landshut, das sind die großen Entlastungszentren. Da gehen die Leute potenziell sehr stark hin. Dann sehen wir auch, dass im Prinzip, wenn Sie hier eine Linie ziehen, Nord-Süd, dass der Norden mehr Potenzial bietet als der touristisch sehr attraktiv, landschaftlich attraktive Süden. Ne? Das ist doch interessant, ich gehe doch lieber dahin, nach Oberbayern, in die Alpen, ja, weit gefehlt. Möchten die Leute hin, aber da ist keine Erreichbarkeit, die Bodenpreise sind zu teuer und natürlich, da ist eine WLAN-Wüste, da gehe ich auch nicht hin. Also das ist das, was wir, und dann sehen wir die 4. Sache, das ist eben alles andere, was nicht grün ist, nämlich in der sogenannten Peripherie der Metropolregion X ist nichts, da ist kein Potenzial. Also es bleibt nach wie vor so, dass die Menschen eigentlich in den urbanisierteren, gut erschlossen, gut versorgten Räumen eigentlich sein wollen. Das heißt, für den Einzelhandel, das heißt für die Zentren, die es ja nicht nur in München gibt, in diesen vielen kleineren Kommunen natürlich auch, dass natürlich da Potenziale sind. Aber man muss sie ausschöpfen. Und die grüne Farbe bedeutet, dass da neue Menschen kommen. Und was bietet man denen? Man bietet denen nicht das, was man schon angeboten hat.
das funktioniert meistens nicht mehr, sondern man muss natürlich über neue Dinge nachdenken. Die Medien waren ja voll auch mit Berichterstattung, was passiert im Immobiliensektor jetzt mit der Corona-Krise, nach der Corona-Krise. In der Neuen Zürcher Zeitung war im letzten Herbst von zwei Journalistinnen hier diese Aussage getroffen, deswegen habe ich sie rausgenommen, ich finde das sehr interessant, sehr trivial. Kunden brauchen einen triftigen Grund, warum sie sich auf den Weg ins Shoppingcenter oder in die Stadt machen sollen. Und wer bietet ihnen jetzt diesen triftigen Grund? Es gibt ja nach wie vor drei ganz wesentliche Megatrends, die für die Standortentwicklung entscheidend sind. Das eine ist tatsächlich, und das macht unsere Volkswirtschaft, das macht Mitteleuropa, oder stellt vor sehr große Herausforderungen, das ist nämlich die Wissensintensität. Alles, was wir tun, hat immer mehr mit Wissen und der Produktion von Wissen zu tun. Und Wissen kommt eigentlich einzig und allein durch Kommunikation, durch direkte Interaktion zustande. Nicht immer, nicht permanent. Es gibt viel, was man vorbereiten kann, über digitale Medien nachbereiten kann, aber der eigentliche wertschöpfende Prozess, ein Problem zu lösen, eine Dienstleistung neu zu kreieren, ein Projekt neu aufzusetzen, findet immer nur face-to-face statt. Deswegen sind wir übrigens auch alle hier. Und wir haben alle gelitten unter der Tatsache, dass wir diese Dinge nicht mehr machen können. Das heißt, auch da kommt eine neue Komplementarität, wo eben genau diese Orte, wo man sich trifft, wo man austauscht, wo man diese Auseinandersetzungen über die richtige und die bessere Lösung hat, das ist das, was an den neuen Arbeitsplätzen eben in Zukunft stattfindet. Der zweite Megatrend sind die Basisgüter. Das haben wir jetzt ja ganz deutlich gemerkt. Blaugrüne Infrastruktur von Städten. Also wie gehen wir mit den Hitzeinseln um? Welche Verschattungsmöglichkeiten, welche Fassadenbegrünungen, gehen wir mit Innenhöfen um und so weiter? Wie nutzen wir vielleicht kleine Flüsse, indem wir sie wieder aufmachen, der Vorredner hat es ja deutlich gemacht, dass man tatsächlich da neue Erfahrungsräume kreieren kann. Die öffentliche Gesundheit, das hat die Pandemie eigentlich sehr schön gezeigt, wird zu einem ganz wesentlichen Basisgut und natürlich die öffentlichen Räume. Und der Komfort ist absolut entscheidend und Komfort hat sehr wesentlich damit zu tun, dass wir eine gewisse Intensität der Auseinandersetzung miteinander erfahren wollen. Und Caring is Sharing meint eben, dass sozusagen das Geben und Nehmen, das etwas für den anderen geben, etwas vom anderen zu empfangen, ist eine ganz wesentliche Grundkonstante der menschlichen Bedürfnisse. Und dafür auch Raum zu haben und zu schaffen, ich glaube, das ist das, was in solchen Innenstadtlagen wieder in den Vordergrund rücken kann. Ich habe schon gesagt, öffentliche Gesundheit, Hitze, blau-grüne Infrastruktur. Diese Darstellung zeigt uns, wie komplex diese Zusammenhänge eigentlich sind von Stadt und Stadttransformation. Also wenn wir sozusagen nachdenken, wieso die Menschen, hier unten dieser rote Mensch, wieso die roten Menschen, also dieses Symbol hier, eigentlich immer ungesunder lebt, dann merken wir, dass das natürlich mit unserem Transportverhalten zu tun hat. Das hat sehr stark mit unserem Arbeitsumfeld zu tun. Es hat damit zu tun, dass wir vielleicht zu wenig Bewegung haben oder nicht die richtige Bewegung und natürlich auch etwas mit der Ernährung. Und wenn wir daran denken, dass im Durchschnitt in Mitteleuropa die Menschen jedes Jahr ein bisschen schwerer werden als vorher und sie werden auch im Durchschnitt ein bisschen älter, so werden wir sehen, wie sich eigentlich Städte entwickeln und transformieren müssen, weil die Leute immer schwerer würden, aber auch vor allem immer älter im Durchschnitt. Also außer Freiburg natürlich, eine sogenannte Schwarmstadt, sie ziehen noch die letzten jungen Menschen der Studentinnen und Studenten an, also München natürlich auch und Münster auch, da haben sie die richtige Stadt besucht. Aber diese Schwarmstädte, da gibt es nur noch ein Dutzend in Deutschland, die profitieren von den Zuzügern, von den immer weniger jungen Menschen. Aber dennoch,
wir entwickeln Städte, wir transformieren sie, dass eigentlich Strecken und Interaktionsmöglichkeiten entstehen, wo man sozusagen wie dahin geleitet wird, ein bisschen mehr eigene Bewegung, ein bisschen mehr eigene Aktivität zu entfalten und nicht alles in der Sänfte hergetragen wird. Der öffentliche Raum ist im Grunde dieses Scharnier, wo alles stattfindet. Hier habe ich eine Folie entnehmen dürfen, der Chefin der Stadtentwicklung in Zürich, der öffentliche Raum, das hat sie vor ein paar Monaten bei uns an einem Vortrag gezeigt. Der öffentliche Raum zeigt eigentlich wie ein Wohnzimmer, zeigt, dass die Dynamiken vor allem da sind. Wir sehen aber auch, dass die Konflikte im öffentlichen Raum ja deutlich zunehmen. Also das ist auch natürlich eine Frage, man kann die öffentlichen Räume öffnen, man kann sie stärken, aber wir produzieren damit natürlich auch tendenziell neue Auseinandersetzungen, die nicht nur positiv beschriftet werden, sondern eben auch sehr große Probleme haben. Und wenn das das neue Normal ist, hier steht jetzt nur ein Lieferfahrzeug direkt auf dem kleinen Fahrradweg, aber die Lieferfahrzeuge, die stehen ja jetzt permanent überall dort, wo die Fußgänger gegangen sind, überall dort, wo die Fahrradfahrerinnen gegangen sind, stehen jetzt die Lieferfahrzeuge. Es gibt ein ungeschriebenes Abkommen in Deutschland, die Polizei unternimmt nichts mehr. Natürlich auch außer in Freiburg, das ist sicher anders. Es passiert nichts mehr. Der Lieferverkehr ist sakrosankt geworden. Sie können Fahrradstreifen zuparken, Sie können Fußgänger behindern, es passiert absolut nichts. Also in München zumindest, in vielen anderen Städten Deutschlands habe ich noch nie etwas gehört, dass da irgendjemand etwas unternimmt. Das ist das Faustrecht, das ist Wild West, aber man sagt, ja, so viele Amazon-Kunden, die müssen und wir sind ja alle und so weiter. Also das ist ja okay, aber wir sehen eigentlich, wie wir selber mit dieser Problematik gar nicht mehr im Stadtraum zu Rande kommen. Und die Stiftung, die Bundesstiftung Baukultur zeigt in einem solchen Prinzip, in einer solchen Prinzipdarstellung, wie wir eigentlich, der Vorredner hat es ja deutlich auch gesagt, wie wir auf der Erdgeschossebene, wo die Stadt eigentlich stattfindet, wo Urbanität kreiert wird. Die Urbanität wird kreiert dort, wo wir gehen, mit 1,76 Meter Größe im Durchschnitt. Dort wird Urbanität kreiert oder eben verhindert. Und das sind die Dinge, die zusammenkommen. Also vom Untergrund her die Entwicklung von entsprechenden Transport-Oriented Development-Aktionen. Also diese Situation, und das zeigt eben auch sehr schön, die Hausfassade, die eigentlich rechtlich nur das Privateigentum vom öffentlichen Eigentum trennt, kann eigentlich für die Zukunft der Innenstadt nicht mehr die Grenze sein. Das heißt, wir müssen eigentlich auf der horizontalen Achse viel mehr in die Gebäude hineindenken. Der öffentliche Raum muss in die Gebäude hinein funktionieren, sonst wird hier einfach Potenzial verschenkt. Nochmal, Bundesstiftung Baukultur zeigt, wie man mit 75 Quadratmeter ganz unterschiedlich umgehen kann. Sie kennen die Beispiele, 4,5 parkende Autos oder 4 Bäume und 18 Personen oder und so weiter. Und so. Ist alles sehr schön und anmachend. Aber interessant ist ja, 5 parkende Autos gibt eine Durchschnittswohnung von 42 Quadratmeter. Also wir haben kein Wohnungsproblem in keiner der deutschen Städte. Nehmen Sie 5 Autos weg und Sie haben immer eine neue Wohnung, 42 Quadratmeter. Also, das ist die letzte Folie. Oben und unten. Ich glaube, das ist ganz, ganz zentral zu erkennen. Oben heißt, auch vorher hat der Herr Schmitz-Morkramer ja schon deutlich gemacht, die vertikale Durchmischung muss neu angegangen und neu gedacht werden. Durchmischung heißt für mich, es gibt nichts, was es in der inneren Stadt nicht geben könnte in Zukunft. Und zwar vor allem muss man auch an Non-Profit-Aktivitäten denken, Profit- und Non-For-Profit-Aktivitäten. Das heißt, es wird auch für die Grundeigentümer, für die Immobilienbesitzer und Besitzerinnen auch eine neue Art von Renditerechnung geben können. Es wird eine Rendite geben müssen, die sozusagen auch eine öffentliche Rendite mit einschließt, weil sie sonst die Dinge gar nicht mehr wegkriegen.
Das ist bei ganz großen institutionellen Eigentümern eher schwierig, weil die halten das 4-5 Jahre aus, ja, weil das Geld kostet 0 Euro, Zinsen sind 0, das heißt, die machen eine Mischrechnung mit ihrem Portfolioansatz, aber vielleicht kann man eben doch durch gute Argumente die Leute an den Tisch bringen, auch diesen großen mit 5 Buchstaben, ja. Oben und unten heißt, die Vertikale trifft auf die Horizontale, dort entsteht Stadt. Das heißt, der ganze Straßenraum, der muss eigentlich neu gedacht werden, der muss neu verteilt werden. Auch da, es gibt keinen Raum, keine Raumknappheit in unseren Städten, es gibt nur eine historisch überkommene Priorisierung von Nutzungen. Das ist das Thema. Wir haben keine Knappheit von Fläche, sondern wir müssen sie neu diskutieren. Ich glaube, im Wesentlichen muss man sich überlegen, aus dieser Komfortzone der letzten 50 Jahre rauszukommen. Ich glaube, der Witz ist ganz klar zu erkennen, weil die privaten Eigentümer von Häusern, inklusive dort, wo eben Einzelhandel und Gewerbetreibende drin sitzen, die können alleine diese Herausforderungen nicht stemmen, weil sie haben keinen Zugriff auf den öffentlichen Raum. Die öffentliche Hand hat keinen Zugriff auf die Innenseite der Fassaden, also wo die Nutzungen drin sind. Und wir haben ja gesehen, das sind systemische Phänomene, die jetzt entstehen. Das ist nicht, ich kann jetzt hier ein anderes Nasenschild und dann wird es schon besser. Das haben wir ja vorher sehr schön gesehen mit der Sonntagsstraße in Köln. Also es ist eben eine Aktivität, wo wir ganz unterschiedliche Akteure zusammenbringen, die vielleicht miteinander noch gar nie was zu tun hatten. Und wie findet man diese Konstellation? Wie findet man die Konstellation von Eigentümern, von der öffentlichen Hand, den Ämtern, die Projektentwickler, auch Anbieter aus der Zivilgesellschaft, die eben Non-for-Profit-Aktivitäten anbieten? Und da glaube ich, sind, und wir werden sicher im dritten Vortrag hören, solche First-Mover-Allianzen ganz wichtig. Also einzelne Städte oder Stadtteile oder Zentren, die sagen, es ist jetzt an der Zeit, es zu versuchen. Wir wissen zwar nicht, was das Ergebnis ist, aber wir versuchen es. Wenn wir es nicht versuchen, passiert nichts. Und wenn ich es nicht versuche, macht es vielleicht der Nachbar, die andere Stadt, die nächste mittlere Stadt. Und dann geht dort eine Chance hin und vielleicht nicht zu uns. Also Experimente und diese Co-Creation, also das Miteinander von diesen neuen Akteuren, privaten, öffentlichen, Zivilgesellschaft, man überredet überhaupt immer mal, was ist das Thema, wie kommen wir überhaupt einen Schritt weiter? Also Kommunikation, Aufmerksamkeit und die Frage für mich eben zum Schluss, wer beginnt in einer Stadt, natürlich wiederum nicht in Freiburg, da läuft alles schon gut, aber in anderen Städten Deutschlands oder Mitteleuropas, wer beginnt mit diesem Kooperationsmanagement? Es ist nicht so wie bei Halma, der Erste, der sich bewegt, hat verloren. Nein, der Erste, der sich bewegt, der wird gewinnen. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank für diese Einblicke. Und wir beginnen mit einer Frage, die noch aus dem ersten Vortrag herrührte, aber vielleicht dennoch ein guter Opener ist für die kleine Rückfragerunde, die wir jetzt hier miteinander starten. Jetzt müssen Sie das Mikrofon, was vorhin so, genau, wieder etwas nach unten. Genau. Geht es so? Ja. Anka Rosler-Kossler, Lokalverein Innenstadt, das ist der Bürgerverein der Innenstadt. Und ich habe eine Frage zu den, also erstens mal haben wir sehr viel Spannendes gehört. Wir haben auch selber viel nachgelesen über mögliche Transformationen in den Städten, Aufnahme von neuen Funktionen, neue Mischungen von Funktionen. Für uns natürlich immer auch die Funktion Wohnen sehr gerne dabei gesehen. Aber auch andere sehr spannende Mischungen, wenn ich so das Beispiel Lübeck gerade nennen darf, das der Herr Jerusalem angeführt hat mit dem Gymnasium in den oberen Etagen eines Kaufhauses und Pausenhof auf dem Dach, dann ist es einfach was, was auch Lust macht, irgendwie an diesen Transformationen mitzumachen.
Aber meine Frage geht dahin, das Ganze kostet relativ viel Geld, diese Umbauten oder Umnutzungen von Bestandsgebäuden oder neue Widmungen, neue Funktionen reinbringen. Ja, das kostet. Und die Kommunen haben ja eigentlich nicht so viel Polster, gerade nach den letzten Ereignissen, Corona, Lockdown, also auch die jetzige Situation. Die Frage ist, was gibt es für Möglichkeiten, also gibt es spezielle Möglichkeiten vom Bund, da Unterstützungen zu kriegen, auch speziell für neuen Wohnraum in Innenstädten, aber nicht nur, also auch andere Sachen. Und die andere Frage, bringt diese Änderung des Vorkaufsrechts für die Städte, also die Städte haben ja, so viel wir wissen, seit neuestem ein Vorkaufsrecht für solche Gebäude, bringt es tatsächlich was und kann es diese Entwicklung unterstützen? Ja, vielen Dank. Eine komplexe Fragestellung, die ich gern direkt so an Sie weitergebe. Ja, Vorkaufsrecht. Erst müssen Sie das Geld haben, tatsächlich. Ich glaube, das ist ja entscheidend. Zum Verkehrswert, ja. Naja, zum Verkehrswert. An der einen oder anderen Stelle, ja. Es gibt natürlich Städte, die haben vieles verkauft in der Zeit, wo sie versucht haben, den Haushalt zu sanieren. Die gucken jetzt ein bisschen schlecht rein, weil natürlich kein Tafelsilber mehr da ist und die Bodenwerte natürlich extrem gestiegen sind in den letzten 15 Jahren. Da können sie eigentlich nicht sehr viel machen. Aber ich glaube, es gibt eben neben dem, dass es den Kommunen finanziell nicht so gut geht, natürlich immer die Möglichkeit, sich zu überlegen, ob man nicht durch ein, entweder zum Beispiel durch die Bildung einer Genossenschaft ein Haus kaufen kann, wenn es jetzt nur um ein Gebäude geht oder eine ganze Anlage, eine Genossenschaft und damit eben auch eine breitere Trägerschaft ins Spiel bringen kann. Lokales Geld für einen lokalen Zweck. Und das würde eigentlich so ein bisschen in die Richtung gehen, zu sagen, was ist uns eigentlich eine Innenstadt oder ein Zentrum überhaupt wert? Ist das etwas, was vielleicht sogar eine Art öffentliches Gut darstellen könnte? Weil auch der Vorredner hat es gesagt, die Einführungen haben es gesagt, da ist eigentlich das Leben findet da statt. Und wenn wir das alle wollen, dann müssten wir eigentlich auch einen gemeinsamen Effort leisten, in diese Richtung zu kommen. Und die Genossenschaft ist natürlich eine Rechtsform, die das zum Beispiel erlaubt, die auch dann keine Profit, also keine Erwerbstätigkeit zulässt und voraussetzt. Also wir könnten durchaus über genossenschaftliche Ansätze nachdenken oder man geht dann auch tatsächlich auf private Entwickler zu, die vielleicht selber gar nicht mehr investieren können, ja, aber Interesse hätten, dass dennoch das Objekt weiterentwickelt wird und in einer Partnerschaft zwischen der öffentlichen Hand und privaten tatsächlich da voranzugehen. Ich glaube, letztlich ist es ein fallweises Vorgehen. Man muss genau verstehen, was passiert da, wo sind die Möglichkeiten und es braucht neue Art von Aushandlungsprozessen. Das scheint in Freiburg schon gut angelaufen zu sein, aber in vielen anderen Städten sehe ich da eigentlich nichts. Ich sehe das auch nicht in der Stadt München, wo man einfach auf seinen Fachverwaltungen hockt, wo die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte erstmal klar sagen, das ist der Preis und da sonst geht nichts. Aber wenn sie sich nicht bewegen, dann passiert tatsächlich eben nichts. Und ich glaube, diese Umdrehung, also man muss aufeinander zugehen, man muss sagen, was sind meine Bedürfnisse? Und plötzlich sieht man, dass verschiedene Bedürfnisse sich überlappen und dann finden sich auch Mittel, um daraus etwas mehr zu machen. Ja, vielleicht bringt auch die Diskussion später dazu noch das ein oder andere, den einen oder anderen Aspekt und ist ja auch mit Blick auf die Strategie vor Ort ein wichtiger Aspekt, das, was Sie gesagt haben, dann individuell zu schauen, was die einzelnen lustmachenden Ideen brauchen, damit sie auch eine Chance haben, umgesetzt werden zu können. Und wen brauche ich dafür? Das war ja auch das, was Sie mit dem Kooperations,
Thema angerissen haben. Vielleicht können wir es nachher noch mal etwas vertiefen. Also vielen Dank für Ihre Frage. Ich schaue mal gerade in die Runde, ob es weitere Fragen hier zum Vortrag an der Stelle gibt. Wenn das nicht der Fall ist, machen wir jetzt eine Pause, die Sie sich, glaube ich, jetzt auch alle verdient haben und würden, jetzt sind wir ein bisschen, wir kriegen aber die Zeit, alles sind immer mal ein paar Pufferminuten eingebaut, dass wir um 6:30 hier uns wieder treffen. Dann darf ich Ihnen jetzt schon einen wunderbaren Vortrag ankündigen, der sich mit Best- oder Good-Practice-Beispielen durchaus auch befasst. Aber werde Ihnen Herrn Nussbaum von Stadt und Handel dann nochmal vorstellen. Und dann werden wir gemeinsam mit Ihnen noch eine abschließende Diskussion gestalten. Aber jetzt erstmal Pause. Langsam starten wir dann wieder. Ich sehe schon so die letzten TeilnehmerInnen kommen und nehmen Platz. Und wir kommen zum zweiten Teil des Innenstadtkolloquiums, was wir jetzt mit einem weiteren Fachvortrag beginnen. Und im Anschluss, deswegen ist hier auch schon umgebaut, in eine Diskussion nochmal eintreten wollen, um auch das, was wir gehört haben, miteinander nochmal so zu durchdenken und vielleicht, wir hatten es ja auch schon eingangs gesagt, den ein oder anderen Leitgedanken zu formulieren, der für die Innenstadtperspektive Freiburgs, für den Weg, den Freiburg hier einschlagen sollte, wichtig ist vielleicht, was Sie da auch noch mitgeben wollen und können und was dann, glaube ich, vielleicht auch mit dem Blick zum Abschluss für das weitere Vorgehen von Bedeutung sein wird. Und jetzt kommen wir zu einem Vortrag, was bringt die Zukunft für die Innenstadt? Trend, Herausforderungen, Perspektiven. Sie machen es wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen konkreter. Die Innenstadt von morgen wird anders sein. Ich sage jetzt mal nicht das Wort, was mit C anfängt. Aber wie eigentlich? Und ja, hier geht es jetzt schon auch um Trends, die erkennbar sind und die man auch genau untersucht hat schon und die Herausforderungen, was heißt das für die Innenstadt, was braucht sie an Positionierungswegen, welche Konzepte, welche Prozesse, vielleicht geht es sogar viel mehr um Prozesse als um Konzepte, das wäre vielleicht auch nochmal eine interessante Fragestellung, wo wir das ein oder andere hier in dem Vortrag mitnehmen können in die Diskussion. Notwendige Governance-Strukturen, die damit gemeint oder verbunden sein können, um langfristig tragfähig zu sein. Und ich denke mal hier in Freiburg auch besonders interessant und wichtig, weil ich Freiburg da immer als Vorreiter erlebe, nachhaltig zu sein. Das heißt auch Lösungen für die Zukunft, für andere Themen. Wir haben Klima, wir haben Digitalisierung, wir haben viele Aspekte schon gehört. Wie kriegt man das eigentlich dann auch alles zusammen und verkürzt es nicht unter dem Titel Handel in der Innenstadt? Und welche Restart Innenstadt haben Sie mir als Stichwort rübergegeben. Herr Nussbaum wird jetzt diesen dritten Fachvortrag gestalten und auch ihn möchte ich Ihnen kurz vorstellen. Jens Nussbaum verantwortet bei dem Unternehmen Stadt und Handel den Geschäftsbereich der städtebaulichen Entwicklungskonzepte. Aber nicht einfach im klassischen Sinne, sondern insbesondere geht es hierbei um die Bereiche Einzelhandel, Gastronomie, Wochenmärkte, Vergnügungsstätten, also all das, was uns Menschen Spaß macht in der Regel. Und er kümmert sich auch um Positionierungs- und Profilierungsstrategien für Innenstädte und dass er als Referent tätig ist, werden wir ja gleich erleben oder das wird sich jetzt hier ja gleich zeigen. Sodass er also auch sehr stark in die Diskussion mit reinwirkt, um gemeinsam auch in Co-Kreation oder Co-Diskussion mit Ihnen, mit den Akteuren der Innenstadt herauszufinden, was die richtigen Wege sind. Und er ist, wir hatten jetzt einen Architekten, einen Wirtschaftswissenschaftler und hier haben wir jetzt einen Wirtschaftsgeografen, der auch Volkswirtschaft studiert hat und sich auch mit Stadtbauwesen beschäftigt. RWTH Aachen ist Ihre Hausuni, sage ich mal. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind und uns jetzt über die Zukunft der Innenstadt aus Ihrer Perspektive erzählen. Schön.
Das möchte ich gerne tun. Und vielleicht schon mal vorweg, ich habe jetzt die beiden anderen Vorträge ja hören können. Ich sage es mal so, wir haben uns nicht abgestimmt. Ja? Ich komme von der RWTH Aachen, der Kollege Architekt kommt von der RWTH Aachen. Ich bringe gleich Beispiele zu Köln und Sie werden einige andere Dinge auch wiederfinden. Das hat nichts damit zu tun, dass wir uns abgestimmt haben. Vielleicht hat das etwas damit zu tun, dass da offensichtlich ein paar Dinge tatsächlich so sind und das über Experten hinweg so gesehen wird. Ich wurde schon angekündigt, das Büro Stadt und Handel vielleicht noch mal ganz kurz. Wir sind ein Planungsbüro, beschäftigen uns im Prinzip mit allem, was mit Innenstadt und Stadtentwicklung zu tun hat, mit Standortentwicklung zu tun hat. Wir sitzen mit unserem Hauptstandort in Dortmund, haben aber auch Standorte in Karlsruhe, in Hamburg und in Leipzig. Und um die drei Themen soll es jetzt in meinem Vortrag nochmal gehen. Einmal ganz anschaulich, hoffentlich dargestellt, nochmal ein paar Trends daraus abgeleitet. Was heißt das eigentlich für Stadtentwicklung zukünftig, auch wirklich mal ganz breit gedacht Stadtentwicklung? Und danach versuche ich Ihnen noch ein paar Perspektiven mitzugeben, denn bei den Trends kann einem schon mal manchmal so ein bisschen schummrig werden, weil Trends machen vieles anders und sind vielleicht auch nicht mal ganz so rosig. Aber mit den Perspektiven möchte ich Ihnen dann vielleicht auch ein paar Lösungswege aufzeigen. Die Folie werden Sie vielleicht nicht in der letzten Reihe lesen können, was hier hinten, was da in der Legende steht. Macht nichts, schauen Sie auf diese Kurven. Das sind nämlich, ist der Absatz von ausgewählten Verbrauchsgütern zu Beginn der Corona-Krise. Und diese Säule, die Sie hier sehen, ist die Säule nach Desinfektionsmitteln, der Absatz nach Desinfektionsmitteln, der angestiegen ist. Der ist dann irgendwann eingebrochen, nicht weil die Leute keine Desinfektionsmittel mehr nachgefragt haben, sondern weil es keine mehr gab. Und stattdessen hat man auf Substitut zurückgegriffen, auf Seife. Und diese rote Linie, auch sehr augenscheinlich Toilettenpapier, denn das hat wahrscheinlich keiner von Ihnen gemacht, das habe ich nicht gemacht, Sie haben das nicht gemacht, aber irgendwer hat es gemacht, irgendwer hat Toilettenpapier gehortet und zwar in einem Maße, dass es nach, dass das quasi das Niveau des Toilettenpapierverbrauchs nach der Corona-Krise signifikant unter dem normalen Durchschnittsverbrauch lag. Ja? Also offensichtlich hatten die Leute auch genug Toilettenpapier, als sie es dann gekauft haben. Wir erleben jetzt gerade ein paar ähnliche Effekte durch die Krise in der Ukraine. Das klingt jetzt erstmal, kann man darüber schmunzeln, darüber kann man dann weniger schmunzeln. Das ist der GfK-Konsumklimaindex und zwar auch mal bewusst in einer sehr langen Zeitreihe gewählt. Es geht hier los im September 2013, um auch mal konjunkturelle Schwankungen darzustellen. Und was man eben hier sieht, ist, ist auch bis jetzt in die aktuellste Zeit fortgesetzt, dass das, was jetzt mit Corona passiert ist, eigentlich gar nichts zu tun hat mit irgendeiner normalen konjunkturellen Schwankung. Und wir auch eigentlich in keiner der Zeit irgendwie in irgendeinem Normalzustand waren, wenn das Konsumklima angeht. Das lässt dann einem vielleicht dann doch nochmal das Lachen im Halse stecken bleiben. Aber das sind die Bedingungen, mit denen wir uns gerade befassen. Das passiert gerade. Es ist aber schon eine ganze Menge davor passiert. Und da will ich den Blick auch mal drauf hinlenken. Und es passiert auch die ganze Zeit schon im Prinzip. Also gesellschaftliche Wandlungsprozesse, das klang immer mal wieder an. Das sind nur exemplarische Beispiele, meines Erachtens sehr wichtige Beispiele. Das Wertesystem einer Gesellschaft, das sich immer verändert, da ist die Klimaschutzbewegung nur ein Aspekt, das kann man auf ganz viele andere Sachen ausgreifen. Es geht gar nicht darum, was sich verändert, sondern dass sich die Gesellschaft verändert. Und zwar immer. Hat sie immer, wird sie immer. Und das hat natürlich auch Einfluss darauf, dass sich Stadtraum, Konsumverhalten verändert. Und wer glaubt, alles bleibt so, wie es war? Nein, es ist noch nie so geblieben, wie es war. Das muss man einmal tatsächlich so klar sagen. Es gibt einen demografischen Wandel, der wurde auch schon angesprochen. Die Gesellschaft wird älter tendenziell. Ich bin kein großer Freund davon zu sagen, Städte wachsen und schrumpfen. Es gibt in jeder Stadt Stadtteile, die wachsen und schrumpfen, egal in welcher Stadt. Aber wichtig ist natürlich, dass sich auch durch solche Zielgruppen, Bedürfnisse, Stadtraum verändern muss, Konsum sich verändert. Der wichtigste Trend ist, glaube ich, der Trend der Individualisierung. Und das ist auch sehr augenscheinlich, hat sich durch Corona eigentlich nur verstärkt, wie so vieles eigentlich ein Trend beschleunigt, war Corona ein Trendbeschleuniger. Sie haben wahrscheinlich in den letzten 2 Jahren deutlich individueller Ihren Urlaub verbracht, als das in der Zukunft vielleicht schon der Fall war, aber es wurde sicherlich noch ein Stück individueller. Und das ist ja auch ganz klar, fragen Sie Ihre Kinder oder vielleicht auch Enkel, wie sie Freizeit verbringen oder fragen oder denken Sie immer an Ihre Eltern oder Großeltern zurück, wie die Freizeit konsumiert haben, wie sie Freizeit erlebt haben. Da gibt es große Unterschiede. Die Leute haben einen viel ausdifferenzierteren Geschmack. Und was heißt das, wenn es einen ausdifferenzierteren Geschmack gibt? Man hat höhere Ansprüche an Stadtraum, an Konsum, ans Einkaufen. Wenn man einen ausdifferenzierteren Geschmack hat. Und das ist dann gar nicht mehr so einfach, diese Geschmäcker zu befriedigen. Aber genau das muss gelingen. Und der letzte Punkt, Online-Affinität, da habe ich jetzt mal bewusst nicht das Amazon-Logo genommen, sondern mal, das ist ziemlich langweilig, nehme mal das Netflix-Logo, weil da kommt noch eine ganze Menge dazu. Das sehen Sie neudeutsch, steht es da, Sharing. Da geht es darum, dass heutzutage das Nutzen von Dingen viel wichtiger ist als das Besitzen.
Das können Sie da. Wer kauft denn heutzutage noch eine DVD oder eine Blu-ray? Ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal eine CD oder eine MP3-Datei gekauft habe. Ich habe ein Spotify-Abo und ein Netflix-Abo. Und wenn ich könnte, in Dortmund gibt es das leider nicht, hätte ich ein Carsharing-Abo. Und das sind die Dinge, die zukünftig eine Relevanz haben. Und das hat Auswirkungen auf Konsum, weil bestimmte Produkte nicht mehr nachgefragt werden, bestimmte Geschäftsmodelle nicht mehr funktionieren. Einkaufsverhalten verändert sich und das schon eine ganze Zeit. Es gibt Kopplungstendenzen, das ist ein einfaches Beispiel mit so einem Fachmarktzentrum. Das stellen wir aber auch in Innenstädten fest. Die Besuchshäufigkeit nimmt tendenziell unterm Strich eher etwas ab und dafür nimmt dann aber der Anspruch zu, wenn man dann zum Beispiel eine Innenstadt besucht, dass man da eben auch ein bisschen mehr kann als einfach nur einkaufen. Es gibt aber gleichzeitig auch Entkopplungstendenzen, natürlich. Man kann heutzutage um 11 Uhr abends auf der Couch oder um 2 Uhr nachts im Bett einkaufen. Das geht wegen eines Smartphones und nicht jeder Euro, der so verdient wird, wäre ansonsten im stationären Handel ausgegeben worden. Auch das muss man mal sagen. Entkopplung von Konsum regt auch Konsum an und schafft Möglichkeiten, sich digital zu präsentieren. Erlebnisorientierung, das klang, glaube ich, auch schon immer mal wieder an, ist ganz wichtig. Denken Sie an Außengastronomie, wie die sich entwickelt hat, ein ganz wesentlicher Faktor. Beim Einkaufen, bei allem, was man tut, spielt Erlebnisorientierung eine entscheidende Rolle. Wenn Sie sich aktuelle Umfragen anschauen von Vitale Innenstädte, der letzten zwei, drei Jahre, dann werden Sie feststellen, es gibt zwei elementare Dinge für eine attraktive Innenstadt: Erlebnisvielfalt und Komfort. Zu Komfort wurde auch schon einiges gesagt. Und der letzte Punkt, Polarisierung. Ich habe es jetzt mal hier dargestellt an der Einkommenspolarisierung. Man kann es aber auch einfach übersetzen auf Zielgruppenpolarisierung. Das hat ja auch was mit dem Thema der Individualisierung zu tun. Die Schere geht auseinander. Es gibt nicht mehr die eine homogene Masse, sondern sehr viel ausdifferenzierte Zielgruppen. Man könnte auch sagen, zwischen Arm und Reich gibt es so eine Schere, die ein bisschen auseinander geht. Muss man aber gar nicht darauf beziehen. Und die Mitte bröckelt weg. Das Undefinierte, was so, die mit allem so ein bisschen zufrieden sind, bröckelt weg. Und wer da nicht mitgeht, der verliert. Und ein Beispiel dafür sind die, und ich sage es ganz bewusst, tradierten Warenhäuser. Es gibt natürlich noch Warenhäuser, auch in Freiburg. Aber das tradierte Konzept des Warenhauses, das Warenhaus verändert sich ja andauernd jetzt auch. Das funktioniert nicht mehr, das ist ein Relikt. Weil was hat so ein traditionelles Warenhaus gemacht? Das hat von allem so ein bisschen was gehabt, aber nicht so richtig viel. Es hat ein bisschen beraten, aber nicht so richtig. Und war ein bisschen günstig, aber auch nicht so richtig. Und das funktioniert nicht mehr. Entweder das eine oder das andere. Sehr starke Zielgruppenpolarisierung ist gefragt und Ausrichtung. Und das gilt nicht nur für Handelskonzerne, sondern natürlich auch für Innenstädte. Da muss man sich mal die Frage stellen, wer soll denn unsere Zielgruppe sein? Wer ist es momentan und was wollen die eigentlich? Und wohin kann die Reise gehen? Mal 3, 4 Beispiele, wenn es um den Wandel von Angebotsformen geht. Und auch da stoße ich das Gleiche hören. Sie sehen auch da wieder das Wort der Hybridisierung. Das wurde eben schon mal gesagt, Hybridkonzepte. Aber ich fange mal ganz links an. Das ist nämlich ein Beispiel für Spezialisierung. Das glauben Sie vielleicht nicht, wenn Sie das Foto sehen. Das ist ein H&M-Store auf 300 Quadratmetern. Da finden Lesungen statt. Da gibt es Ruheräume oder Ruheecken, wo Mütter ihre Kinder stillen können oder Väter sich mit ihren Kindern zurückziehen können. Die sind eingebunden in Quartiersfeste, ist natürlich ein extremes Beispiel und ein Experiment, aber das zeigt mal, wo auch solche Handelskonzerne hindenken. Das daneben ist ein Restaurant. Das Besondere an diesem Restaurant vor den Toren von Hamburg ist, da können Sie nicht nur gut essen und trinken, sondern alles, was es dort gibt, können Sie kaufen. Also den Tisch, an dem Sie sitzen, der Stuhl, auf dem Sie sitzen, das Besteck, mit dem Sie essen, die Deko, die Sie sich dort anschauen können. Ein Hybridkonzept. Da muss man gar nicht so weit denken. Das älteste Hybridkonzept in Innenstädten ist die Bäckerei. Das ist ja nicht ernsthaft ein Lebensmitteleinzelhandel. Die machen ihr Geld nicht mit Sonntagsbrötchen, die machen ihr Geld mit ganz verschiedenen Arten von Kaffeesorten, mit belegten Brötchen, mit gastronomischen Services, ein Hybridkonzept aus Handel und Gastronomie und Lebensmittelhandwerk. Nächster Punkt, Flexibilisierung, das ist ein Pop-Up-Store, wie es in vielen Städten gibt, aber das ist Blank, ein Pop-Up-Store in Köln, in der Schildergasse, der das wirklich zum kommerziellen, also er hat diesen Aspekt wirklich in den Vordergrund gesetzt. Da findet wirklich jeden Monat oder in bestimmten Tonus findet dort eine komplette Umgestaltung statt. Da werden neue Waren angeboten. Das Überraschende wird in den Vordergrund gekehrt. Genau das, was man, also wenn man eins nicht kann, dann sich im Internet überraschen lassen. Da muss man genau wissen, was man will, sucht das in einer Suchmaschine und das findet man. Aber da ist ein Alleinstellungsmerkmal für eine Innenstadt. Und ganz rechts, auch Digitalisierung kann in einer Innenstadt erfolgreich sein. Das ist ein, Münster wurde schon angesprochen heute, ein virtueller Biergarten in Münster. Das Besondere an diesem Biergarten ist, alles was nervt, findet digital statt, nämlich das Bezahlen und das Bestellen.
Und das, was eine gute Gastronomie ausmacht, Service, Getränke, Speisen, das funktioniert natürlich weiterhin. Man kann auch mal vielleicht einen netten Plausch mit der Servicekraft dann noch suchen. Und warum jetzt Digitalisierung? Weil da nicht nur eine Gastronomie angeschlossen ist an diesen Biergarten, sondern fünf. Ich glaube, es waren fünf. Das heißt, mit einer App können Sie sich dort einloggen und unterschiedliche Gastronomien ansprechen, die dann Ihnen, eigentlich ist das nichts anderes als ein Premium-Lieferservice zu diesem Biergarten, aber das steckt dahinter im Prinzip. So, und das ist aber natürlich auch wichtig, wo die Reise hingehen wird. Onlinehandel wurde schon angesprochen. Die Zahlen ignorieren Sie mal, schauen Sie sich diese Linie an. Das ist der Anteil des Onlinehandels am Gesamthandelsumsatz. Und was man jetzt sehen kann, ist, da hat Corona angefangen. Und das ist nicht so, dass das jetzt irgendwie bisher erkennbar ist, dass das jetzt irgendwie eine Art Nachholeffekt gibt, sondern da hat eine komplett neue Dynamik stattgefunden, jetzt in den letzten 3 Jahren, zugegebenermaßen 2022 als Prognose. Aber das muss man natürlich im Hinterkopf behalten und dann auch solche Meldungen aus dem letzten Jahr, erstes Quartal, Amazon verdreifacht seinen Gewinn. Das darf man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das dann heißt. Und dann könnte man die Frage stellen, ja, wir brauchen, die Städte müssen aufholen, wir brauchen mehr Produktvielfalt. Oder ich kenne das aus den Diskussionen, es fehlen bestimmte Angebote. In Mittelstädten wird häufig gesagt, es fehlt der Herrenausstatter, das ist so das klassische Argument. Aber mal ein kleines Quiz. Das KDW, das Kaufhaus des Westens, wenn Sie Ihren Einkaufswagen mitten reinnehmen und den komplett vollpacken, alles reinpacken, geht nicht, aber tun wir mal so. Was glauben Sie, wie viele Artikel Sie in Ihrem Einkaufswagen hätten, wenn Sie das komplette KDW leerräumen würden? Jetzt müssen Sie mutig sein und vielleicht mal einfach was reinrufen durch Ihre Maske. 10.000, höher, gerne höher. Seien Sie mutiger. 100.000, es geht noch höher. Wir sind bei 400.000 Artikeln, wenn Sie es komplett leerräumen. Was glauben Sie, wie viele Artikel Sie in Ihren virtuellen Einkaufswagen bei Amazon packen können? Das Thema Produktvielfalt hat sich erledigt. Darum geht es nicht. Es geht um Erlebnisvielfalt. Das ist aber was anderes. Da geht es nicht darum, dass bestimmte Warenangebote vorhanden sein müssen, bestimmte Geschäfte, sondern da geht es um Erlebnis. Und deswegen kommen wir zu den Herausforderungen. Es geht darum, es geht darum, die DNA der Innenstadt wieder zu entdecken. Und die ist sehr einzigartig. Es gibt keine Blaupause dafür. Genau darum geht es. Und da sehen Sie, sehr komplexe Grafik, aber in der Mitte sehen Sie, eine Innenstadt ist ein dritter Ort, der ist mehr als ein Versorgungsort oder ein Einkaufsort. Da kommen ganz viele Dinge dazu. Und wie kann das gelingen? Durch Wandel, durch smarte Angebote, durch neue Angebote. Es muss ein Wandel durch kreative Räume stattfinden. Auch darüber haben wir heute gesprochen. Das waren genau die Punkte. Und ein Wandel durch gemeinsame Aktivitäten. Auch das wurde gesagt. Es geht nicht mehr alleine. Das wird nicht funktionieren. Und darum muss es gehen. Und es muss auch darum gehen, wirklich sich ein plausibles Zukunftsbild zu überlegen für eine Innenstadt, eine Positionierung. Und da spielt die Markenwelt des Handels in bestimmten Städten eine Rolle, in Freiburg ganz sicherlich. Nicht in jeder Stadt, sage ich Ihnen auch, aber in Freiburg ganz sicherlich, aber nicht alleine. Und da kommen eine ganze Menge an Positionierungserfordernissen dazu. Und nicht jede Stadt kann in all diesen Dingen gut sein. Das soll sie auch gar nicht und muss sie auch gar nicht. Es ist wichtig, A, herauszufinden, wo bin ich denn gut drin und wo nicht? Und B, wo sind die anderen denn gut drin und wo nicht? Und dann kann man daraus eine Positionierung ableiten. Das klingt sehr simpel, aber das ist es eigentlich. Und das alles kann nicht gelingen, wenn die Stadtverwaltung mal macht oder die Händler müssten ja mal oder die Immobilieneigentümer müssten ja mal. Nee, das ist ein neues Bündnis, was hier geschmiedet werden muss und das geht ganz bestimmt darüber hinaus, was so klassische institutionalisierte Strukturen sind. Wir reden da nicht mehr unbedingt von einem Gewerbeverein, da werden auch andere Akteure eine Rolle spielen. Und da gibt es bestimmt Berührungsängste, ein Center Management hat bestimmt eher mal Berührungsängste, sich mit irgendeiner Art Künstlerkollektiv oder Künstlerinnenkollektiv auseinanderzusetzen. Aber genau das macht doch den Reiz an der Innenstadt aus. Das haben wir eben auch schon herausgearbeitet. Und das benötigt ein neues Mindset. Restart Innenstadt wurde eben gesagt. Eigentlich kann man nicht sagen, wir machen jetzt mal ein Projekt und danach ist die Innenstadt gerettet. Das ist ein sehr langer Prozess, den man begleiten muss. Und der wird sich über eine lange Zeit erstrecken. Da muss eine ganze Menge zusammenkommen. Es braucht meines Erachtens unbedingt strategische Positionierung, das hatte ich eben erläutert. Es braucht natürlich Analytik, das wurde eben auch gesagt, aber bitte kompakt. Wir haben uns auch zum Teil tot analysiert in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Es braucht natürlich eine inhaltliche, seriöse Befassung mit dem Thema, aber gerne kompakt und dann auch direkt eingebunden in einen aktivierenden Prozess, der konkrete Ergebnisse erzielt. Sagt sich alles so einfach, ne? Ich rede ja schlau daher, aber ich bringe auch gleich ein Beispiel, wie sowas gelingen kann. Es muss sichtbar sein, spürbar sein, wahrnehmbar sein. Das muss ein aktivierender Prozess sein, der Lust macht. Da müssen Quick Wins drin sein, dass man auch schnell
Mut gewinnt, etwas zu tun. Denn dann kann man auch langfristig tragfähige Projekte angehen, die etwas mehr Energie und Zeit erfordern. Und er darf auf gar keinen Fall statisch sein, dieser Prozess. Man kann am Anfang nicht wissen, wie der ausgeht. Das ist nicht ein Produkt, wo man sagt, jetzt machen wir Schritt A, B, C und dann sind wir fertig, sondern man muss diesen Schritt, man muss mutig genug sein, diesen Prozess auch neu zu organisieren im laufenden Verfahren. Und wir müssen natürlich Schwarmkompetenz nutzen. Und das klingt erstmal nett, Schwarmkompetenz oder Intelligenz nutzen, aber was ich damit meine ist, wer mitreden will, der muss mitmachen. Betroffenheitsdenken bringt überhaupt nichts. Also das können wir uns auch abschminken. Wenn wir, ich sage das jetzt mal so frech, wenn wir so einen Prozess aufziehen, dann, wenn da jemand sagen will, wir müssen das und das und das machen, dann sagen wir, wunderbar, was davon tun Sie? Darum muss es gehen. Jeder, meine ich damit, jeden aus den einzelnen Akteurskreisen. Es braucht eine Taskforce für die Innenstadt, wo alle relevanten Stakeholder eingebunden sind und auf Augenhöhe eingebunden sind. Das muss man auch ernst meinen. Beteiligung nicht als Selbstzweck, sondern wirklich dann auch ernst nehmen, dass diese Akteure Einzelinteressen haben, das ist völlig okay, und die müssen entsprechend konstruktiv eingebunden werden. Dafür braucht es dann entsprechende Partner oder braucht es eine Prozessbetreuung. Aber darum muss es gehen, die einzelnen Akteursinteressen ernst nehmen und sie mit einbinden in diesen Prozess. Die Leute gibt es dann natürlich. Nennen wir sie mal Guardians of Yesterday. Das sind die, die irritiert sind von Digitalisierung und Globalisierung. Die sind, die fordern Bewahrung, Protektionismus. Kennen wir gute Beispiele gerade aus der Welt. Die gibt es überall. Die können vielleicht überzeugt und motiviert werden. Hier sitzen wahrscheinlich tendenziell eher weniger von solchen Akteuren. Sie sind hier, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Aber Sie kennen bestimmt all solche Akteure in jeder dieser einzelnen Institutionen, die wir eben genannt haben. Und die müssen wir natürlich in einem gewissen Maße überzeugen und motivieren. Das muss ein solcher Prozess leisten. Aber nicht jeden davon werden wir überzeugen können, motivieren. Und dann müssen sie vielleicht auch links liegen gelassen werden. Das regelt der Markt dann irgendwann, wenn diese Akteure sich nicht bewegen. Das klingt hart, ist aber so. Ja, dann kommen wir zu den Perspektiven. Was kann man tun? Es braucht einen Werkzeugkasten und ich wusste, es wurde eben alles schon gesagt im Prinzip, es gibt Dinge, die spielen sich auf funktionaler Ebene ab, funktionale Profilierungsinstrumente, es gibt städtebauliche Profilierungsinstrumente, die ganz wichtig sind, es gibt Markenprofilierungsinstrumente und da gibt es unterschiedliche Professionen zu. Die Wirtschaftsförderung denkt funktional, die Stadtplanung denkt städtebaulich, das Stadtmarketing denkt markenbezogen. Aber das bitte nicht sektoral denken, sondern zusammendenken. Und darum muss es gehen. Und dann kann man jetzt mal in einzelne dieser Punkte, die Sie da sehen, übrigens, das ist das eine, diese horizontale Ebene, die vertikale Ebene ist auch wichtig, denn oben stehen eher Dinge, die man vielleicht noch so der öffentlichen Hand zuordnen kann, aber das da unten ganz bestimmt nicht mehr. Nutzungsqualitäten, damit ist das schöne Schaufenster gemeint, letztendlich. Das kann die Stadt nun wirklich nicht regeln, aber das ist genauso wichtig. Nur weil die Stadt das nicht regeln kann, also es muss trotzdem in einen solchen Prozess mit rein. Deswegen ja auch mit den Akteuren, die so etwas angehen. Und damit mal Beispiele. Funktionsstruktur, was meine ich denn damit? Wir machen, jetzt kommt das Beispiel Schildergasse, Hohe Straße, das ist die Hohe Straße, das ist die Schildergasse. Wir entwickeln gerade ein Leitbild für diese beiden Straßen in Köln und was wir getan haben, ist wirklich mal überlegt, wie könnte denn so ein Bild aussehen? Und diejenigen von Ihnen, die jetzt die Hohe Straße und die Schildergasse kennen, denken Sie bitte nicht, dass wir wahnsinnig sind. Das hat alles Hand und Fuß und wir haben natürlich in die Zukunft gedacht, aber wir haben eine Story erzählt oder versuchen gerade eine Story zu erzählen, wie ein solcher Weg aussehen kann durch eine Lage, die wir eben sehr beeindruckend gesehen haben. Das beginnt vielleicht am Wallraffplatz. Luxus mit Domblick ist sehr pointiert, drücke ich es mal so aus. Ja, das muss jetzt nicht direkt so aussehen, aber wir wollen ja Bilder erzeugen. Dann geht es weiter in das Kölner Schaufenster, wo wirklich mal Köln hat ganz tolle Shoppingquartiere. Die liegen nur leider nicht in der Hohe Straße und in der Schildergasse. Warum nicht die einmal sichtbar machen, Werbung machen für ein Showroom für die Innenstadt? Das wäre eigentlich ein idealer Punkt, weil es auch der ideale Ausgangspunkt ist, für die mittlere Hohe Straße. Dann gehen wir in das Young Fashion, in die Young Fashion Destination, jung und up to date, biegen ab in das Scharnier zur Schildergasse, Metropolitanes Flair, da sind die Flagship-Stores in Köln. Gehen weiter, wurde eben schon gesagt, Antonita City-Quartier, wir sind im Kölns schönsten Shopping-Boulevard, shoppen, genießen und verweilen und landen schließlich am Ende am Neumarkt, willkommen in der City, pulsierendes Tor zu den weiteren Shopping-Meilen, die sich da ja anschließen. Da steckt eine Menge mehr hinter, als ich Ihnen jetzt in schönen Bildern zeige. Ja, das ist natürlich klar, das ist unsere Profession, aber so muss man es transportieren. Und das ist eigentlich eine Sache, die man tun muss. Also auf so eine Quartiersebene gehen. Wir haben das für zwei Straßen gemacht. Das kann man für eine Innenstadt machen, auf einer etwas größeren Maßstabebene, um sich Gedanken zu machen, wie funktioniert dieses Mosaik Innenstadt eigentlich. Und dann sind wir auch sehr schnell bei natürlich neuen Angeboten. Da gehe ich nur mal ganz schnell drüber hinweg. Also wir haben einige Beispiele schon gehabt, hier nur mal reingegangen. Ich komme aus Aachen, deswegen kenne ich die Meiersche Buchhandlung sehr gut. Das ist eine Buchhandlung, ja.
Aber ganz ehrlich, wenn Sie da heute reingehen, da ist auf jeder der Etagen Gastronomie unterschiedlichster Art. Da finden Lesungen statt, da finden Konzerte statt, da sind Spielecken, da werden nicht nur Bücher verkauft. Und so sieht ein modernes Konzept aus. Und das hat ziemlich viel mit Hybridkonzept zu tun, wenn Sie jetzt mal überlegen, wovon wir eigentlich kommen. Rose Bikes in Köln, ein Fahrradladen, der auch im Internet stark ist, aber das, was Sie da machen können, ist mit einem Bodyscanner sich einscannen und dann das passende Fahrrad dann auswählen. Das geht nicht so einfach im Internet. Und der Do-it-yourself-Baumarkt in Hamburg, Horst, ist auch nicht nur ein Baumarkt, sondern dort gibt es Werkskurse, dort gibt es Möglichkeiten mit Laser auch Individualisierungen vorzunehmen an den einzelnen Produkten. Und mein ganz kleines Beispiel, der Ich-Kauf-Lokalshop aus Quickborn, das ist ein Laden, wo im Prinzip nicht Produkte verkauft werden, sondern Regalmeter. Sie kaufen, also der Laden tut nichts anderes, als die ganzen regionalen Produzenten zusammenfügen und dort die Produkte anbieten. Und das Tolle ist, alles, was es in dem Laden gibt, gibt es nur da. Und nicht in Quickborn, nicht im Internet und nirgendwo anders. Aber Mixed Use ist ja das Thema. Das waren alles jetzt mehr oder weniger noch Einzelhandel. Es geht auch um solche Dinge, wie zum Beispiel The Latest in Berlin. Das ist im Prinzip das zur Schaustellen von Startups und urbaner Produktion. Da können Startups ihre Produkte anbieten in einem öffentlichen Raum mitten in der Innenstadt. Das Unperfekte Haus in Essen, ein großes Veranstaltungszentrum, was aber auch Boardinghaus ist für Künstler, wo Werkstätten sind für Künstler, wo, wie gesagt, Veranstaltungen stattfinden, wo eine Gastronomie drin ist. Das ist eine Mixed-Use-Immobilie. Das Hamburger Ding brauche ich, glaube ich, gar nicht erwähnen, was da alles passiert, aber ich habe es trotzdem mal mit reingenommen. Oder auch mal im Kleinen, das ist viel interessanter, dass das eben nicht nur in den großen Städten geht. Das Future Home 3.0 in Warstein, ein Mix aus Innenstadtwohnzimmer, Podcast-Studio, Kleinkunstbühne und Coworking-Space. Was man daran merkt, ist, Nichthandelsfunktionen und auch nicht kommerzielle Funktionen werden wichtiger. Das wurde auch schon eben gesagt. Und das heißt nicht, dass Handel deswegen unwichtig wird. Das heißt aber, dass der Handel alleine die Frequenzen nicht mehr aufrechterhalten kann und dass es deswegen andere Dinge braucht. Also es geht nicht auf Frequenzen für den Handel, sondern Frequenzen durch. Es geht darum, dass der Handel nicht alleine die Frequenzen schafft, also nicht Frequenzen durch den Handel, sondern dass es Frequenzen braucht, die auch für den Handel da sind. Und dann sind wir beim Thema Nutzungsqualität. Und das ist kein Szenenbild aus einem Derek der 60er Jahre. Ich sage nicht, wo das ist. Aber dieser Friseur, das ist aus dem Jahr 2020. Und das daneben sieht ein bisschen kramig aus, aber das ist aus der gleichen Stadt und ist das Schaufenster des örtlichen Bestatters. Und das, was macht der Bestatter dort? Der bietet im Wechsel in seinem Schaufenster Bestattungsriten aus aller Welt. Das ist eine super Sache, aber das Problem ist, wenn der Bestatter das schönste Schaufenster am Ort hat, dann hat der Ort wahrscheinlich ein Problem. Zum Glück ist das so nicht in Freiburg, das weiß ich. Aber es geht natürlich, diese Punkte, und da muss man sehr genau hinschauen. Es ist auch gar nicht wichtig, dass in jeder Ecke alles picobello ist und dass in jeder Ecke eine höchste Qualität ist. Das kommt auf die Ecke an. Und in bestimmten Ecken ist Mittelmaß schon fatal. Und darum muss es gehen, diese Positionierung auch von einzelnen Innenstadtlagen. Und das wäre so einfach. Mal ein Beispiel, und auch das muss ein solcher Prozess bieten. Das ist gar kein Blaming jetzt für diesen Gewerbetreibenden oder diese Gewerbetreibende dort. Man hat Scheuklappen auf, selbstverständlich, wenn man so einen Laden hat und ist auch nicht der geborene Dekorateur, die geborene Dekorateurin. Aber es wäre so einfach, manchmal fehlt der Blick von außen. Markise rein, Warenaufsteller so drapieren, dass es kein Slalomlauf ist und Licht an. Da wäre noch kein Cent ausgegeben und man hätte etwas bewegt. Das meine ich auch mit Quick Wins, die ein solches Konzept bieten muss. Und wenn man will, kann man sowas machen. Es wurde eben das Parkdeck angesprochen und was man auf Parkdecks machen kann, das hat man in Braunschweig auf dem Parkdeck gemacht, eine Strandbar. Und das ist auch gar nicht so schwierig, das zu tun. Und das hat übrigens nicht die Stadt gemacht, das hat eine private Initiative gemacht, mit dem Eigentümer des Parkhauses zusammen. Da war kein irgendwie aus Städtebauförderung finanziertes Projekt hinter. Kommen noch ein paar andere Beispiele aus Braunschweig, weil das wirklich toll ist, was da so passiert. Stadtraumqualitäten. Öffentlicher Raum sieht häufig so aus, zum Glück auch nicht in Freiburg, aber was in Freiburg durchaus ja, wenn ich das mal so sagen darf, es könnte etwas grüner sein hier und da. Das ist, glaube ich, so, ich drücke es mal so aus. Und das ist natürlich ein Problem, weil das ist immer sehr, es wird mit Investitionen verbunden und so weiter, aber das muss es nicht unbedingt. Das sind temporäre Pocket Parks, beides.
Das Beispiel dort, da steht, das Bild ist abgeschnitten, da ist ein großer Baum daneben, der stand ansonsten nackt auf dieser Fläche. Was hat man gemacht? Rollrasen ausgelegt, Rindenmulch und ein bisschen mobiles Stadtmobiliar dahingestellt und der wurde super angenommen, der Ort. Und man kann es auch wieder einfach wegräumen, wenn man es dann nicht mehr braucht. Natürlich kostet das was, auch in der Pflege der Rollrasen. Das ist klar, aber es ist immer noch günstiger, als die Steine aufreißen. Und auch sowas ist denkbar. Grätzeloasen, mal als Beispiel, was man alles machen kann, temporär, wenn man vielleicht mal nicht den Parkraum braucht. Also wir reden auch mal viel über Parkraum, ist mir auch klar, aber vielleicht unterhalten wir uns dann auch mal in bestimmten Bereichen, da wo es Konflikte gibt, ist das denn dann, vielleicht macht man einfach, sagt man einfach mal, im Sommer ist es wichtiger, dass da Aufenthaltsqualität und Gastronomie ist und im Winter, wo es sowieso urselig und kalt ist, da kann da auch gerne mit dem Auto geparkt werden. Als ein Beispiel, muss nicht unbedingt so sein. Stadtraum muss inszeniert werden. Das sind viele Beispiele und die beiden mittleren sind aus Braunschweig, das gleiche Rathaus, da sehen Sie mal, was man machen kann mit einem wirklich nicht besonders, also ich habe selber da mal gewohnt, ich sage das jetzt deswegen auch als Ex-Braunschweiger aus voller Überzeugung, das ist nicht das schönste Hochhaus, was es dort in Braunschweig gibt, aber was hat man da gemacht? Man hat es Teil einer Inszenierung gemacht, einer Party auf dem Soldeck oder ganz abgefahren daneben, man konnte darauf Tetris spielen. Man hat eine Spielekonsole auf dem Soldeck gehabt und konnte auf diesem Rathaus Tetris spielen. Das hat übrigens auch alles diese Initiative gemacht, die auch das Soldeck gestaltet hat. Es geht um Erreichbarkeit, das haben wir auch schon gesagt. Und da geht es aber eben um mehr als einfach nur PKW. Es geht um Erreichbarkeit, die beginnt im Kopf, die setzt sich digital fort. Wer da nicht sichtbar ist, da ist die Erreichbarkeitskette unterbrochen. Ist nicht auf ein Verkehrsmittel beschränkt und sie hört auch nicht am Parkplatz auf oder am Bahnhof. Also es ist vielleicht auch wichtiger mal die Frage zu stellen, wie komme ich denn eigentlich vom Parkplatz zu meiner eigentlichen Destination, Stichwort Lesbarkeit der Stadt, als die Frage zu stellen, haben wir genug Parkplätze? Es geht vielleicht eher um die Qualität der Parkplätze. Wo sind sie denn gebündelt? Wo sind sie denn eben, sind sie sicher? Fühlt man sich dort wohl? Das sind dann vielleicht Fragen. Und es geht um Lesbarkeit. Das eine Beispiel ist so ein typisches, wie sieht ein innerstädtisches Leitsystem aus? Das daneben ist ein Beispiel aus einem Shoppingcenter. Sie sehen einen Unterschied. Und jetzt, ich glaube, ich brauche Sie nicht fragen, welches übersichtlicher ist. Darüber muss es auch gehen. Wie ist denn eine Stadt mit einem Leitsystem erkennbar, aber auch ohne Leitsystem intuitiv lesbar? Und zwar auch digital. Und da geht es nicht nur um ein digitales gelbe Seitenverzeichnis, wo jeder Einzelhändler aufgelistet ist, sondern, wie zum Beispiel hier, schöne Läden aus Halle, da gibt es kuratierte Shoppingtouren. Je nachdem, welches Thema man braucht, wird da einem eine Route vorgeschlagen. Dort werden Gutscheinaktionen angeboten, alles auf einer Plattform. Da werden Serviceangebote dargestellt. Darum muss es natürlich gehen. Und es geht letztendlich, wenn es um digitale Sichtbarkeit geht, nicht darum, dass da Infos über Parkgebühren stehen sollten. Das ist okay, aber eigentlich geht es um digitales Storytelling. Ein Beispiel hier, Heidenheim Erleben hat das während der Corona-Krise gemacht, ein Portal, wo quasi die Persönlichkeit der Händlerinnen und Händler sichtbar gemacht wurde und wo man dann sogar während des Lockdowns Twitch-Livestreams veranstaltet hat. Da hat zum Beispiel ein Weinhändler dann eine Weinprobe gemacht, hat sich da also schön vor der Kamera ein bisschen Wein genehmigt und das kommentiert und hat am Ende die Kamera umgedreht. Da waren die Weinflaschen mit Preisschild, da hatte man sogar noch ein digitales Schaufenster. Alles jetzt Dinge, die anstrengend sind, natürlich, da muss man sich bewegen, ganz offensichtlich. Aber ich glaube, darum kommen wir nicht herum. Und dann kann man sich natürlich auch gerne damit befassen, was macht denn eigentlich eine online-resiliente Innenstadt aus? Da kommen ganz viele Faktoren dazu. Da sind wir dann wieder im Planersprech, den ich jetzt eben so ein bisschen vermieden habe. Aber das ist dann der nächste Schritt, selbstverständlich. Darum muss es gehen. Jetzt könnte man sich fragen, das klingt jetzt alles super, letzte Folie, wie bringt man das auf die Straße? Und dann würde ich Sie gerne nochmal daran erinnern, geht um dieses Bündnis. Und das heißt, es geht um einen Prozess, es wurde eben nach dem Best-Practice-Beispiel gefragt, das wären Dinge so, wie man das angehen kann. Das, was wir hier jetzt machen, ist eigentlich der Beginn, auch wenn es jetzt nicht direkt eine Folgeveranstaltung gibt, aber man braucht eine Vision, man muss Ideen entwickeln, gemeinsam mit den Akteuren, die direkt umsetzen und dann auch Verstetigungsstrukturen schaffen. Das kann man auf unterschiedliche Art und Weise tun, gehe ich jetzt gar nicht mehr im Detail drauf ein, aber so einen Prozess aufzubauen, der mag für Freiburg anders aussehen, als der jetzt hier auf der Folie zu sehen ist. Aber das ist das Entscheidende und das meinte ich auch mit, es geht um einen Prozess und nicht um ein Projekt. Da gehört eine ganze Menge dazu und da reden wir über kleine, schlanke Veranstaltungsformate, wo man sich wirklich Gedanken macht, konkrete Projekte sich zu überlegen und vor allem ein smoother Übergang von Strategie und Konzeption zu Umsetzung und Steuerung, denn genau da ist meistens der Gap bei typischen Innenstadtkonzepten.
Und dafür würde ich gerne heute einmal werben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das ist der Leitsatz dahinter. Die Herausforderungen der Zukunft werden wir nicht mit dem Denken und Handeln der Vergangenheit meistern und schon gar nicht alleine. Danke. Ja, Sie dürfen gleich oben bleiben. Ja. auch wenn wir jetzt natürlich die Fragen ins Podium integrieren könnten. Erstmal ganz herzlichen Dank, Herr Nussbaum, für diesen lebendigen und flotten Vortrag, der wirklich eine bunte Darstellung des möglichen Weges illustriert hat. Und wenn hier direkt Fragen zum Vortrag entstanden sind beim Zuhören, dann wollen wir die natürlich auch nicht übergehen, sondern Ihnen jetzt Gelegenheit geben, sich ans Mikrofon zu stellen, sofern das gewünscht ist. Ich schaue mich mal um. Ja, gerne. Guten Abend, Herr Nussbaum, eine Frage. Mein Name ist Martin Laube, ich habe vorhin mich schon mal kurz vorgestellt. Eine Frage wäre, Sie hatten ja jetzt ein tolles Konzept vorgeschlagen. Haben Sie denn praktische Umsetzungsbeispiele, wo Sie diese Form, dieses Format auch in der Realität umsetzen haben können? Vielen Dank. Meinen Sie den Prozess jetzt, ja? Genau. Ja, das ist eigentlich, also immer in Abwandlung, weil man so einen Prozess nicht einfach aus dem Hut ziehen kann und dann genauso auf eine Stadt anwenden kann, aber immer in Abwandlung machen wir das, genau gerade. Also diese, ich nehme mal ein Beispiel, wir sind in Dortmund tätig und sollen dort ein Innenstadtmanagement anstoßen und da geht es nicht nur darum, jetzt eine Struktur aufzubauen, sondern sich auch ein Aufgabenheft sozusagen zu geben für dieses Innenstadtmanagement. Und was tun wir da? Wir denken uns da nicht einfach irgendwas selbst, sondern wir arbeiten in sehr kleinen Quartierswerkstätten im Übrigen, nicht Stadtwerkstätten, weil die Quartiere ja eine viel greifbare Ebene sind. Da schließen sich Akteursgemeinschaften zusammen. Da entwickeln wir ein Profil und vor allem auch direkt ein Prototyp, was man denn sehr konkret im Konsens gefunden umsetzen kann, um jetzt den ersten Schritt zu gehen, weil das ist ja immer das Problem. Man kann sich so viel überlegen und dann steht man wieder Ochs vom Berg. Man braucht einen ersten Prototyp, den man in diesem Prozess umsetzt. Und genau das machen wir. Das ist ein Werkstattverfahren, das beginnt dann mit Brainstorming und nachher wirklich, ist ein Verfahren, kennen Sie vielleicht auch nicht, Prototyping, aber da entwickelt man wirklich einen Innenstadtprototypen oder einen Quartiersprototypen, den man dann sofort umsetzt. Das kann zum Beispiel im Brückviertel in Dortmund, das ist sozusagen das Ausgehviertel, könnte man so sagen, in der Innenstadt, da sind wir gerade dabei, ein Quartiersfestival zu entwickeln, weil es dort so eine Lust gibt, Dinge zu gestalten und die Leute auch nicht auf die Stadt zum Beispiel in dem Falle sagen, die brauchen wir in dem Falle gar nicht. Wir zum Beispiel schicken sozusagen kleinere Quartiers-Sheriffs durch die Stadt, die ziehen sich bunt an und sorgen so ein bisschen in dem Quartier und sind ansprechbar, weisen darauf hin, wenn es irgendwo zu laut oder zu ruppig ist. Und so, und da ist eine lebendige Kreativszene und all das wird versucht jetzt in so ein Festival zu bündeln, als ein Beispiel mal oder eine erste Überlegung. Und genau das ist wichtig, dass man wirklich ins Handeln kommt und nicht nur darüber redet, was man in 10 Jahren machen kann. Ja, ich schaue, ob es noch weitere Fragen gibt. Zumindest steht niemand am Mikrofon. Dann können wir überleiten zur Podiumsdiskussion. Herr Nussbaum, wenn Sie mögen, können Sie direkt hier Platz nehmen. Ich denke, unser digitaler Teilnehmer, Herr Kaspar Schmitz-Morkramer, wird uns dann auch zugeschaltet. Der wird hier natürlich auch mit dabei sein. Ich freue mich aber sehr, dass Herr Haag sich hier mit uns, vor allen Dingen natürlich mit der Freiburger Perspektive, genauso wie Frau Pankow, dazugesellen wird. Ich glaube, ich würde vorschlagen, dass wir diesen rechten Stuhl ganz frei lassen, weil das dann der Stuhl wäre, also ich würde dann vielleicht mich irgendwo hier in die Mitte setzen, Frau Pankow, Sie vielleicht hier. Genau, ist ja freie Platzwahl im Grunde genommen. Genau, und Herr Thierstein, Sie dürfen sich auch gerne mit dazu gesellen und wir würden gerne mit Ihnen gemeinsam in die Diskussion eintreten und deswegen gibt es auch hier diesen freien Stuhl, also fühlen Sie sich wirklich frei, sich dazu zu setzen. Ich habe hier so eine wunderbare kleine Sanduhr, das sind 3 Minuten. Wir sind jetzt aber nicht so streng mit den 3 Minuten, so nach dem Motto, eine Frage schnell beantwortet und wieder aufstehen. Ich drehe das auch gerne nochmal um, aber es wäre natürlich toll, wenn wir viele Stimmen hier mit
in den Dialog einbauen könnten, um wirklich auch ihre Fragen, ihre Kommentare und ihre Erwartungen an einen Prozess hier mit einbauen können. Also das möchte ich gerne an dieser Stelle aussprechen, dass Sie sich eingeladen fühlen, kommen Sie einfach dazu und dann bauen wir Sie spontan mit ein. Wir wollen vielleicht mal anfangen, weil wir haben jetzt viel von externen Experten gehört und jetzt ist natürlich auch interessant, welche Resonanz mit der Freiburger Perspektive entstanden ist. Da spreche ich natürlich hier meine direkten Sitznachbarn an. Vielleicht, Herr Haag, wir haben ja jetzt gehört, wie enorm Veränderung im Gange ist, dass es auch im Grunde ja disruptive Umbrüche gibt und Innenstädte herausfordern. Und ich habe auch verstanden, insbesondere beim Herrn Nussbaum gehört zu haben auch, dass ein Weiter-so nicht weiterbringt. Und ja, ich habe ein Zitat mir noch notiert von Winston Churchill, der sagte, eins vergeude nie eine gute Krise. Ich würde sagen, Freiburg ist wahrscheinlich nicht in der Krise. Aber wie schauen Sie als Freiburger Politiker auch auf diese Entwicklungen und wie auf die Freiburger Innenstadt? Also was hören Sie, wo würden Sie sagen, drückt der Schuh? Was ist so Ihre, ja, Diagnose so aus Ihrer Sicht? Wo steht Freiburg gerade, wenn man so mal den Blick auf das, was Sie so hören, nimmt? Ja, also zunächst mal ist es so, dass ich auf diese Corona-Krise gerne verzichtet hätte. Also für mich ist das keine gute Krise und ich glaube auch nicht, dass die sehr viel Gutes unterm Strich hervorgebracht hat. Aber ich glaube, wir müssen einfach damit umgehen, weil wir feststellen, dass es wahrscheinlich noch eine ganze Zeit lang weitere Krisen gibt und wir in einer Situation sind, wo sich das eine mit dem anderen sozusagen überlagert jetzt auch. Jetzt haben wir das Thema Ukraine, das wird auch nochmal unheimlich viel verändern. Ich glaube, Sie haben es vorhin gesagt, Herr Thierstein, die Welt wird sicher nicht mehr so sein, wie sie vor 2,5 Jahren war. Und insofern glaube ich, dass wir in Freiburg in einer Situation sind, wo wir, auch wenn das jetzt vielleicht nicht alle hier im Saal so sehen, ich glaube, dass wir was bezüglich der Innenstadt noch in einer relativ guten Situation sind. Und bevor sich jetzt gleich irgendwelche Leute melden und sagen, lehnt euch nicht zurück, würde ich sagen, ja, wir dürfen uns auch nicht zurücklehnen. Wir sind zwar noch in einer relativ komfortablen Situation, weil wir eine attraktive Innenstadt haben, weil wir auch eine gute Händlerschaft haben, weil wir, glaube ich, auch gute Gastronomie haben. Aber das ist nichts, wo wir sagen können, da können wir uns drauf ausruhen. Wir sehen jetzt auch, dass uns die Entwicklungen einholen. Das war ja auch der Anlass, warum wir hier überhaupt sind. Der Anlass der letzten Jahre, dass wir gesagt haben, auch unsere Freiburger Innenstadt braucht neue Impulse. Wir müssen uns da wieder zusammenschließen. Und ich glaube schon, dass wir jetzt, und das wäre sozusagen mein Fazit am Ende noch, da werde ich aber etwas länger drauf eingehen, am Beginn eines Prozesses sind, den wir miteinander gehen sollten, weil wir, glaube ich, auch dadurch, dass wir noch in einer etwas komfortableren Lage sind, von vielen Beispielen lernen können. Und insofern fand ich es gut heute, dass wir gute Beispiele gesehen haben und dass wir jetzt gerade, und das war auch das Ziel heute, vielleicht den Kopf ein bisschen aufmachen und nochmal drüber nachdenken, was könnten wir denn da für Freiburg übernehmen, was müssen wir vielleicht auch anders machen, weil wir eine andere Ausgangssituation haben. Aber ich glaube, dass dieses, was jetzt gerade zum Schluss nochmal gesagt worden ist, ist ein individueller Prozess, wo wir die Akteure einbinden. Hier spielt auch das Thema, ist schon gerade mal gesagt worden, Henrike, das Thema Wohnen natürlich auch eine große Rolle. Ne? Das müssen wir auch nochmal mit reinspielen. Und dass wir diesen Prozess jetzt starten, das ist, glaube ich, schon mal das, was ich mitgenommen habe. Ich glaube, wir haben da nicht arg viel Zeit, die wir uns da lassen sollten, aber wir sollten den in aller Ruhe angehen, weil es ist wirklich ein wichtiger Prozess für die Innenstadt und wir müssen gucken, dass wir da auch wirklich alle auch mitnehmen, weil wir es sonst nicht schaffen. Ja, vielleicht nochmal Bezug nehmend auf das Kolloquium hier und heute, das ist ja schon ein starkes Signal eigentlich, auch so ein Kolloquium mit Ihnen allen hier durchzuführen. Und würden Sie sagen, die Verantwortung seitens der Stadt oder auch die politische Rolle ist dabei, den Prozess zu initiieren und auch ein Stück weit für den Prozess verantwortlich zu sein?
Ja gut, wir sehen uns schon jetzt in der Rolle, dass wir diesen Prozess in die Hand nehmen. Wir haben über die FWTM einen Innenstadtkoordinator. Dieser Innenstadtkoordinator hat natürlich jetzt nicht sozusagen die Aufgabe, diesen Prozess zu managen, aber er soll sozusagen ein Ansprechpartner, ein Gesicht für alle Akteure in der Innenstadt sein und wir als Stadt, und deshalb machen wir heute dieses Kolloquium, sehen uns schon auch in der Verantwortung, diesen Prozess zu initiieren, wenn es dann so kommt, wie Sie gerade zum Schluss gesagt haben, dass sich da auch eigenständige Gruppen bilden, die ohne die Stadt agieren. Umso besser, aber natürlich braucht es auch jemanden, der das anstößt, der es in die Hand nimmt, der auch solche Dinge organisiert wie heute, und das sehen wir uns schon in der Pflicht. Ja. Ja, ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zu Ihnen, Frau Pankow. Was würden Sie sagen, welche Veränderungen nehmen Sie wahr, die stattfinden in Freiburg? Sie haben ja ein bisschen mehr den Blick aufs Kulturelle, aufs Öffentliche oder auch aufs marktorientierte Vorgehen hier in der Innenstadt. Das wäre so das eine. Und das andere nochmal, wo sehen Sie auch Ihren Beitrag? Vielleicht jetzt nochmal Bezug nehmend auf das, was wir eben hatten, so in Ihrer Rolle. Ja, also erstmal sind wir natürlich im Urban Blues, sage ich mal. Die Akteure sind im Urban Blues. Wir hatten die völlig leere Innenstadt. Die Kulturszene war maximal noch online erlebbar. Das Nachtleben hat sich in die Weinberge verlagert und der Städtetourismus war im freien Fall. Und das ist schon was, was geschockt hat und was nachwirkt und was auch noch nicht vorbei ist. Jetzt haben wir so eine vorsichtige Hoffnung, sage ich mal, auf den Übergang zur Endemie. Jetzt, Herr Hack hat es eben schon gesagt, Herr Tierstein auch, kommt der Krieg hinzu und natürlich die vielen Fragezeichen, was wird das jetzt wieder bedeuten für den Handel und für den Tourismus. Die Hotellerie merkt es schon in Bereichen, wo einfach wichtige Kundengruppen jetzt auch wegfallen. Und die hohen Energiepreise natürlich werden auch im Handel spürbar sein, das ist völlig klar. Und trotzdem, und man sieht es ja heute auch, haben wir einen ganz großen Schatz, nämlich ganz, ganz viele Akteure, die wahnsinnig aktiv sind, die sich selbst antreiben und uns antreiben und die was machen wollen. Und so ein Prozess, der auch aus meiner Meinung ganz wichtig einfach alle inkludiert, weil es alleine keiner schafft, diese große Aufgabe, der lebt natürlich davon, dass wir hier diese Köpfe haben, und da sind die Freiburger einfach auch super. Die sind schon immer stur gewesen, die sind freiköpfig, wie wir das sagen, in unserem touristischen Markenrat. Und da glaube ich auch, dass wir deshalb eine ganz, ganz tolle Voraussetzung haben, um diesen Prozess zu starten und eben auch miteinander zu Ideen zu kommen und diesen Prozess auch positiv und wirksam voranzubringen. Und unsere Rolle sehe ich schon auch gemeinsam mit der Stadt. Wir haben keinen Innenstadtmanager eingestellt, sondern einen Innenstadtkoordinator. Und das haben wir auch schon gemacht in Abstimmung mit den betroffenen Ämtern der Stadt, weil es uns eben so wichtig war, weil wir vorher schon gesehen haben, alleine erreicht eine Wirtschaftsförderung nichts, erreicht auch ein Stadtplanungsamt nichts, da gibt es ganz viele andere, erreicht auch eine Händlervereinigung nichts, es braucht alle diese. Und deshalb sehen wir uns auch gemeinsam in der Aufgabe und wollen das auch gerne mit vorantreiben, einen solchen Prozess zu moderieren und das unsere dazu zu tun, um eben dazu beizutragen. Und ich bin ganz, ganz froh, dass wir schon eine Taskforce Innenstadt haben. Das ist zwar keine so große wie die Herr Nussbaum angekündigt hat, aber sie hat zumindest die betroffenen Amtsleiter da schon drin und die FETM. Das heißt, wir sind, glaube ich, und das haben uns die Referenten im Vorgespräch auch bestätigt, da schon weiter als andere Städte, dass wir eben nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander und da auch schon einen Schritt vorangekommen sind, glaube ich, auch das eine gute Voraussetzung, dass wir da weiterkommen. Sie haben es gerade schon vorweggenommen, aber ich würde trotzdem gerne Herrn Nussbaum die Gelegenheit geben, wie besonders ist es denn, dass hier Stadt und FETM zusammensitzen, das zusammen initiiert haben und da auch schon ein Stück Wege gemeinsam gegangen sind? Ja, ich finde, das ist schon bemerkenswert. Das ist nicht unbedingt wirklich in jeder Stadt so. Ich würde grundsätzlich sagen, ist das in kleineren städtischen Strukturen noch einfacher. Da ist die Wirtschaftsförderung meistens der Bürgermeister oder Bürgermeisterin und da gibt es einfach ein paar wenige Köpfe. Aber in größeren Städten ist das sehr anspruchsvoll, weil es eben natürlich ganz klare Ressorts gibt. Das macht ja auch total Sinn. Jeder hat seine Aufgabe. Es gibt aber nicht
den einen oder die eine Person, die die Aufgabe Innenstadt hat. Das ist eben aufgeteilt auf ganz viele Fachressourcen. Deswegen macht so eine Koordination absolut Sinn. Sie muss halt wirkmächtig sein. Sie muss Dinge durchsetzen können, auf welche Art und Weise auch immer. Und darum muss es gehen. Von daher auf jeden Fall ist Freiburg hier, wenn es gerade um größere Städte geht, schon auf einem Weg, wo andere Städte gerade erst am Anfang stehen. Ich gucke mal gerade in den Bildschirm, Herr Schmitz-Morkramer. Wir haben ja jetzt viel auch über Prozesse noch gehört in den anderen Vorträgen. Und Sie haben ja mit Blick auch auf das bauliche Geschehen oder auch das städtebauliche Geschehen einiges zur Stadtentwicklung erzählt. Und haben Sie einen Gedanken im Sinn, was eben gerade so dieses Zusammenspiel der verschiedenen Rollen, wie wir sie jetzt hier auch sitzen haben, Politik, Verwaltung, weitere Organisationen, sage ich mal, die sich um Marketing etc. kümmern. Und was ist Ihnen, wo würden Sie sagen, sind für den Prozess wichtige Grundprämissen zu beachten, was diese Verantwortung angeht? Genau, ja, ich glaube, ich bin da ganz beim Herrn Nussbaum. Wir brauchen alle Akteure zusammen, wir brauchen sie alle am Tisch. Dafür ist es natürlich wichtig, dass Politik und Verwaltung im Endeffekt auch mit einer Stimme sprechen und auch ein gemeinsames Bild entwickeln, wo sie die Stadt in der Zukunft eben sehen und versuchen, sagen wir mal, vor allen Dingen auch die privaten Eigentümer, weil die muss ich ja mitnehmen, ohne die wird es nicht funktionieren. Also ich gehe davon aus, dass es in Freiburg nicht anders ist als in anderen Städten, dass das meiste sozusagen, was die Innenstadt ausmacht, eben sozusagen auch von privaten Eigentümern besessen wird und die müssen bei der Veränderung mitgenommen werden. Und im Gegenzug muss ich natürlich auch gucken, dass ich die Bürger mitnehme und man darf das nicht unterschätzen, dass jede Veränderung natürlich auch mit gewissen Ängsten immer wiederum versehen ist. Und insofern muss man einfach aufpassen, dass man den Bürgern auch die Angst vor der Veränderung nimmt. Es ist ein Prozess, in den sich die Städte hineinbegeben. Es ist auf der anderen Seite aber auch ein Wandlungsprozess, der immer wieder andauern wird. Das ist ja eine stetig laufende Geschichte. Ja, auf den Punkt mit Veränderungsprozessen oder Veränderungen kommen wir noch. Ich wollte Herrn Thierstein fragen, weil Sie haben das Stichwort gesagt, der privaten Immobilieneigentümer. Und was ich weiß oder höre oder auch erlebt habe in solchen Prozessen, ist, dass es dann doch immer wieder genau da schwierig wird, wenn man versucht, die Immobilieneigentümer mit ins Boot zu holen. Wir hatten ja vorhin die Frage von Ihnen, jetzt habe ich den Namen gerade nicht mehr, aber mit bezüglich der Investitionen. Und Investitionen sind ja auch die privaten Eigentümer. Was würden Sie sagen, Herr Thierstein, wie kann man die am besten locken, in solche Prozesse aktiv mit einzusteigen? Ja, ich glaube, erstens muss man einfach unterscheiden, von welchen Eigentümern spricht man. Ich meine, der Schmitz-Morkhammer hat es angesprochen, natürlich der Großteil des Eigentums liegt bei sehr kleinen Eigentümern. Ja. Die haben ein Wohnhaus, die haben vielleicht zwei Objekte oder haben das als Gewerbetreibende in der Familie schon übernommen. Also das sind wirklich kleine Eigentümer. Und dann gibt es natürlich ein paar große, die eine Portfoliostrategie fahren. Und ich glaube, um die geht es dann auch, weil die natürlich Ansprüche haben und die haben auch professionelle Leute, die ja in der Regel sogar noch schlauer sind als die auf der Stadtseite. Das heißt, die wissen eigentlich ganz genau, weil die Leute sind international ausgebildet, die haben all diese städtebaulichen Erfahrungen, Projektentwicklungserfahrungen. Das heißt, auch die Stadt muss eigentlich, sage ich jetzt mal unangenehmes Wort, aufrüsten, um auf Augenhöhe mit den großen Privaten eigentlich sprechen zu können. Die Sache ist eigentlich, dass natürlich, wie ich versucht habe im Vortrag zu zeigen, die Wirkmacht der privaten großen Entwickler und Eigentümer, die endet an ihrer Hausfassade. Und das haben wir jetzt ja gemerkt. Stadttransformation in dieser Situation, in dieser Krise, braucht eben sozusagen die neue Mischung in der Vertikalen. Da können die Privaten was tun, aber eben auch nicht alles, weil sie auch nicht wissen, wer noch Akteur ist, wer da noch mit reinkommen könnte. Das braucht eine neue Rentabilitätsrechnung, dass und die Horizontale, der Straßenraum, ja, also da muss man sehr viel machen können, da kann man eigentlich fast alles machen, wenn man das will. Das heißt, es braucht eigentlich eine Art von
Kooperationskultur und Kooperationsstimmung, um auch die Großen sozusagen zu überzeugen, dass wenn die Stadt nicht mitzieht in Bezug auf Bewilligungen, auf Recht, ja, außer das, was ihnen natürlich normal zusteht, in der Regelbauweise und so weiter, das muss eigentlich eben ausgehandelt werden. Und dann kann man das natürlich über mehr Nutzung, mehr Ausnutzung kann man da schon Dinge geben. Aber ich sage, für mich ist immer die Stadt München eigentlich ein negatives Beispiel, ein abschreckendes Beispiel in dieser Hinsicht. Also wo, wenn nicht in München, könnte man eigentlich von der Stadtseite her die maximalsten Ansprüche und Ideen für gute Städtebau, für gute Qualität im öffentlichen Raum, für das Zusammenspiel von privat und öffentlich herausholen, wenn nicht dort. Aber das tut man eigentlich nicht, weil man irgendwie so eine Art von Hemmung hat und denkt, ah, der Große, der kommt und der wird jetzt erst. Sie würden für mehr Mut plädieren, hier eine klare Haltung seitens der Stadt zu formulieren und da in einen entsprechenden Diskurs für die Qualität im Stadtraum auch zu kommen. Ja, vor allem, weil eben diese Urbanität oder diese Lebendigkeit kann der Private, und sei er noch so groß, nicht selbst produzieren aus. Das muss man ihm klar machen, also ich meine in freundlichen Worten natürlich und in Beispielen, ja, also in urbanen Prototypen, ja. Wie es Herr Nussbaum schon gesagt. Bevor ich Sie jetzt gleich nochmal direkt anspreche und einlade, hier Platz zu nehmen, Herr Haag, Sie haben Resonanz dazu. Ja, ich wollte vielleicht einfach nur nochmal einen Satz dazu sagen, weil ich, also ich bin jetzt, glaube ich, ich will zwei Sätze sagen. Das eine ist zum Thema Veränderung. Also wir machen ja in der Bauverwaltung nichts anderes als Veränderungsmanagement als das ganze Tag. Ne? Weil überall, wo wir aufschlagen, verändert sich irgendwas. Entweder bauen wir ein neues Wohngebiet oder wir bauen eine Straße um oder wir bauen eine neue Straßenbahn, manchmal bauen wir noch ein Stadion oder ein neues Stadtteil, da gibt es mal einen Bürgerentscheid. Das heißt, ich weiß, was Veränderung bedeutet und ich weiß auch, wie schwierig Veränderung gerade in der Innenstadt ist und deshalb habe ich einen Heidenrespekt vor dieser Aufgabe. Aber ich glaube, und das appelliere ich jetzt nochmal an Sie alle, wir müssen uns alle auch ein bisschen bewegen und wir müssen alle miteinander gemeinsam diese Veränderung angehen, weil das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, das ist gerade nochmal gesagt worden, Veränderung tut eben auch manchmal ein bisschen weh, man muss sich von dem einen oder anderen verabschieden und dafür gewinnt man aber auch was Neues und da möchte ich eigentlich dafür werben. Und das Zweite, für was ich werben möchte, ist, und das ist, knüpft auch an das an, was Herr Tierstein gerade nochmal gesagt hat, ich will es mal umgekehrt sagen, ich bin kein Heimattümler. Aber ich glaube, wir brauchen viel mehr Freiburgerinnen und Freiburger, die für diese Stadt auch Verantwortung übernehmen. Und wir haben sie zum Glück auch noch. Wir haben viele Investoren, wir haben viele Family Offices, wir haben viele Privatleute, die hier in Freiburg zu Hause sind, die wissen, was diese Stadt ausmacht, die hier auch Gebäude halten, die hier große Gebäude halten. Und die müssen wir auch gewinnen, weil um denen ihr Asset geht es, um denen ihre Werte für die Zukunft geht, die müssen sich auch verändern, die müssen vielleicht auch mal einen Wert abschreiben, aber die gewinnen dafür auch etwas und das wünsche ich mir eigentlich, dass diese Freiburgerinnen und Freiburger sich noch viel mehr melden und aktiv da einbringen. Wir werden immer ein paar haben, da werden wir es schwer haben, glaube ich jetzt mal, an die überhaupt ranzukommen, weil wir halt nur ein Immobilienstandort B sind und da taucht dann so ein Immobilienmanager gar nicht auf, aber mit den anderen kann man auch sehr viel machen. Insofern sind ja einige auch im Raum. Ich appelliere an Sie, bringen Sie sich da auch ein. Ja, schönen Dank. Wir haben jetzt viel über Wandel gesprochen und ich frage mich gerade, vielleicht Frau Pranko, haben Sie eine Idee dazu? Gibt es denn auch eine Konstante in Freiburg, auf die man sich beziehen könnte? Also was Kontinuität auch bedeuten könnte? Ich meine, Sie haben ja jetzt auch viel Erfahrung mit vielen Akteuren. Was ist das auch? Weil ich glaube, bei all dem Wandel braucht es ja auch was, wo man sich dran vielleicht ein bisschen festhalten kann. Ich glaube, die Kontinuität ist tatsächlich die Art der Freiburger, die ja ganz viel Bottom-up machen, schon immer. Also es gibt irgendwelche Mountainbike-Trails, da schließen sich Leute zusammen, holen Kanadier her, machen Mountainbike-Trails. Wir haben so eine Bottom-up-Kultur hier in dieser Stadt, die ganz stark ist und die in ganz vielen Fällen so viel Positives hervorbringt. Und ich glaube, auf der können wir ganz stark aufbauen. Und die ist da und die ist auch irgendwie typisch für Freiburg. Ich habe das vorhin als stur bezeichnet. Wenn man in die Historie von Freiburg schaut, dann hat man das immer wieder. Das beginnt mit dem Bau des Münsters, wo die Freiburger gesagt haben, wir warten doch jetzt nicht, bis hier ein Bischof ist, wir bauen jetzt einfach mal so eine
Riesenkirche. Und das ist schon eine Eigenart in Freiburg, die ich immer wieder merke in jeder Diskussion. Die ist manchmal wahnsinnig anstrengend, aber man kann absolut auf sie bauen. Ja, vielen Dank. Ich gucke jetzt einfach mal in die Runde. Ah, wunderbar, kommen Sie her. Sie trauen sich nicht hier hoch. Natürlich, aber. Ja. Ah, sehr gut. Wunderbar, einer muss immer der Icebreaker so ein bisschen sein. Wunderbar, dass Sie da sind und sich hier mit uns kurz... Gut, ich kann mich noch mal kurz vorstellen. Wie gesagt, Martin Laube, ich bin Center Manager vom Einkaufszentrum Schwarzwald City. Ich kenne beide Seiten. Ich bin Vermieter, Vertreter von 50 Gewerbetreibenden. Ich vertrete den Eigentümer von zwei Innenstadtimmobilien. Somit habe ich beide Seiten kennengelernt. Und es gibt tolle Ideen, keine Frage. Aber was mich die ganze Zeit beschäftigt, ist, wie wollen Sie es denn schaffen, die Ebene der Eigentümer zu erreichen? Weil schauen Sie, wir haben hier in Freiburg viele alte Immobilien, wo die Eigentümer die Händler waren. Ja? Nach dem Krieg, 4 Kinder, 5 Kinder, keiner wollte das Geschäft. Aus diesen 5 Kindern wurde eine Erbegemeinschaft, weil keiner sich gegenseitig auszahlen konnte. Heute sind das 25 Leute am Tisch. Die sind in der ganzen Welt verstreut. Die verkaufen diese Immobilie nicht. Und sie halten diese Immobilie auf der Kajo und die sind renditeorientiert. Die Rendite interessiert nur die Rendite und sonst erstmal gar nichts. Dann haben wir viele Kapitalgesellschaften, die diese Immobilien halten. Dann gibt es auch die Kirche, die diese Immobilien besitzen. Glauben Sie im Ernst, die lassen sich auf ein Genossenschaftsmodell ein? Im Leben nicht. Das sind die Realitäten. Das klingt jetzt so, als würde ich ein bisschen in die Suppe spucken, aber im Prinzip ist das Problem, im Prinzip, Sie haben vom Ansatz her natürlich recht, die Kommunikation mit dieser Gruppe aufzubauen, ist lebensnotwendig. Und das werden dicke Bretter sein, die man da bohren muss über Jahre, weil die es natürlich jetzt noch überhaupt nicht verstanden haben, durch die hohen Mieten, die sie in den letzten Jahrzehnten erworben haben. Die haben sie vielleicht gerade noch, die werden sie in den nächsten Jahren nicht mehr bekommen, weil die Mieten nachgeben werden. Die werden sich aber nicht mit der Stadt unterhalten, sondern die werden sich mit dem internationalen Makler unterhalten, wenn es da einen Mieterwechsel gibt. Die werden das Gespräch von sich auch gar nicht führen, das werden sie gar nicht mitkriegen. Und wenn dann im Prinzip unter Umständen 80-90% der Gesamtrendite eines Immobiliengebäudes, einer Immobilie, im Erdgeschoss passiert, dann ist es denen egal, was da im Obergeschoss dann stattfindet. Dann bleibt es halt leer stehen, weil die reißen das Ding nicht ab und sie werden es auch nicht für ein Wahnsinnsgeld umbauen, sondern die werden dann einfach ein meistbietendsten das Ding vermieten da unten drin. Und da wird sich erstmal nichts ändern. Also an die Leute ranzukommen, weil sie haben das zwar angesprochen, Verwaltung, Politik, Gewerbetreibenden und so weiter, aber die Eigentümer entscheiden, niemand anderes entscheidet. Und da spielt die Musik. Und ansonsten können wir uns hier Konzepte überlegen, wie wir wollen. Hier müssen wir Da ist das große Fragezeichen zu gucken, genau wo da die Knacknuss zu knacken. Wen würden Sie denn gerne mal fragen, was da für Ansätze vielleicht zu finden sind? Ja, natürlich den Herrn Dr. Haag, der hier in Verantwortung ist in Freiburg, inwieweit er hier schon Erfahrungen gemacht hat, ob er hier Chancen sieht, genau in dem Bereich weiterzukommen. Fragen wir erstmal ihn und dann auch gerne die, ob sie schon oder wie ihre Erfahrungen bis hierhin in diesem Feld sind, diese Knacknüsse zu knacken. Und dann gerne Herr Nussbaum auch nochmal, ich denke, Sie haben da ein breites Feld vielleicht auch an Erfahrungen. Also erstmal, Herr Laube, vielen herzlichen Dank für die klaren Worte, weil ich glaube, Sie haben es gerade nochmal schön auf den Punkt gebracht, vielleicht auch noch deutlicher, als ich es gesagt habe. Jetzt traue ich mich vielleicht auch etwas deutlicher zu werden. Ich glaube, dass es Freiburg noch relativ gut geht. Und ich glaube auch, dass man auf viele leerstehende Läden noch möglicherweise Unternehmen bekommt, die das für einen hohen Preis anmieten. Und das ist einer Veränderungsbereitschaft nicht förderlich, so will ich es mal formulieren. Das ist eine Chance für uns, weil es vielleicht, ich meine, ich sag mal, Ihre Beispiele waren nicht umsonst aus Braunschweig und aus Hamburg und aus Dortmund, also Hamburg vielleicht nicht, aber andere Städte, die
sagen wir mal, einen Strukturwandel schon hinter sich haben, den wir so in der Form überhaupt noch nicht haben. Der kann jetzt vielleicht kommen, weil wir leben natürlich unheimlich stark vom Städtetourismus, wir leben stark von den, auch von der Schweiz und von Frankreich, auch von diesem Dreiländereck, der kann auch kommen. Aber die guten Beispiele entstehen, glaube ich, auch immer da, wo Leute auch Immobilieneigentümer, ein Stück weit mit dem Rücken an der Wand stehen und sagen, ich muss mich bewegen. Solange ich immer noch einen nationalen oder internationalen tätigen Modekonzern finde, der mir mein Erdgeschoss für einen Schweinepreis anmietet, bewege ich mich natürlich auch nicht. Und insofern kann ich nur sagen, ich halte es für ein enorm wichtiges Thema, was Sie angesprochen haben. Ich würde da gerne auch weitermachen, weil ich habe bislang nur punktuell immer Kontakt. Einige sitzen ja im Saal, da reden wir dann mal. Aber so einen systematischen Kontakt mit den Eigentümern, den müssen wir, glaube ich, ein Stück weit aufbauen. Und da kann ich nur sagen, Herr Laubi, helfen Sie mir. Darf ich noch eine weitere Frage stellen? Ja, anderes Thema, aber weil vielleicht wollte ich ja noch kurz Herrn Nussbaum und vielleicht, also Sie signalisieren gerne, Herr Schmitz-Morkramer, weil wir Sie nur so ein bisschen sehen, dass wir einfach dann nochmal, was sind ja die Erfahrungen? Sie haben ja auch internationale Erfahrungen. Ja, genau. Wollen Sie zuerst? Ja, ich wollte nur sagen, es gibt also mal ein Thema, was bitte nicht zu unterschätzen ist. Wir haben gerade über die Eigentümer gesprochen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir erleben, dass die Eigentümer da sehr, sehr offen sind, aber es gibt einen anderen Faktor, der ist meiner Meinung nach zurzeit viel bestimmender und das Wort ist auch schon gefallen, das sind nämlich die Mieter. Und dieser Mietermarkt hat sich sehr stark geändert und die Mieter haben andere Anforderungen und das mag sein, dass vielleicht die eine oder andere Nachvermietung heute im Bestand noch so funktioniert, aber das Spiel wird sehr schnell ein Ende haben. Und insofern erleben wir eben auch schon, dass zumindest auch an anderen Standorten, die Eigentümer sehr stark reagieren und der Veränderungsprozess sehr groß ist. Also wenn Sie sich das angucken, was alleine gerade in der Hohenstraße passiert, da ist, sagen wir mal, viel los, auch was Eigentümerwechsel und Ähnliches angeht, was vor vielen Jahren nicht denkbar war. Also das heißt, Sie haben vollkommen recht mit dem, wie Sie es analysiert haben, mit den großen Erbengemeinschaften, die dort stehen, aber irgendwann kommen die dann halt auch mal an den Punkt, dass sie kapieren, dass es eben nicht nur eine Rendite gibt, sondern dass man irgendwann auch mal wieder was investieren muss. Ja, ist natürlich auch die Frage, wann ist denn so ein Point auf, ich weiß nicht, gibt vielleicht auch ein Fachwort dafür, wann so ein Punkt erreicht ist, der dann diese Veränderung auslöst und vielleicht kann man ja irgendwelche Katalysatoren einbauen, dass es schneller geht, aber vielleicht, Herr Nussbaum, erzählen Sie uns was dazu. Ja, also ich finde immer auch, es wäre jetzt falsch von den Eigentümern, meinten Sie auch nicht. Es gibt ganz unterschiedliche Arten von Eigentümern und Eigentümerinnen. Und natürlich gibt es den Fall der Erbengemeinschaft. Wir haben selber mal eine große Handelsimmobilie untersucht in der Mittelstadt, wo es eine riesige, also es war wirklich, das war aufgeteilt, vor allem im Obergeschoss, da gab es Eigentumswohnungen. Die umzugestalten, ist ein Riesenkraftakt. Da haben wir einen kompletten Prozess gesteuert, nur um das irgendwie auf Spur zu bekommen, Szenarien zu entwickeln. Deswegen glaube ich, man muss überlegen, welche Struktur an Eigentümern hat man da. Man kann sich nicht mit jeder Immobilie befassen. Man muss identifizieren, was sind denn die Schlüsselimmobilien in diesem Stadt- oder Quartiersgefüge und welche Eigentümerstruktur habe ich dahinter, um dann auch wirklich die zu identifizieren, wo sich dann dieser Aufwand lohnt. Man wird nicht mit der Gießkanne über alles gehen können. Und dann wird es so sein, es ist so faktisch, dass vielleicht nicht in der A-Lage in Freiburg, aber in der B-Lage, wird in bestimmten Lagen kein Einzelhandel mehr sein, in bestimmten auch in Erdgeschossnutzungen zukünftig kein Einzelhandel mehr sein, wenn die Immobilie sich nicht neu aufstellt. Das heißt, entweder der Eigentümer, die Eigentümerin verändert ihre Immobilie oder da ist kein Einzelhandel mehr drin. Und dann hat sich das mit der Rendite erledigt. Dann sind wir vielleicht noch bei institutionellen großen Konzernen, die das als Abschreibungsobjekt nutzen sozusagen, aber auch nicht nur die gibt es. Es gibt ja auch wirklich große Immobilien, institutionelle Eigentümergesellschaften, die machen sich sehr wohl sehr konkrete Gedanken dazu, wie Mixed-Use-Immobilien aussehen in Innenstädten. Und vielleicht letzter Punkt noch. Andere Abteilung bei uns im Unternehmen, die beschäftigen sich mit City Managements, also mit genau solchen Themen. Das ist leider sehr frustrierend, wenn ich das jetzt am Anfang sage, aber es hilft nichts anderes. Reden, und zwar in Einzelgesprächen, Eigentümer oder Eigentümerin für Eigentümerin und überzeugen. Und ich bin überzeugt, dass es eine gewisse, ich glaube einfach, dass es eine gewisse Intelligenz gibt, auch einfach dann, wo dann erkannt wird, dass ein bestimmtes Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert. Das heißt, Sie würden schon dafür plädieren, sehr deutlich zu machen, welche Szenarien auf eine Immobilie zukommen, wenn man Dinge unterlässt oder
ja, also je nachdem, wie man sich da verhält am Markt, wenn man nichts tut, also dass man das wirklich versucht, deutlich zu machen, was das bedeutet und vielleicht welcher Benefit es bedeutet, mitzumachen an einer Vision oder Strategie für die Zukunft. Zuzüglich eine Perspektive aufzeigen, das kann die Stadt tun mit einem entsprechenden Prozess. Also das erleben wir zum Beispiel auch in Köln, da bewegt sich eine ganze Menge. Was die Akteure dort brauchen, ist eine gewisse Sicherheit, dass dann auch bestimmte Prozesse langfristig angestoßen werden, dass es eine Idee gibt, wie sich eine Handelslage weiterentwickeln soll und dann und die Leute entsprechend ernsthaft mit eingebunden werden, dann zeigt sich auch eine gewisse Bereitschaft. Nicht bei allen, aber bei einigen. Haben Sie ja auch im Grunde genommen zwar ein bisschen im anderen Kontext, aber haben ja auch gesagt, man wird nicht alle mitnehmen und es kann auch nicht das Ziel sein, dass man am Ende sagt, von 100% haben wir nicht 100% erreicht, sondern nur 90% und das wäre ja dann nicht zielführend an der Stelle. Sie hatten noch eine zweite Frage. Wenn Sie erlauben, ja, würde ich gerne noch vergessen, umzudrehen, keine Frage. Und zwar geht es mir um das Thema Erreichbarkeit. Also wir haben hier ja im Oberzentrum Freiburg insgesamt vielleicht mit Freiburg zusammen und dem Umland 1 Million Konsumenten. 1 Million Menschen mit allen Landkreisen bis an die Schweizer Grenze und so weiter. So, diese Erreichbarkeit, die muss einfach und komfortabel sein. Wenn das nicht funktioniert, dann kommen die Leute nicht nach Freiburg. Das ist so. Und ich habe einfach die Angst vor lauter Klima-Mobilitätsgedanken und so weiter und so fort und dass man den Individualverkehr zu stark verteufelt. Ich weiß, man muss da was tun, die Autos müssen kleiner werden, wir müssen auch Elektro und so weiter, aber der Individualverkehr jetzt mal hat nicht zwingend nur was jetzt damit oder schließt jetzt die grüne Philosophie ja nicht aus. Ja? Und die Leute auf dem Lande, die müssen auch einfach und bequem in die Stadt kommen können. Wenn sie das nicht können, dann bleiben sie weg. Wir haben 50% weniger Frequenz. Das ist brutal. Wir haben vor Corona zu heute 50% weniger Frequenz. Und wenn es Demonstrationen gibt, Herr Dr. Haag, auf der Friedrichstraße haben wir 75%. Also das können wir auf Dauer nicht überleben. Wollte ich nur noch mal sagen, ja, wir brauchen auch den Fokus auf den Individualverkehr. Ja, aber alles vielleicht auch auf neue Ideen, wie diese Erreichbarkeit komfortabel gelöst werden kann. Vielleicht, genau. Frau Pankow, teilen Sie das so in Ihrer Wahrnehmung oder was wäre da so Ihre Idee noch vielleicht ergänzend, bevor wir dann noch mal gucken? Ich glaube, Herr Tierstadt, oder Sie hatten ja auch verschiedentlich Aspekte. So, ja, ich nach der Frage. Vielen Dank. Hätte ich sowieso gesagt, wir machen den Stuhl frei für die nächste Person. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Pankow. Ja, ich glaube, es ist ja auch viel in den Vorträgen schon angeklungen. Es braucht einfach diese intelligenten Lösungen und das vielleicht auch vorher darüber nachdenken, bevor man die Autos aus der Stadt rausbringt. Ja, wo sind sie denn dann und wie kommen die Kunden dann trotzdem in die Stadt? Und ich habe es jetzt gerade in der Pause mit Herrn Benz und Herrn Bartosch, die ja beide da sind, Geschäftsführer der VAG, auch habe ich gesagt, ja, wo sind denn jetzt hier unsere Mobi-Hubs und wo steigen sie denn um? Und beide sehen das genauso wie ich. Man muss da auch in Freiburg was tun. Wir haben da, es sind Dinge auch am Werden im Osten, wo die Stadtbahn jetzt verlängert wird und wo es dann auch Parkplätze gibt. Sicher muss es dann auch noch, muss man darüber nachdenken, über auch komfortable Lösungen. Also wie, nicht nur, wie funktioniert physisch der Umstieg, sondern wie mache ich ihn auch noch attraktiv, möglicherweise mit einem Kombi-Ticket parken und dann mit der Bahn rein. Das sind ja Dinge, die wir hier diskutieren und darüber müssen wir sicher nachdenken, wie man sowas hinbekommt. Ist auch eine Frage natürlich, wie man es finanziert, aber darüber müssen wir auch gemeinsam nachdenken und einfach auch nochmal analysieren, wo genau kommen die Kunden her und wo sind genau im Moment die Knackpunkte, wo es eben nicht funktioniert mit dem Umstieg. Auch noch ein Thema ist Kommunikation. Sie haben es auch angesprochen. Ich muss es ja wissen, wie es funktioniert. Wenn ich es gewohnt bin, immer mit dem Auto in die Stadt zu fahren und stehe jetzt 3-mal im Stau, dann komme ich eben das 4. Mal möglicherweise nicht mehr. Also muss es da auch eine Kommunikationsoffensive geben, auch wieder ins Umland. Wie funktioniert es? Und dieses, was ja immer wieder individuell formuliert wird, dieses Gefühl aus dem Umland, die Freiburger, die wollen uns ja gar nicht. Dagegen müssen wir angehen und das müssen wir, glaube ich, kommunikativ auch nochmal angehen und lösen.
Damit auch die Leute das Gefühl haben, ja, das hören wir jetzt schon, dass die Menschen das Gefühl haben, sie sind hier auch erwünscht. Wir wollen sie haben. Ja, das ist sicherlich auch ein bisschen ein Grunddilemma, ne, in dem jetzt so. Ja, oh, Entschuldigung, Sie sind bei mir hinter dem Tisch, Herr Schmitz-Mockrammer. Ja, ich habe Sie nicht gesehen. Genau. Wunderbar, dass Sie sich gemeldet haben, ja. Nein, ich wollte nur noch mal sagen, gerade wenn es darum geht, unterschiedliche Verkehre miteinander zu verknüpfen oder Verkehrsströme auch zu regulieren, bietet natürlich auch die Digitalisierung eine große Chance. Ja, das ist sicherlich ein guter Punkt. Das wäre nämlich hier jetzt auch noch meine Frage in die Runde gewesen, welche kreativen Ansätze oder Modelle, ich meine, wir wollen ja heute noch gar nicht so sehr in Lösungen denken, sondern wir haben jetzt gehört, es gibt einfach Ansätze, die man weiterdenken muss. Also, dass man herkömmliche Verkehrskonzepte, ne, so ich fahre in die Innenstadt, habe da mein Parkhaus und um die Ecke, dass das vielleicht abgelöst wird durch neue Parkleitpark Kombinationsmöglichkeiten, die so attraktiv sind, dass ich wirklich richtig Lust habe, das auszuprobieren. Ich meine, das wird es ja weitergeben, dass es Parkhäuser gibt in der Innenstadt, wo man reinfahren kann, aber auf der anderen Seite ist das sozusagen nicht das Modell, was man in Zukunft expansiv betreiben kann. Ich wüsste auch gar nicht, wo die Parkhäuser stehen sollen. Das heißt, wenn wir mehr Leute in die Innenstadt reinbringen, müssen wir uns über andere Dinge unterhalten. Wir arbeiten an dem Thema Mobilitätshubs, wir arbeiten an dem Thema regionale Verknüpfung. Das sind wir auch nicht schlecht, aber da ist noch jede Menge Luft nach oben, Herr Laube, da gebe ich Ihnen völlig recht. Und wir müssen nur uns auch im Handel nochmal überlegen, wenn die Leute zum Beispiel über ein Park and Ride kommen, sozusagen, was kann ich denn denen dann anbieten, wenn das Auto eben nicht in der Garage 50 Meter weg ist, sondern es ist vielleicht 10 Kilometer weg, weil sie erst mit der Straßenbahn oder mit der S-Bahn rausfahren müssen an ihrem Park-and-Ride-Platz. Was mache ich denn mit den Päckchen? Kann ich das denen nachschicken oder wie geht es? Wie funktioniert das? Das heißt, wir brauchen da auch Konzepte, wie man dann so neue Mobilitätskonzepte auch mit neuen Einzelhandelskonzepten verbindet. Ich glaube, das ist ja vielleicht auch die große Kunst, Menschen in so eine neue, wie haben Sie gesagt, wir brauchen ein neues Mindset oder Mind, doch sowas, ne? Mindset, ja, aber wie geht das, ne? Also, weil ich kann mir ja immer nur das vorstellen, eigentlich so wirklich vorstellen, was ich schon kenne. Es ist ja unheimlich schwierig in die Zukunft hinein, jetzt auch so, es kam ja auch die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen und da so rein zu gehen. Ich weiß gar nicht, wie muss man da vorgehen? Ich würde immer dafür werben, dass man jetzt nicht zu stark fokussiert sagt, so Auto oder ÖPNV, sondern was steckt denn dahinter? Also es gibt ja, also einmal, die Leute benutzen das Auto ja, ich würde mal sagen, die Mehrzahl der Leute benutzen das Auto nicht, weil sie jetzt das Auto benutzen wollen. Es hat Gründe. Es hat Gründe des Komforts, ein Safe Space, in dem man da unterwegs ist, wenn man da quasi in seinem Auto dann sitzt und ganz viele andere Dinge. Und darum geht es. Und dann muss man ergründen, wie können denn diese Bedürfnisse befriedigt werden? Und wenn es ein anderes Verkehrsmittel gibt oder wenn man da einen Mix schaffen kann, durch das es auch gelingt, wunderbar. Und wenn es das nicht gibt, dann muss man sich das erstmal überlegen. Aber dann ist vielleicht dann das Auto für bestimmte Gruppen tatsächlich erst einmal noch das Mittel der Wahl. Wir werden es ja auch nicht verändern können. Gleichzeitig muss man mitbedenken, wir stadtplanerisch müssen wir natürlich in einer Perspektive von 20 Jahren denken. Und in 20 Jahren wird das Auto in der Form mit Verbrennungsmotor und vor allem mit einem, der selber fährt, sicherlich keine Rolle mehr spielen. Und dann reden wir gar nicht mehr über Parkplätze, sondern über eine Organisation von floating Cars und so weiter. Aber das Problem ist, der Weg dorthin, den müssen wir ja trotzdem gestalten und da sind wir halt noch nicht. Und damit muss man irgendwie umgehen, also eine Zeitachse aufspannen, wie das Ganze funktioniert. Und das, da kommen wir vielleicht auch wieder hin, was jetzt hier eingebracht wurde, auch zu sagen, schon die Zukunft zu denken, aber heute noch nicht die Zukunft zu machen, sondern erst Stück für Stück einen Plan zu haben, wie komme ich dahin, dass man es vorbereitet. Also ich habe so den Eindruck, weil sonst tatsächlich das passiert, was Sie gesagt haben, dann erzeugen Sie auch Missstimmungen und unter Umständen Effekte, die Sie aber nicht begrüßen würden hier in der Stadt, ne? Und das wäre jetzt vielleicht ja einfach nochmal so ein Anlass auch zu gucken, wie hole ich denn die Menschen ab in diese Diskussion, also das würde mich jetzt auch nochmal persönlich interessieren, sozusagen da mitzugehen, weil es bedeutet ja auch eine lange Zeitspanne, die kann man sich ja auch gar nicht vorstellen und Sie haben auf der anderen Seite die Quick Wins genannt, also aber wie kann das gelingen, dass man, wenn man Überzeugungen hat und man hat ja immer die Positionen, die sagen, ohne das wird es nicht gehen oder so nicht oder so nicht, um dann auch ins Tun zu kommen. Ich würde mich mal freuen, wenn vielleicht nochmal jemand hochkommt und vielleicht mal sagt, was braucht er denn, damit er da mitmacht? Frau Rosler-Kossler, kommen Sie doch mal hoch und erzählen uns mal, was
müssen wir tun, damit Sie sagen, oder die Henrike Beck, die habe ich jetzt in die richtige angeguckt, Richtung. Aber die kommt einfach nicht. So, was muss passieren? Ja, schön, dass Sie hier mit in die Runde kommen. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit des heißen Stuhls hier. Ja, nach den Vorträgen, die sich ja im Himmel der Urbanistik abgespielt haben, wollte ich eigentlich ganz gerne in die Niederungen des Alltags in der Innenstadt kommen und auch etwas die Bürgerperspektive reinbringen. Wir sind der Bürgerverein der Innenstadt, da sind einige von uns auch dabei und machen uns natürlich seit einiger Zeit auch viel Gedanken, wie das weitergeht, wie die Krise zu nutzen ist als Chance, wie der Wandel zu nutzen ist, was wir da einbringen können. Und haben, also ich wollte jetzt einfach mal ein konkretes Beispiel bringen. Wir haben uns zum Beispiel viel Gedanken zur weiteren Nutzung der Karlskaserne gemacht. Für die Gäste, die nicht aus Freiburg sind, das ist ein großer, denkmalgeschützter, schöner, fünfstöckiger Bau in der Innenstadt, der aktuell das Kinder- und Jugendamt beherbergt, aber dieses zieht im Zuge der Verwaltungskonzentration ins Rathaus in Stühlinger. Und dieses Gebäude wird frei. Und da haben wir uns so ein Nutzungskonzept drüber debattiert und uns inspirieren lassen, auch von anderen Städten. Und unser Nutzungskonzeptvorschlag sieht vor, eine Mischung aus öffentlicher Bildungseinrichtung, das wäre die zentrale Musikschule. Die Musikschule hat in Freiburg keine Zentrale, was für eine Musikstadt, also eine Stadt wie Freiburg mit einem starken Musikprofil vielleicht einfach noch zu verbessern wäre. Also Musikschule, dann hatten wir uns überlegt, die FSB, die Freiburger Stadtbau, aus der Erasmus- und Karlsplatz-Situation in die Karlskaserne zu ziehen, also praktisch eine Verwaltung. Dann hatten wir gedacht, eine Etage oder Keller und Etage für Jugendkultur, Proberäume, Möglichkeiten der Jugendkultur dort wären sehr, sehr günstig, weil keine Wohnbevölkerung oder kaum Wohnbevölkerung drumherum ist und eine gute ÖPNV-Anbindung besteht. Und dann noch eine Pop-up-Mall. Das hört sich ja sehr vielseitig und vielfältig an und so ein Beispiel eigentlich für eine hybride Konzeption. Ja, genau. Und der letzte Clou noch, wenn die FSB, die Freiburger Stadtbau, tatsächlich da zum Beispiel einziehen würde, würden viele Wohnungen frei, weil die FSB jetzt in ehemaligen Wohnungen untergebracht ist und das wäre mit einem vielleicht vergleichbar geringen Aufwand wieder zu Wohnungen zu bringen. Und mit der Beschäftigung, also das würde uns sehr freuen, wenn das geprüft werden würde von der Stadtverwaltung und wenn man da vielleicht einfach mit so einem Beispiel eine Umgestaltung auch anderen in der Stadt Lust machen würde, da mitzumachen und so einen Weg zu gehen. Wenn es die Stadt macht, machen es vielleicht private Investoren auch leichter. Und einfach auch als Letztes wollte ich sagen, dass uns das sehr viel Freude und Spaß gemacht hat, sich mit diesen Veränderungen auch zu beschäftigen und dass das wirklich auch keine leeren Worte sind, aber dass es einfach auch Freude und Mut macht, sich in diesen Veränderungsprozess einzubringen. Ja, damit bestätigen Sie ja ganz praktisch, was Frau Panko schon gesagt hat, dass viele FreiburgerInnen ja da sind, die schon aktiv und kreativ und engagiert sich einbringen, solche bunten Stadtbausteine mitzuentwickeln. Das sind ja Beispiele, ich gucke jetzt nochmal jetzt in die Richtung der Experten, die ja durchaus zeigen, dass solche Initiativen gut sind und vielleicht auch entsprechende Impulswirkung aussenden, aber wahrscheinlich auch alleine für die Innenstadt, wenn sie alleine blieben, nicht das Richtige wären. Um nochmal auf die Frage von Herrn Haag zurückzukommen, welcher Prozess soll es denn sein?
Das heißt ja, es muss einer sein, der auf jeden Fall kreativ ist, der solche Impuls- oder Leuchtturmprojekte initiiert und mit möglichst vielen gemeinsam versucht auch umzusetzen. Oder wie würden Sie das einschätzen? Absolut. Also man, Stadt Freiburg kann sich ja glücklich schätzen, dass es schon solche Initiativen gibt und solches kreatives Potenzial. Und wenn man das jetzt noch in so einen Prozess einbindet, noch weitere solcher Potenziale hebt, wunderbar, weil das Ganze macht natürlich Sinn, wenn man das dann in eine Gesamtstrategie einbindet, ne, und daraus wirklich eine Story erzählt für die Innenstadt. Mhm. Darum geht's. Vielleicht, Herr Schmitz-Moorkramer, können Sie ja auch, Sie sind ja als Architekt derjenige, der solche einzelnen Stadtbausteine auch, sage ich mal, zum Leben erweckt. Und es ist ja immer wichtig, dass es auch Teil des Ganzen wird. Würden Sie dem zustimmen, was Herr Nussbaum gesagt hat, zu sagen, ja genau, solche Bausteine sind wichtig, aber nur alleine bringen Sie dann auch nicht die Perspektive für die Innenstadt der Zukunft? Ganz kurz dazwischen, es gibt noch mehr Objekte. Es gibt noch mehr Objekte in der Innenstadt, wo ein ähnlicher Prozess auch stattfinden könnte. Das genau. Also so deswegen meine ich ja, wenn Sie nicht alleine blieben, um das zu reflektieren. Ja, ich glaube, um ehrlich zu sein, solche Einzelprojekte sind total wichtig für eine Stadt, weil am Ende des Tages die Eigentümer und die anderen Akteure in der Stadt gucken schon sehr genau, was sozusagen an den einzelnen Stellen passiert. Und je mehr kreative Ansätze es auch an einer Stelle gibt und je erfolgreicher sozusagen so ein Modell ist, desto mehr Spaß haben andere auch sozusagen an der Stelle mitzumachen. Und wenn man eben sieht, dass so ein Modell auch erfolgreich funktioniert, dann macht es natürlich Mut für andere sozusagen, die vielleicht nicht bereit sind, diesen ersten Schritt zu gehen, dann aber den zweiten und dritten Schritt zu gehen. Ja, ich kann dazu nur Folgendes sagen, dass ich das genauso sehe, dass wir natürlich so eine Entwicklung wie die Karlskaserne in so ein Gesamtkonzept einbinden müssen. Und natürlich haben wir als Stadt auch eine gewisse Vorbildfunktion. Das sind ja jetzt alles Ideen, die haben wir alle auch schon gedacht. Und insofern glaube ich schon, dass das ein Baustein sein kann von so einer Gesamtstrategie. Aber ich wollte eigentlich sozusagen noch ein bisschen hier hören aus dem Raum, sozusagen, was braucht es denn aus Ihrer Sicht, sozusagen, wie wollen Sie eingebunden werden? Aber wie muss der Prozess, ja, was der nächste was, steht schon ja, da. Ja, genau. Tim Sims. Wir haben gesagt und freue mich, dass wir jetzt so ein bisschen mehr Gefühl noch bekommen für Ihre Ideen und vielleicht auch Erwartungen oder Vorstellungen zum Weg. Also mein Name ist Tim Sims, ich bin im Stadtrat hier. Ich hätte zwei Themen, die ich gern einfach ansprechen würde, wenn wir schon auch Leute haben, die nicht aus Freiburg da sind. Das eine ist, Sie haben in Ihrem Vortrag ja auch darauf abgehoben, auf diesen, dass es wichtig ist, alle Stakeholder und alle Akteure mit einzubinden. Da würde mich interessieren, wie in welchen Phasen die Kommunalpolitik auch involviert sein sollte. Also in der Taskforce ist zum Beispiel die Kommunalpolitik nicht mit drin. Da würden mich einfach die Erfahrungen interessieren, weil natürlich Kommunalpolitik auch immer ein Störfeuer sein kann, was Prozesse unter Umständen auch sehr verlangsamen kann. Und ich glaube, zumindest der Handel macht es immer deutlich, dass wir eigentlich relativ wenig Zeit haben. Der zweite Punkt ist, da weiß ich nicht mehr, welcher der Referenten es angesprochen hat, das ist das Thema Vorkaufsrechte. Ich glaube, einer von Ihnen beiden in den ersten Vorträgen hat es genannt. Da würde mich nochmal interessieren, wie wichtig Sie das Instrument finden und ob Sie da auch gute Beispiele für eine Anwendung haben. Das ist natürlich, wenn man tatsächlich Vorkaufsrechte ausübt, teuer, aber man muss sie auch nicht immer ausüben. Ja, vielen Dank. Ich schaue mal in die Runde, wer sich zuerst angesprochen fühlt, startet. Aber Herr Nussbaum, ich habe gesehen, Sie haben schon reagiert. Ja, wegen der Taskforce und der Politik, ja oder nein. Ich finde es, ich drücke es mal so aus, ich finde Politiker oder Politikerinnen als, finde ich nicht adäquat als Kriterium, ob jemand so einem Prozess dabei ist. Weil der Prozess selber, der muss natürlich demokratisch legitimiert sein. Selbstverständlich ist Politik als Gremium mit einzubinden. Die muss so einen Prozess legitimieren, billigen. Die soll natürlich auch die Ergebnisse am Ende soll sie kommentieren und auch darüber beraten dürfen. Aber in der Taskforce
Da sind müssen meines Erachtens Personen drin sein, die dann auch wirklich wirkmächtig im Innenstadtraum als Eigentümerin, als Gewerbetreibende, als Aktivistin etwas umsetzen können. Wenn das ein Politiker oder eine Politikerin ist, weil diese Person eine Immobilie in der Innenstadt hat, okay, aber nicht per Funktion Politik, das würde ich mal so einfach sagen. Ja, zum Vorkaufsrecht, das war, glaube ich, eine Frage, die bei Ihnen gelandet war, Herr Thierstein, ne? wenn ich das richtig... Vor allem kenne ich die Praxisbeispiele zu wenig, um jetzt da so eine tolle Liste vorzulegen. Ich glaube einfach, ich habe es, glaube ich, in meiner Antwort schon kurz angedeutet, das Hauptproblem ist tatsächlich, also will sich die öffentliche Hand, die Stadt tatsächlich dann zum Verkehrswert auf das einlassen, weil sie natürlich dann mit an der Preisspirale dreht, ja. Und zweitens, und für viele Kommunen ist das vordringlich, kann man es sich überhaupt leisten? Aber das Wichtigste ist ja, ist das überhaupt ein strategisch wichtiges Grundstück? Warum? Also wo ist das? Und da spielen wieder die Argumente von Herrn Nussbaum eine Rolle. Kann man das in ein, also ist das sozusagen das fehlende Puzzlestück, um jetzt ein größeres städtebauliches Entwicklungsgebiet an dem Scharnier genau zu heilen oder dort was Kritisches, Wichtiges zu machen, auch im Sinne von Non-Profit oder günstiges Wohnen oder was immer, irgendwelche Mischnutzungen. Aber dann kann man ja auch sagen, okay, die Stadt kauft es jetzt als Akteurin, ja, die öffentliche Hand, aber hat gleichwohl ein Refinanzierungspaket in der Tasche, macht daraus zum Beispiel eine Genossenschaft oder versucht, das habe ich ja vorher auch versucht anzudeuten, eine Aktivierung von eingesessenen Freiburgerinnen und Freiburgern und sagen, lokales Geld, lokale Verantwortung, lokale Wertschätzung für die lokale Entwicklung. Also da kann man, glaube ich, schon eine Geschichte entwickeln. Vor allem viele, wo jetzt mit der Erbengeneration zu tun haben, da kommen Milliarden, die dann irgendwo rumliegen zum Zinssatz Null. Und da hat man einen immateriellen Wert und man trägt zu einem öffentlichen Gut mit bei, aber um das zu lancieren, um diesen Schwung und diese Idee auszuformulieren, braucht es eben eine größere Konzeption. Spricht ja eigentlich tatsächlich... Und Kommunikation, genau, ja. Genau, spricht ja eigentlich für also diesen Prozess. Ich wollte es vorhin nur sagen, also zum Beispiel könnte der Baubürgermeister tatsächlich jetzt sagen, jetzt mache ich von meinem wöchentlichen Zeitbudget 50% mache ich jetzt frei und sprechen nur mit diesen Eigentümerinnen und Eigentümern und zu sagen, okay, wir sind interessiert, gemeinsam in den nächsten 5 Jahren solche Projekte mit ihnen zu entwickeln. Und das gibt so einen Schneeballeffekt, das spricht sich rum und sagt, was, der ist so hartnäckig, aber hat auch Ideen. Ja, ja, okay, vielen Dank. Ja. Ja, das ist dann die nächste Frage. Ja, aber was ist die Priorität? Wie man die Prioritäten setzt. Aber Herr Schmitz-Borkramer, zu dieser Frage der Projektentwicklung war... Ja, genau. Also ich glaube, generell muss man natürlich schon sagen, die Frage stellt sich natürlich tatsächlich, sagen wir das, Freiburg bestimmt wieder eine Ausnahme, da klappt das bestimmt super, aber ansonsten vielen Städten haben wir gesehen... Das klappt überhaupt nicht alles super hier. Ja, genau. Das bleibt heute, ne, Freiburg. Genau, aber wir haben ja in vielen anderen Städten gesehen, dass die öffentliche Hand sich meistens doch sehr schwer tut, wenn sie meint, sozusagen der bessere Projektentwickler zu sein. Insofern finde ich es ganz gut, wenn man das vielleicht nicht unbedingt in den Vordergrund schiebt und trotzdem gibt es ja manchmal ganz interessante Denkmodelle, die doch spannend sind. Also in Paris hat sich die Stadt zum Beispiel dazu entschlossen, sozusagen leerstehende Einzelhandelsflächen anzumieten und dann selber, Klammer auf, für eine geringere Miete weiter zu vermieten, um einfach, sagen wir mal, attraktive Nutzungen, soziale Nutzung, andere Nutzungen in Stadtteile hineinzubringen. Das ist ein sehr interessanter Aspekt, aber es kostet natürlich die öffentliche Hand Geld, das muss man sich natürlich leisten können, aber finde ich ein spannendes Thema. Oder Herr Nussbaum, es gibt ja auch, ich glaube, Sie sagten, dass Sie aus Aachen kommen, einen sehr spannenden Ansatz beim Büchel in Aachen, wo es eben über Jahre hinweg nicht gelungen ist, dass ein privater Investor, sagen wir mal, die Stadt für seine Pläne hinter sich bekommen hat. Und dann hat die Stadt eben, sagen wir mal, dieses Grundstück selber übernommen und gesagt, pass auf, wenn das eben alles nicht funktioniert, dann kümmern wir uns drum und hat im Endeffekt, sagen wir mal, über unterschiedliche Modelle in der Stadtgesellschaft abstimmen lassen und am Ende hat ein Modell gewonnen, das sicherlich niemals ein Privater gemacht hätte, denn
man hat sich sozusagen für den Freiraum entschieden. Also ich glaube, das Modell hieß dann Wiese. Und das natürlich mitten in der Innenstadt ist sozusagen schwierig von einem privaten Eigentümer zu verlangen. Man muss aber sagen, natürlich haben die Städte viel Tafelsilber in den letzten Jahren verkauft. Und wenn wir öffentlichen Raum irgendwo wieder schaffen wollen, dann ist das natürlich Aufgabe der Stadt. Und dann ist es natürlich auch wichtig für unsere Städte. Und es ist auch wichtig für unsere Städte, dass die Städte und die Kommunen nicht aufhören, in ihre eigene Stadt hinein zu investieren. Heißt ja auch im Grunde genommen, weil wir müssen jetzt so langsam zum Abschluss kommen, heißt ja im Grunde genommen auch, dass es wirklich auf den Prozess ankommt, dass es auf alle Akteure ankommt und dass man da genau diskutieren muss, wo diese ganzen Puzzlestücke sind, mit welchen konkreten Vorstellungen, die hilfreich sind fürs Ganze. Also da ist im Prinzip auch die Frage, wie dann einzelne Bausteine aufs Ganze wieder einzahlen, wie das wieder rückgekoppelt wird, wie man da in diese Netzwerke kommt und dann wirklich auch miteinander den gegenseitigen Nutzen auslotet und sich dann auch als Netzwerk Innenstadt begreift. Und ich glaube, das ist etwas, Sie haben ja alle eigentlich auch gesagt, dass diese Bündnisse, diese Netzwerke eine neue Kommunikation brauchen, neue Denkmodelle und eine neue Bereitschaft, sich einzulassen und auch sich zu bewegen, sich wirklich aufeinander zuzubewegen und auch mal mutig zu sein, was auszuprobieren. Aber klar ist auch, diesen Prozess, den braucht es und da braucht es, haben Sie ja beide auch schon gesagt, Frau Pankow-Haag, die Verantwortung, dass jemand das organisiert, moderiert, begleitet, dass man da wirklich auch vorankommt, weil sonst so ein Prozess auch irgendwann ermüdend ist und auch Frust auslöst. Das wäre noch eine Frage von mir gewesen, wie viel Frustrationstoleranz braucht man. Aber ich glaube, wir könnten hier noch lange diskutieren, aber auch meine Verantwortung als Moderatorin an der Stelle ist natürlich, auf die Uhrzeit zu achten. Und da wir auch im Streaming sind, ist es immer schön, wenn man dann nicht denkt, naja, jetzt hat sie schon 6 Minuten überzogen, jetzt müssen wir mal einen Schlusspunkt setzen, den dürfen Sie setzen, Herr Haag. Ich würde an der Stelle auf eine Schlussrunde verzichten und Ihnen abschließend gerne das Wort geben, so ein bisschen mit dem Blick, was, wie man so schön sagt, was nehmen Sie mit und wie geht es weiter? Ja, vielen Dank. Ich glaube, es ist einfach gut, wenn wir an der Stelle vielleicht auch mal einen Cut machen. Wir gehen da gleich nochmal raus, trinken vielleicht noch ein bisschen was miteinander und reden dort weiter. Aber wir haben gesagt, wir wollen um 8 Uhr ungefähr fertig sein. Das ist auch wichtig. Sie haben vielleicht auch noch was vor heute Abend. Und ich glaube, es war spannend trotzdem. Ich habe mich gefreut, dass Sie da waren. Ich hoffe, Sie haben auch was mitgenommen. Und zwar sowohl aus den Vorträgen als auch aus der Diskussion. Es war ja die Idee, dass wir uns sozusagen den Kopf mal aufmachen, dass wir mal neue Vorstellungen hören, dass wir aus unterschiedlichen Blickwinkeln, aus unterschiedlichen Ecken der Republik, jetzt war es heute fast ein bisschen Köln-lastig meiner Meinung nach, was wir hier gehört haben, ne? dass wir da mal ein paar Impulse kriegen und ich glaube, die sind schon gekommen. Ich glaube, dass wir schon einen Konsens mitnehmen, dass wir in diesem Prozess weitermachen. Sie haben es ja gerade auch nochmal gesagt, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, die Konzepte, die wir gehört haben, die sind sicherlich so nicht übertragbar, aber sie sind in vielen Elementen übertragbar und ich glaube, wir müssen uns dann schon am Ende auch ehrlich machen, was können wir miteinander hinkriegen, was nicht. Da sehen wir schon auch unsere Aufgabe drin, das anzustoßen, da einen Vorschlag für zu machen. Da werden wir auch dafür werben, dass sie sich dann entsprechend beteiligen, vielleicht noch mehr als heute Abend, sodass wir da mehr noch in den Dialog kommen. Das war jetzt doch vielleicht ein bisschen mehr hier sozusagen Frontalunterricht, aber ich sage mal, es wird am Ende nur gemeinsam gehen. Ich möchte vielleicht nochmal einen Satz sagen zum Thema weiteres Vorgehen, weil Sie werden sich ja auch fragen, wie geht es jetzt weiter. Wir wollen mit dem heutigen Kolloquium ja nicht Schluss machen mit der Veranstaltung, das war es dann, wir gehen alle auseinander und sind zufrieden, sondern wir möchten ja weitermachen und wir möchten einen Diskussionsprozess, soweit er nicht bereits läuft, anstoßen, intensivieren. Wir haben ja in dem Rahmen des Innenstadtförderprogramms ja auch ein Gesamtkonzept zur Belebung der Innenstadt gefördert bekommen. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass das Geld auch kommt am Ende des Tages. Also da haben wir noch eine kleine Hürde zu überspringen, aber ich bin da jetzt sehr optimistisch, dass das funktioniert. Dann hätten wir nämlich eine Grundfinanzierung für diesen Prozess und dann müsste nicht nur der Baubürgermeister mit der Hälfte seiner Arbeitszeit, sondern könnten auch andere Leute sich da entsprechend einbringen. Das ist übrigens dann auch wahrscheinlicher, dass da was draus wird, wie wenn
Sie jetzt nur allein auf mich setzen. Also dann würden wir diesen Diskussionsprozess starten, wir würden einen Dialogprozess, wir würden einen Strategieprozess für die Innenstadt starten und da soll ja am Ende auch etwas rauskommen, was wir dann gemeinsam umsetzen. Da spielen dann so Dinge, wie Frau Rössler-Koßler gesagt hat, eine Rolle, die Karlskaserne, aber da kann natürlich gerne auch noch sehr viel mehr dazukommen. Und es geht eben am Ende des Tages darum, wir wollen diese Innenstadt ja erhalten, weil sie unser historischer Kern ist, weil sie Wohnstandort ist, weil sie Einzelhandelsstandort ist, weil sie ganz Gastronomiestandort ist, weil sie für Touristinnen und Besucher das zentrale Anlaufthema ist. Und das alles führt dazu, dass wir uns um diese Innenstadt kümmern müssen. Und deshalb möchten wir diesen Prozess starten. Und jetzt hoffe ich, dass er dann auch ins Laufen kommt. Am Ende nochmal vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren und vielen herzlichen Dank für Ihre Beiträge. Ich möchte mich am Ende nochmal bedanken, vor allen Dingen bei den Referenten, Herr Schmitz-Moorkammer, Herr Thierstein, Herr Nussbaum. Sie waren von außerhalb da, wir haben Sie eingeladen. Es war spannend, Ihnen zuzuhören. Vielen Dank dafür. Ich bedanke mich auch bei der Frau Oldenburg für die Moderation. Ich möchte mich natürlich auch bei FWTM, Frau Pankow, aber sozusagen virtuell Hanna Böhme bedanken für die Unterstützung, aber auch natürlich beim Stadtplanungsamt, Herr Jerusalem war da, Herr Bielecke hat sehr viel dazu beigetragen, dass wir heute Abend hier in der Konstellation hier sitzen und wie gesagt Ihnen nochmal recht herzlichen Dank, dass Sie da waren und sich eingebracht haben. Ich grüße nochmal vom Oberbürgermeister, der gerne dann bei den weiteren Veranstaltungen auch selber dabei ist. Aber heute kann er jetzt noch nicht dabei sein. Ich lade Sie jetzt aber noch ein, auch in seinem Namen, im Namen von der FWTM. Gehen Sie mit uns nach draußen, trinken Sie noch irgendein Glas. Es gibt, glaube ich, sowohl... Es gibt was zu essen und zu trinken. Also, das ist doch eine Verheißung. Jetzt... Ohne ihn, ne? Gehen Sie mit raus. Ja, er hat Herr Schmitz-Moorkramer, Sie müssen jetzt auch irgendwas trinken auf diesen erfolgreichen Abend. Genau. Yes. Kommen Sie gut nach Hause, bleiben Sie gesund und bringen Sie sich weiterhin ein. Vielen herzlichen Dank.